Endlich ist wieder was los auf der Straße. Nach 2 Jahren Pause, jetzt wird 30. Geburtstag gefeiert. Am Start Tausende von Laufbegeisterten und erfolgshungrige Profis. Beim ersten großen Lauf des Jahres geht es um die letzten EM-Tickets. Der Favorit auf den deutschen Meistertitel heißt Hendrik Pfeiffer. Und auch bei den Frauen wird Deutschlands Schnellste gesucht. Rabea Schöneborn ist heiß auf den Titel, hier beim Hannover-Marathon, live aus Hannover. Ja, 3. April in der niedersächsischen Landeshauptstadt, da hätte man ja hoffen können auf einen Hauch von Frühling. Aber völlig egal, Hauptsache die Straßen sind wieder voll. Es wird wieder gelaufen und Hauptsache, dass Sie auch da sind. Damit herzlich willkommen zum Sportclub live hier vom Hannover-Marathon. Und wir freuen uns, dass Sie da sind. Wir freuen uns aber auch, dass er wieder da ist. Jan Fitschen, ehemaliger 10.000 Meter Lauf-Europameister, Laufexperte, Buchautor, Trainer, Physik und Wirtschaft hat er auch noch studiert und abgeschlossen, soweit ich weiß. Also heute unser Experte eigentlich für alles und jedes. Jan, schön, dass du da bist. Vielen lieben Dank, Sandra. Es ist der deutsche Marathon, die deutsche Marathonmeisterschaft. Welche Bedeutung hat das denn für die Athleten? Ja, das ist ein Riesending. Eine deutsche Meisterschaft ist immer was ganz Besonderes. Und dann hier teilzunehmen, ist schon ein starkes Ding, ausgerechnet über diese Distanz Marathon. Das ist ja für alle Läufer immer so das große Ding. Dann eben deutsche Meisterschaft und vielleicht auf dem Treppchen zu landen oder gerade Hendrik Pfeiffer gewinnen zu können. Boah, das ist was, ne? Nun hat der Veranstalter ganz bewusst darauf verzichtet, in diesem Jahr sehr viele afrikanische Läufer einzukaufen, sag ich mal. Was bedeutet das? Das ist ja schon ein veränderter Lauf, auch für die Athleten. Ja, das gibt nochmal einen enormen Motivationsbooster einfach, denn okay, man rennt da hinterher, ist vielleicht bei einer ganz großen Marathonveranstaltung dann irgendwie 15., 16. Hier kann der Hendrik ganz vorne mitmischen. Ne? Also klar, sind trotzdem wieder ein paar sehr schnelle, auch ausländische Starter dabei. Aber da ganz, ganz vorne dabei zu sein bei so einem großen City-Marathon wie hier in Hannover, bombastisch, ne? Super. Und es sind nicht nur die Männer unterwegs, es sind natürlich auch die Frauen unterwegs, auch von denen haben wir was zu erwarten. Auf jeden Fall, ne? Auch da wird es ganz, ganz spannend. Da ist die Leistungsdichte natürlich dann auch enorm hochgegangen. In den letzten Jahren haben wir sehr, sehr viele gute Läuferinnen und jetzt heute eben Meisterschaftsrennen auch nochmal. Ne? Dann ist immer so dieses Zwiegespalten. Auf der einen Seite will ich schnell rennen, auf der anderen Seite geht es aber natürlich auch darum, den Titel zu gewinnen. Das gibt nochmal eine besondere Brisanz dann. Wir freuen uns gleich auch nochmal über das Thema Kälte und Wetter zu reden. Jetzt aber erst einmal Ladies first. Wir schauen auf Rabea Schöneborn. Und wenn Sie sagen, Moment mal, Schöneborn, den Namen, den habe ich doch schon mal gehört im Sport, völlig richtig. Ihre ältere Schwester ist Olympiasiegerin im modernen Fünfkampf und ihre Schwester, ihre Zwillingsschwester, ist im vergangenen Jahr beim Olympischen Marathon in Sapporo gestartet. Sie selber war im vergangenen Jahr schnellste Deutsche beim Berlin-Marathon. Also eine Familie, in der man weiß, wie man Erfolge feiert und in der man auch weiß, wie man schnell läuft. Elli Hürer hat sie getroffen. Neue Stadt. Neues Pflaster. Neue Strecke für Rabea Schöneborn. Das erste Mal Hannover für die Läuferin vom Marathon-Team Berlin. Ich finde es ganz cool, mal was Neues auszuprobieren. Ich mag es ganz gerne, wenn ich die Strecke nicht kenne, solange ich nicht erwarte, irgendwelche bösen Überraschungen auf der Strecke zu haben. Aber ansonsten finde ich das ganz cool, wenn man auch nicht unbedingt jeden Meter kennt. So wie in ihrer Heimat Berlin. In der Nähe von Bonn aufgewachsen, hat es sie in die Hauptstadt gezogen. Ende 2020 ihr Marathondebüt. Vor einem Jahr neue Bestzeit, 2 Stunden 27 Minuten und 3 Sekunden. Beste Deutsche beim Berlin-Marathon 2021. Für die EM in München ist sie bereits qualifiziert, doch ein Ziel steht in Hannover über allem, nämlich das interne Familienduell mit ihrer Zwillingsschwester Deborah. Bisher haben wir einen Unterschied von 8 Sekunden, also sie ist bisher 8 Sekunden schneller und den Familienrekord, den würde ich mir natürlich gerne holen. Und interne Rekorde gibt's viele bei den Schöneborns. Rabea, Deborah und die älteste Lena, Olympiasiegerin 2008 im modernen Fünfkampf. Die beiden Zwillinge, aktuell deutsche Marathonspitze. Rabea hätte sogar beim weltberühmten Boston-Marathon starten können, doch sie verzichtet. Ich habe mich für Hannover entschieden, weil ich auch super gerne nationale Wettkämpfe laufe, weil ich von Hannover viel Gutes gehört habe und auf jeden Fall hier mal an den Start gehen möchte und es sich jetzt eben auch angeboten hat. Und natürlich kommt dazu, es sind die deutschen Meisterschaften. Und den Titel will sie sich holen, zusammen mit dem Familienrekord.
bei ihrem Hannover-Debüt. Na, wenn das keine Auszeichnung ist, sie startet lieber in Hannover als beim Boston-Marathon. Da klingeln dem Veranstalter hier ganz sicherlich die Ohren. Und sie hat schon mal gepostet, wie sie hier heute an den Start gehen wird. Nämlich, man staune, in wirklich knappen Höschen, auch kurzem Top, aber immerhin mit Armstulpen. Jan, viele der Läufer waren im Trainingslager vorher. Rabea war in Portugal, Hendrik war bis gestern, vorgestern, glaube ich, in Kenia. Was macht denn dann diese Kälte heute mit denen? Also das ist schon eine richtige Nummer, ne? Und eine große Umstellung auch. Aber das weiß man einfach gerade, wenn man in der Spitze unterwegs ist, dass sowas immer wieder passiert. Auch so ein Wetterumschwung, ne? Vor 5 Tagen irgendwie noch gefühlt 20 Grad, jetzt hier eher so gefühlt 0. Ne? Aber die können sich darauf einstellen. Im Freizeitsportbereich, da ist es teilweise fast noch schwieriger, ne? Weil die nicht ganz so die Erfahrungen haben dann auch oft. Und trotzdem ist es aber medizinisch völlig in Ordnung, bei diesen Temperaturen laufen zu gehen, auch als Laie, ja? Keine Frage, ja, ganz okay. Klar. Es ist die Frage der Klamotten. Und wie gesagt, die meisten wissen, was sie da zu tun haben. Im Freizeitsportbereich vielleicht lieber ein bisschen wärmer anziehen. Und dann geht das auf jeden Fall sehr, sehr gut. Auch für jemanden, der direkt wie Hendrik Pfeiffer aus Kenia kommt. Ja, klar. Für uns unvorstellbar. Wir frieren immer noch 2 Wochen nach dem Sommerurlaub. Aber die Jungs und Mädels, die können das. Und wir schauen auf Hendrik Pfeiffer, wie gut er mit der Kälte nun wirklich zurechtkommt. Das werden wir gleich sehen. Er ist der klare Favorit hier auf der Marathonstrecke für die Deutsche Meisterschaft. Und im vergangenen Jahr, da hat es ihn ziemlich heftig erwischt. Corona mit allem, was dazugehört. Also Geschmacksverlust und Rückenschmerzen und hohes Fieber. Ihm ging es überhaupt nicht gut. Deshalb freut er sich umso mehr, dass er endlich wieder laufen kann. Und ist unter anderem zum Marathon umgestiegen, weil er das Publikum so liebt. Und das ist natürlich auf der Bahn so ein bisschen weiter weg. Mal sehen, wie es ihm hier heute gelingt. Elli Hürer hat auch ihn getroffen. Es soll seine große Bühne werden. Sein Rennen. Hendrik Pfeiffer, 29 Jahre alt, vom TV Wattenscheid. Total fokussiert und nicht nur das. Ich freue mich einfach drauf. Gerade auch nach der langen Corona-Zeit, wo es ja immer auch alles irgendwie so Sportveranstaltungen light waren. Aber auch von der Leistung her, ich habe halt meine Hausaufgaben gemacht. Und zwar in Kenia. Insgesamt 3 Monate war der Bochumer dort, so lang wie noch nie. Intensives Höhentraining. Er ist in Bestform angereist, direkt aus Afrika, von muckeligen 25 Grad ins frostige Hannover. Der Temperaturunterschied groß. Ich bin meinen Debütmarathon 2016 in Düsseldorf auch bei 3 Grad und sogar Hagel gelaufen und bin da Olympianorm gerannt. Das heißt, ich kann auch Kälte. Und in der hat er einiges vor. Mein Ziel ist zweigeteilt. Beide Ziele sind gleich gewichtet. Einmal ganz klar den Titel gewinnen. Wäre mein erster DM-Titel, hat für mich einen ganz großen Stellenwert, wenn ich es schaffen würde. Gleichzeitig aber auch die Zeit zu schaffen für die Europameisterschaft, die ich brauche. Die liegt bei 2 Stunden 14.30. Doch Pfeiffer peilt eher eine 2:11er-Zeit an. Sein Trainer traut ihm die auch zu. Ja, er hat das ja schon mal gemacht und ist ja auch schon sehr oft gute Marathons gelaufen. Ja, warum nicht? Klar. Dass er es drauf hat, hat er schon oft bewiesen. Den Kölner Marathon 2-mal gewonnen. Düsseldorf auf dem Treppchen. Seine Karriere aber voller Rückschläge. Achillessehnenprobleme, Fersenverletzung, OPs, Reha, Corona. Im vergangenen Jahr schaffte er es endlich zu Olympia, wird 50. Doch eins fehlt noch in seinem Steckbrief. Ich habe halt schon viel erreicht, wie Olympia oder so, aber immer noch kein Gold. Und das heißt, die Zeit ist jetzt reif dafür. Nämlich für seinen ersten nationalen Titel. Und die Ansage von Hendrik Pfeiffer an die Konkurrenz ist deutlich. Ich nehme die Favoritenrolle am Sonntag an. Ganz klar, mit meiner Bestzeit stehe ich halt einfach vorne. Und da bin ich auch der Mann, der geschlagen werden muss. Und da sollen sich die Leute mal versuchen, die Zähne auszubeißen. Ja, mit großem Selbstbewusstsein Hendrik Pfeiffer hier vor dem Start. Hat er überhaupt ernsthafte Konkurrenz heute? Also normalerweise, wenn er seine Form hier auf die Straße bringt, dann müsste er es hinkriegen. Ne? Aber das ist ein Marathon, ja? Das ist hier kein Kindergeburtstag, ne? Sondern da muss man wirklich diese 42 Kilometer auch einfach super hinbekommen. Und gerade mit dieser kurzfristigen Anreise aus Kenia, das ist immer auch so ein bisschen tricky. Mal gucken, was die anderen machen. Frank Schauer, Tobias Blum, ne? Da ist schon auch was ganz Gutes dabei, auch so direkt dahinter. Also es wird sehr, sehr spannend einfach heute, ganz klar.
Wir freuen uns auf ein spannendes Rennen, freuen uns auf dich natürlich als Co-Kommentator und auch als Experte. Und Jan Fitschen ist nicht nur Experte für uns, er ist auch Experte für Sie. Denn wir haben mal wieder für alle Laufbegeisterten einen Extra-Service eingerichtet. Sie können Ihre Fragen stellen über ndr.de Sport. Fragen rund ums Laufen, diese werden dann hoffentlich beantwortet von Jan Fitschen und von unserem Reporter Ralf Scholz. Ich darf dich in die Kabine zu Ralf schicken. Und wenn Sie schon mal eine Marathonübertragung im NDR gesehen haben, dann wissen Sie, dass wir nicht nur eine Person hier im Start-Ziel-Bereich stehen haben, sondern wir haben natürlich auch diverse Kolleginnen und Kollegen entlang der Strecke. Und die Strecke stellen wir Ihnen jetzt genauso vor wie die Kollegen. Los geht's! Ja, los geht es hier am Neuen Rathaus runter zum Niedersachsenstadion, der Heimat von Hannover 96, entlang des Maschsees, das linke Ufer hinaus durch die Wilkenburger Straße, zurück durch die lange Hildesheimer Straße, quer über den Südschnellweg bis zum EGD, den Egidientorplatz. Und genau dort steht meine Kollegin Elli Hürer und hüpft wahrscheinlich gegen die Kälte. Nö, sieht ganz entspannt aus. Ja, ist noch entspannt. Und hier auf dem Egidientorplatz oder kurz Egi, wie die Hannoveraner diesen Platz ganz liebevoll nennen, haben wir perfekte Sicht auf diese lange Hildesheimer Straße. Und die ist wirklich lang. 6 Kilometer geht es da nur geradeaus. Das kann schon sehr kräftezehrend sein. Und wenn es dann noch Gegenwind geben würde, dann wird es richtig zermürbend. Aber ich kann sagen, hier sind so Wetterfähnchen, Windfähnchen. Das sind alles nur Attrappen. Steife Brise ist heute nicht, aber trotzdem ganz schön kalt. Und ich bin mir aber sicher, wenn die Läuferinnen und Läufer hier später vorbeikommen, dann sind die auf Temperatur. Und damit ich bis dahin nicht eingefroren bin, halte ich mich auch ein bisschen in Bewegung. Ja, danke, Elli. Weiter geht's auf der Strecke über den Kröpke. Vorbei am Hauptbahnhof über die Berliner Allee bis zur Musikhochschule am Emmichplatz. Und dort biegen nicht nur die Halbmarathonis ab, dort steht auch Ben Wozni. Und du, Ben, hast das große Privileg, bei dir kommen die Läufer gleich zweimal vorbei. Absolut, Sandra. Und wir biegen auch nicht ab. Das ist das Besondere hier. Zweimal bei Kilometer 16 und bei Kilometer 27. Die Läuferinnen und Läufer kommen aus der Stadt heraus und laufen dann hier Richtung Grüne Lunge in den Stadtwald, die Eilenriede. Wer da nicht mit Affenzahn durchlaufen möchte, kleiner Funfact am Rande, der kann auch gemütlich wandern. 80 Kilometer Wanderwege gibt es da. Dann kommt es auf derselben Strecke wieder zurück, die lange gerade hier runter. Und dann geht es rein in die Liste. Da wird auch eine Menge los sein. Da sind wir bei Kilometer 27. Und wenn wir da den Läuferinnen und Läufern so richtig in die Augen gucken, dann werden wir, glaube ich, schon Hinweis darauf haben, wie das Rennen hier heute ausgeht. Wir freuen uns auf den tiefen Blick in die Augen und schauen noch mal auf die Strecke. Ben hat es gerade schon erklärt, nach dem Ausflug in die grüne Lunge der Stadt, die Eilenriede, geht es dann zurück durch die Oststadt, über die Zellerstraße und die Jakobistraße ins lebendige, bunte Herz der Stadt, auf die List. Und dort am Moltkeplatz steht mein Kollege Alexander Kobs und kann das Spiel nicht lassen, ich wusste es. Ja, wir müssen so ein bisschen natürlich auch in Bewegung bleiben bei diesen Temperaturen. Ein bisschen Tischtennis hier am Moltkeplatz, wo Sport insgesamt groß geschrieben wird. Nicht nur Tischtennis, sondern neben uns auch ein Basketballcourt, ein Bolzplatz und hinten ein relativ neuer Spielplatz, wo nachher auch relativ viel los sein wird. Denn die Strecke, die verläuft genau hier neben uns, Kilometerpunkt 31. Wir rechnen so ab 10:30 mit der Spitzengruppe und spätestens dann sehen und hören wir uns auch wieder. Und dann wird der Spielplatz auch voll sein. Danke, Alex. Nach der Stippvisite auf der List geht es noch mal kurz in einer Schleife Richtung Süden und dann zurück bis kurz vor dem Mittellandkanal, dann wieder in die Stadt bis zu den Herrenhäuser Gärten, vorbei an der Leibniz-Universität, bis man die lange Zielgerade bis zum Ziel erreicht, wieder hier vor dem Neuen Rathaus. Das sind die 42,195 Kilometer von Hannover. Ja, und wenn mal kein Reporter an der Strecke ist, dann sind sie trotzdem nicht allein und die Läufer auch nicht. Denn dann ist Fabian Wittke, unser Mann auf dem Motorrad, dabei. Fabian, wie geht's von Temperaturen? Ihr habt ja noch mal Fahrtwind. Wunderbar, ich habe hier so einen herrlichen Feuerstuhl hier. Also noch ist mir nicht kalt, aber ich kann mir vorstellen, dann später beim Fahrtwind schon. Also Rabea Schöneborn läuft um die 17 Kilometer pro Stunde, Henrik Pfeiffer um die 19. Ich glaube, dann da gibt's pfeifert Wind. Mir auch so ein bisschen der Wind um die Ohren. Ja. Du warst gerade für ein Filmprojekt mehrere Wochen auch in Kenia. Wie ist das für die, wenn man aus den Temperaturen wiederkommt? Jan hat gerade gesagt, das macht nichts aus, aber es ist doch eine Riesenumstellung.
ist eine Riesenumstellung auf jeden Fall. Man muss sich nicht nur auf dieses Moin Moin oder Moin oder Hallo hier in Hannover umstellen, weil da heißt es Jumbo Sana und es gibt puffend aufstaubende rote Strecken, rote Erde auf 2400 Metern über dem Meeresspiegel, sondern natürlich auch 24, 25 Grad, herrliche Trainingsbedingungen, wunderbar. Und dann kommt man hier, so wie Henrik Pfeiffer, erst am Freitag an und das ist natürlich eine riesengroße Umstellung. Der läuft normalerweise auch gerne oberkörperfrei, auch das nicht, das lässt heute, er heute sogar eher mit Mütze und Armlingen. Auf der anderen Seite ist er natürlich Profi und von daher, glaube ich, wird er das schon hinbekommen, genauso wie auch Rabea Schöneborn. Fabian, wir freuen uns, dass du die Läufer auf der Strecke begleitest und wer sie natürlich noch auf der Strecke begleitet, das ist unser Reporter Ralf Scholt und unser Experte Jan Fitschen und zu den beiden geben wir jetzt ab. Ja, herzlichen Dank und natürlich auch guten Morgen von unserer Stelle. Und ich muss sagen, es wurde viel über Temperaturen gesprochen heute Morgen. Also ich habe sehr viele lachende Gesichter gesehen. Es ist ja viel besser, als viele erwartet haben. Und Henrik Pfeiffer, das weiß Jan Fitschen ja genau, startet nur deshalb nicht oberkörperfrei, weil die Nadeln sonst ein bisschen in die Haut stechen würden. Ja? Genau. Das ist ja der einzige Grund. Denn im Prinzip, Jan, müssen wir ja schon sagen, eigentlich ist es ein perfektes Laufwetter heute Morgen. 5 Grad mehr fände ich persönlich schön. Ja, ja, ich habe gerade draußen gestanden. Sonne, genau, ja, das kommt. Aber ansonsten so für die Stimmung ist es genial. Das Licht ist jetzt richtig toll. Ne? So super windig ist es auch nicht. Ne? Es kann auf der Strecke auch an verschiedenen Stellen noch mal anders sein. Aber ja, man kann heute sehr schnell laufen, glaube ich. Absolut. Vor allen Dingen haben ja viele im Laufe der Woche gedacht, das wird eine Wintersportveranstaltung und das ist es bei weitem nicht, sondern schauen Sie sich die ersten Bilder an, die Sie schon gesehen haben, auch bei Sandra Mahn. Das ist halt einfach eine ganz tolle Veranstaltung, so wie wir es uns alle gewünscht haben für diese 30. Auflage. Es gibt noch eine ganz kleine Wartepause hier vorne vor dem Start, weil die Strecke noch nicht freigegeben worden ist. Also irgendwo wird offensichtlich noch ein PKW geräumt oder irgendein Hindernis beseitigt oder eine Absperrung aufgestellt. Also so eine ganz kleine Verzögerung ist da heute Morgen drin. Und als erstes gehen dann traditionsgemäß die Handbiker auf die Strecke. Ja, normalerweise sehen Sie hier Tim Tonder, der gerne mit dir, Jan, zusammen den Hannover-Marathon verfolgt. Der ist leider krank geworden. Gute Besserung. Und ich hoffe, wir können nicht nur ihm, sondern Ihnen allen zu Hause eine wunderbare Veranstaltung bieten. Denn das ist eigentlich hier bereitet. Deutsche Meisterschaften, ein besonderes Flair, besondere Starterlisten natürlich auch in allen Altersklassen, muss man ja auch sagen. Also nicht nur in der Elite bei den Männern und Frauen, sondern in allen Altersklassen. Da sind halt einfach 450, 500 Leute zusätzlich zu dem normalen Starterfeld dazu. Das ist schon eine Auszeichnung und es ist eine tolle Bühne. Ja, super. Ne? Und dann gibt es auch noch so Sachen wie Mannschaftswertung. Das heißt, man startet dann wirklich mit dem Team seines Vereins gemeinsam. Jeder kämpft nicht nur für sich, sondern auch für die anderen. Ja. Nochmal ein zusätzlicher Anreizen. Und wenn die Athletinnen und Athleten jetzt hier stehen, da im Zielkanal, da ist Anspannung, da ist Vorfreude, da ist auch manchmal so ein bisschen Panik, aber ja, alle sagen einfach nur, schön, dass es endlich wieder losgeht mit solchen Laufevents. Ja, und wir haben schon die erste Frage bekommen aus unserem Social Stream, freuen wir uns natürlich sehr drüber, wie die Corona-Maßnahmen sind. Sie wissen das ja vielleicht alle, ab heute ist ja eigentlich alles wieder freigegeben und die Masken sind nicht mehr verpflichtend, aber es sind sehr, sehr viele Leute hier noch mit Masken, weil es ist dringend angeraten, nach Möglichkeit möglichst lange die Masken noch zu tragen. Deshalb sehen wir gerade auch im unmittelbaren Startbereich doch relativ viele Läuferinnen und Läufer noch mit den Masken. Ich finde es eigentlich auch eine ganz gute Nummer, weil die Ansteckungsgefahr ist weiterhin sehr hoch. Ja? Keine Frage. Also an der frischen Luft hier sicherlich deutlich weniger noch als irgendwie an Innenräumen. Aber gerade am Start noch mal kurz die Maske aufzulassen, tut eigentlich nicht weh. Ich würde sie dann relativ schnell, sobald ich losgerannt bin, dann zur Seite schmeißen. Ja, aber hier im Startblock macht das auf jeden Fall Sinn. Also normalerweise würde man bei den Temperaturen jetzt einen Schal über den Mund ziehen. Ja, also das ist ja, aber jetzt kommt der Countdown und damit der Start zumindest für die Handbiker vorneweg. So, und die sind auf den Weg geschickt. Damit also ist die Veranstaltung der Hannover Marathon offiziell eröffnet. Aber das Trippeln und Trappeln und das nervöse Hin- und Her-Schaukeln im Läuferinnen- und Läuferfeld ist damit noch ein bisschen hektischer geworden. Ja, doch schon. Relativ viele Menschen hier an der Startlinie. Wunderbare Kulisse. Die Top-Läuferinnen und Läufer werden jetzt hier in den unmittelbaren Startbereich geführt. Und
Wir haben ja nicht nur ein genaues Auge drauf geworfen, Jan, sondern mit dem einen oder anderen noch gesprochen heute Morgen. Ich habe das Gefühl, dass sowohl Rabea Schöneborn als auch Henrik Pfeiffer ihre Favoritenrolle voll annehmen und das auch selbstbewusst artikulieren. Gefällt mir eigentlich gut, dass jemand sagt, nee, komm hier, ich will das Ding gewinnen. Ja. Gefällt mir auch sehr gut, aber man muss auch zugeben, hier von der Papierform her zumindest, sind die beiden ja so stärker einfach als die Konkurrenz. Da sollten sie auch wirklich eine etwas große Klappe, also positiv gesehen, haben. Aber natürlich, nach wie vor, es ist Marathon, ja, es ist ein Meisterschaftsrennen, man weiß nie, was passiert. Und naja, manchmal ist es auch ein bisschen Show vorher, man darf der Konkurrenz ja auch nicht zeigen, dass man vorher Angst hat, ne? Ist auch ganz klar. Ja, hier vorne Nick, ne? Nick Ilo haben wir da und dann ist der Fokus wieder auf Rabea Schöneborn, die das mit dem Trikot der Marathon Berlin Crew da auch sehr selbstbewusst spielt. Links daneben Frank Schauer haben wir schon angesprochen mit der Mütze. Er will auch erst mit der Mütze loslaufen, ist eine Wollmütze. Aber das ist natürlich auch eine individuelle Geschichte. Kälteempfinden ist was sehr, sehr Individuelles. Also mir ist jetzt nicht so kalt, obwohl wir hier auch viel draußen waren heute Morgen und da war noch unter Null. Jan sitzt mit Decke hier, so ist halt jeder ein bisschen anders, ne? Ich war ja auch gerade bei der Sandra noch draußen, da hast du schon hier schön gemütlich in der warmen Kabine gesessen. Ja, so ist das. Ne? Jeder, wie er es verdient. Ne? Aber wenn man jetzt so wie Henrik aus der Höhe kommt, ist natürlich schon eine krasse Umstellung, weil er ist jetzt ja wirklich unmittelbar erst vorher angereist. Rabea war zu Hause in Berlin, da war es in den letzten Tagen. Du bist in Berlin gewesen, weil dort ja auch heute ein großer Halbmarathon ist. Auch sehr frostig. Was ist jetzt besser? Letzten Endes ist das hier in Ordnung. Also das hier ist in Ordnung, da kann man gut rennen. Wie gesagt, der Wind ist immer noch so ein bisschen der Faktor jetzt, ne? Aber wir haben keinen Regen dazu, also das passt. Da kann man wirklich gute Leistung abliefern und ich glaube, das werden wir gleich auch sehen. Ne? Da werden wir schon ein richtiges Feuerwerk hier einfach auf die Straßen Hannovers hier gezaubert kriegen und ich freue mich einfach total, dass es jetzt losgeht. Ja, wir sind immer noch in der Verzögerung, ja? Also die Strecke offensichtlich immer noch nicht frei, auch wenn hier schon die Zeigefinger an die Handgelenke gehen, damit jeder seine Uhr abdrücken kann und jede die genaue Zeit hat. Der Blick auf die nervösen Beine und jetzt geht's los. Hannover Marathon ist eröffnet, die 30. Auflage, wir haben es gehört, also auch noch zum Jubiläum wieder ein großes Starterinnen- und Starterfeld. Und wir sagen es nochmal, es sind sehr, sehr gute Laufbedingungen. Die Temperatur wird bis auf 6, 7 Grad hochgehen, ist praktisch ideal. Vor allen Dingen auch für die vielen Freizeitathletinnen und Athleten, die dann gleich noch folgen. Ja, diese Bilder, die haben wir einfach viel zu lange jetzt gar nicht sehen dürfen. Ne? Einfach wirklich viele Läuferinnen, viele Läufer, die gemeinsam an den Start gehen. Zuschauer am Streckenrand, die sich freuen, die unterstützen, die jubeln, die sich jetzt hier auch noch ein bisschen warm klatschen vielleicht. Ich bin einfach glücklich, dass das wieder so möglich ist jetzt hier gerade. Und ja, das sieht man an den Gesichtern, glaube ich, auch. Ich bin nicht der Einzige heute. Absolut. Es kam übrigens auch schon die Frage, Jan, wie fit du noch bist. Ja? Wo ungefähr könntest du noch mitlaufen hier? Also hier könnte ich noch mitlaufen, weil die sind noch nicht so lange unterwegs. Ich weiß im Moment tatsächlich gar nicht, ob ich einen Marathon am Stück schaffen würde überhaupt. Ich trainiere 2-3 Mal die Woche, was gerade so geht. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, dann zwickt wieder die Wade. Ich bin einfach ja begeisterter Freizeitläufer mittlerweile, aber die großen Ambitionen für sowas, das ist ein bisschen zu aufwendig. Das kriege ich leider schon seit ein paar Jahren nicht mehr so richtig auf die Reihe. Ja, wir sehen schon sehr schnell mit den roten Startnummern, das sind die Tempomacher und dahinter hat sich dann schon gleich eine kleine Gruppe sortiert. Henrik Pfeiffer mit der blau-schwarzen Mütze an der dritten Position, damit wir Ihnen nochmal die Orientierung geben, wo hier unsere Favoritinnen und Favoriten sich aufhalten. Bin gespannt, wer mitgeht, bin gespannt, was für eine Gruppe sich hier bildet. Henrik Pfeiffer hat gesagt, nicht so super aggressiv anlaufen, sondern eher die Ziele im Auge behalten, Deutscher Meisterschaft, Titel gewinnen, aber eben auch die Qualifikationsnorm. Er hat nämlich keine Qualifikationsnorm. Seine Zeit, die zu den Olympischen Spielen geführt hat, ist nicht mehr qualifikationswürdig für die Europameisterschaften in diesem Jahr ja in München. Ein sehr, sehr attraktives Ziel natürlich für alle deutschen Läuferinnen und Läufer.
Gerade im Marathon ist natürlich München auch besonders spannend, weil da natürlich, man rennt durch die ganze Stadt. Das heißt, man kann wirklich auch von der ganzen Stadt gesehen werden. Man muss keine extra ins Stadion fahren, sondern ja, genau wie hier, die Leute stehen am Streckenrand. Ach nee, das sind die Starter in der nächsten Startreihe ja, hier. Ich kann sagen, na klar. Das sind zwar irgendwie jetzt auch noch Zuschauer, aber das gleich ist geht's los. Die nächste Startwelle. Ja, genauso intensiv vorbereitet und trainiert, weil wir sind ja hier noch im sehr guten Leistungsbereich. Ja? Eine der klassischen Zielläuferinnen und Läufer mit den gelben Luftballons. Das müsste die 3-Stunden-Gruppe sein, wenn ich das richtig gesehen habe. Das ist schon sehr ambitioniert, genau. Ja. Die Zug- und Bremsläufer nennt man die dann immer, die mit diesen Luftballons unterwegs sind. Orientierungshilfe für die anderen. Klar guckt jeder auch auf die Uhr. Zack und los geht's. Aber so ein Ballon von einem erfahrenen Läufer, einer Läuferin gezogen, die dann sagen, ich helfe hier dem Team vor allem, laufe nicht nur für mich selbst. Das ist eine Riesenhilfe auch, diese Unterstützung. Ja, ist natürlich für alle, die eine Zielzeit haben, ja. Unter 2:30, unter 3 Stunden, unter 3:30, unter 4 Stunden, das sind ja so die Klassiker. Ja, dass man immer so die nächsten großen Halbstundenbarrieren bricht, sind diese Zielläufer extrem wichtig. Ja, erster Blick auf die Arena, Hannover 96, gestern unentschieden gespielt, jetzt zweimal Auswärtsspiel, nächste Woche auch in Aue. Und der erste Blick auf die Frauengruppe, da sehen wir schon, dass sowohl Rabea Schöneborn dabei ist, aber ich habe da auch schon Dominika Meier gesehen in der zweiten Reihe mit dem weißen Oberteil. Debütantin auf der Marathondistanz, die Läuferin aus Regensburg. Aber ich schätze sie relativ hoch ein und sie ist auch eine der Läuferinnen, die mir gefällt, weil sie offensiv und selbstbewusst ihre Ziele formuliert und auch angeht, wie wir hier sehen. Genau, und auch die haben super Tempomacher hier dabei, ne? Unter anderem hier der Steffen Udischka, auch ein früher sehr, sehr guter Hindernisläufer, der jetzt einfach auch wie ein Uhrwerk genau als Pacemaker dabei ist und eben Simon Boch, der selber ein exzellenter, daneben auch hier für die Regensburger am Start, der auch ein exzellenter Marathonläufer ist, der hat da also letztes Jahr was abgefackelt, das war irre, bei ganz schwierigen Bedingungen, fast im Alleingang, eine super Marathonzeit und da kommt auch noch mal richtig was, also das Gesicht auf jeden Fall auch merken für die weitere Saison. Ja, Rabea hier in der Mitte. Schauen wir mal ganz kurz da so in Richtung See runter und werfen mal einen Blick auf die Fahnen, weil das könnte noch ein Faktor werden, wenn die Sonne ein bisschen höher kommt. Bis jetzt ist es so ganz leichter Wind, ja, der aus Westen kommt. Dürfte eigentlich beim Streckenprofil hier in Hannover keine große Rolle spielen, aber wenn sich das entwickeln würde, in den letzten Tagen war das halt auch ein sorgenvolles Thema der Topläuferinnen und Läufer. Klar, wenn ich hier in Richtung Normen mich bewegen will, in Richtung wirklich ambitionierter Zeiten, dann spielt das natürlich eine Rolle auf einer Strecke, die im Prinzip relativ offen ist. Ganz klar, ne? Also flach ist es, aber Wind kann richtig, richtig nerven dann. Von daher drücken wir die Daumen, dass das in etwa so bleibt wie jetzt und nicht noch auffrischt. Zwei Tempomacher vorneweg, Henry Pfeiffer dahinter gut sortiert. Kleine Gruppe drumherum. Ja, Sie haben vielleicht gelesen, wenn Sie den Laufsport in Deutschland weiter verfolgen, dass hier der Fokus klar auf dieser Konkurrenz um die deutsche Meisterschaft geht. Aber es gibt natürlich trotzdem ein paar Meldungen, auch aus dem Bereich der kenianischen Läuferinnen und Läufer, die man nicht ablehnen wollte. Aber es hat hier jeder dann Startgeld bezahlt und eine Startnummer bekommen. Aber es ist nicht wie sonst bei vielen Stadtmarathons eine Elite-Verpflichtung vonstatten gegangen. Also insofern ist das hier eine sehr besondere Veranstaltung und ein sehr schöner Fokus auf die deutschen Meisterschaften bei den Männern und Frauen. Ja, da lacht man. Ich wollte gerade sagen, das ist das, was man sich als deutscher Athlet einfach wünscht, ne? Dass man nicht so 1000 Internationale dabei hat, an denen man vielleicht auch nicht vorbeikommt, sondern dass man selber einfach ganz, ganz vorne rennen kann, ja? Dass man das genießen kann, dass man da natürlich auch noch mehr Support durch die Zuschauerinnen und Zuschauer kriegt. Das ist speziell und das kriegt man leider ganz selten geboten. Also Dankeschön hier auch von der Stelle ans Team des Hannover Marathons, die das so organisiert haben hier. Ja, die Ruderer sind traditionsgemäß sehr früh unterwegs, aber die fahren hier, glaube ich, schon auch ein bisschen Spalier zum Marathon. Wunderbare Kulisse. Und es werden immer mehr Menschen an der Strecke,
das war in den letzten Tagen, als es ja geschneit hat, so gar nicht zu erwarten. Die Denise Krebs unterstützt uns hier die ganze Zeit mit Informationen noch vom Rande. Erste Kilometer für die Männer, 3:05, zweite dann 3 Minuten für alle Oberrunning-Nerds, die jetzt da draußen sind und da noch mal ein bisschen einen Zwischenstand haben wollen. Darum geht es auf den ersten Kilometern gerade für die Spitze, aber natürlich auch für alle anderen. Nicht überpacen, einigermaßen den Schritt finden, möglichst gleichmäßig reinrollen. Achtung, ja, wie man sich so einsortiert. Und ja, das scheint hier sehr gut geklappt zu haben bisher. Nochmal ein schöner Blick von oben, für uns die Gelegenheit, dann nochmal zu den Frauen zu gehen. Hier eine sehr kompakte Gruppe und man sieht schon, ja, der Mann mit der roten Brille, Steffen Udiska, das ist der Regisseur in diesen Frauenkonkurrenzen, ein extrem erfahrener Tempomacher, der das großartig macht, sehr viel kommuniziert, also jetzt auch nicht nur in das Feld rein mit den anderen Tempomachern, sondern gerne auch mit dem Motorradkamera, Mann oder mit Kolleginnen und Kollegen von uns. Also das macht schon Spaß, aber er ist wirklich ein Läufer, der exakt strich die vorgegebenen Zeiten laufen kann und das ist wirklich eine besondere Qualität. Kam schon vermehrt die Frage, deutsche Meisterschaften auf der Bahn nicht erlaubt, mit Tempomachern zu laufen. Hier ist das anders, weil es eingepackt ist in eine große Marathonveranstaltung. Da sind Konkurrenzen um die deutschen Meistertitel eben auch mit Tempomacherinnen und Tempomachern erlaubt. Und Steffen als Tempomacher natürlich auch immer sehr interessant, weil der hat sein Ziel hier, also wirklich das Ding zu kontrollieren für seine Athletin, hat er natürlich auch knallhart im Blick. Das heißt, auch wenn da irgendjemand anders mal, ne, man sieht das ja, es sind ganz viele andere Herren auch dabei. Ne? Und die drängeln, ne, oder? Genau, manchmal ist das so. Die wollen schieben dann. Genau, ne? Also ich würde sagen, hier im Moment sind sie alle sehr, sehr fair, aber gerade wenn es mal in eine Kurve geht oder sowas, wird es manchmal auch ein bisschen tricky. Und da, ne, also Steffen hat das so schön gesagt, beim ersten Mal sage ich nur, Vorsicht, Freundchen. Beim zweiten Mal gibt es direkt den Ellbogen-Check und wenn dann nochmal einer, ne, da irgendwie rumrandalieren sollte, dann gibt es richtig Stress mit Steffen und der kann auch echt böse sein. Ganz, ganz lieber Kerl, aber wenn es darauf ankommt, eieiei, mit dem willst du dich dann auch nicht anlegen bei so einer Aktion. So, der Schwenk wieder nach vorne. Klar zu erkennen, Hendrik Pfeiffer nimmt da vorne das Tempo in Richtung seiner Orientierung, sagen wir mal so grob in Richtung 2 Stunden 10, 11 Minuten an. Die zweite Gruppe mit den angesprochenen Markus Schöfisch, Frank Schauer, Tobi Blum, ja, Nick Ilo dahinter. Etwas defensiver, aber glaube ich auch, wenn man die Bestzeiten vergleicht, die richtige Herangehensweise, alles andere wäre hasardiert. Ja. Man muss sich einfach vorher entscheiden. Ne? Das ist so, wenn man sich nicht so richtig auskennt, denkt man vielleicht, ja, ach, probierst du doch, rennst du vorne mit. Aber man sagt so schön, am Anfang gewinnst du Sekunden, ne? Am Ende verlierst du Minuten, wenn du es übertrieben hast. Das heißt, eine gleichmäßige und vernünftige Renneinteilung ist ganz, ganz wesentlich. Ja, und für alle Expertinnen und Experten und an den Fragen, die wir im Social Stream bekommen, merke ich schon, es sind viele Begeisterte und vor allen Dingen kenntnisreiche Zuschauerinnen und Zuschauer schon an den Fernsehgeräten oder am Stream. Erster Kilometer war 3:05 hier bei der Spitzengruppe, der zweite 3:00 und der dritte dann in 3:17. Das ist schon unruhig, ja, weil das sind große Unterschiede in diesem Bereich. Das ist nicht gleichmäßig durchrollen, wie man das eigentlich hier gerne hätte in diesem Bereich des Rennens. Und nach 3:17 hat sicher jetzt hier auch einmal irgendjemand die Ansage geben, Leute, das ist zu langsam. Und schon zieht sich die Gruppe auseinander. Ja, das wundert mich auch, muss ich sagen. Ne? Weil also gerade hier mit den Pacemakern, zumindest mit dem einen, hat Hendrik jetzt die ganze Zeit auch gemeinsam in Kenia trainiert. Das heißt, eigentlich sollten die sich blind verstehen und da wirklich ganz, ganz nah beieinander auch sein. Also ich hoffe einfach, vielleicht hat doch mal irgendwie so eine Messmatte da falsch gelegen um irgendwie ein paar Meter. Denn das ist ungünstig. Das ist wirklich ungünstig, wenn da so große Diskrepanzen sind. Ja, vielleicht noch ein oder jetzt schon mal ein Wort zu dem Mann mit dem blauen Oberteil. Das ist Iob Solomon, der aus meiner Heimat, unserer Wahlheimat, ja aus dem Ruhrgebiet stammt, ist in Essen im Verein. Läuft hier für Eritrea noch, hat zwar das Ziel, deutscher Staatsbürger zu werden, ist er aber noch nicht und ist hier als Debütant unterwegs, hat noch keine Marathonerfahrung. Das ist ein mutiger Ansatz, den er wählt, ja, immer im genauen Schatten von Hendrik Pfeiffer.
Ja, man darf gespannt sein. Ne? Also mutig sind schon viele gewesen am Anfang, aber Marathon ist Marathon. Ich sag's immer wieder. Jetzt lass doch die jungen Menschen mal laufen. Ja, alles, ja? Alles gut. Ich bewundere das. Ich bin ja eher so ein Schisshase, muss ich leider zugeben. Ne? Also eher ein bisschen defensiver auch herangegangen immer an die ganzen Rennen und habe eben auch ganz oft richtig auf die Klappe gekriegt. Ne? Aber ich drücke natürlich und wünschte, dass das hier gut geht und dass auch der EOP hier gut durchkommt. Ja, nochmal zur regionalen Verortung. Jan, du bist ja Niedersachse, ja, also ne? Ursprünglich, genau. Ursprünglich gebürtig, herkommt, ja, ja. Und auch tief verankert ja hier in der Laufszene. Wenn du den Stellenwert dieses Marathons mal betrachtest, also das ist ja für Niedersachsen die größte Laufveranstaltung, ja, ein extrem wichtiges Sportereignis im internationalen Vergleich. Klar, es gibt die Major, also die ganz großen, die fetten Brocken, wie Berlin, wie New York, wie London etc. Wo gehört Hannover hin? Ja, das ist natürlich was anderes als jetzt irgendwie auch die ganz Großen in Deutschland, Berlin und so, ne, ganz klar. Aber es ist schon eine tolle Sache und gerade jetzt mit der Deutschen Meisterschaft auch nochmal, das ist einfach sehr, sehr wichtig. Ne? Und für mich früher, ne, ich bin in Osnabrück aufgewachsen, war das schon so, ne, oh, keine Ahnung, als 14-Jähriger mal in die Landeshauptstadt zum Niedersachsen-Kader-Training oder Niedersachsen-Meisterschaften hier nebenan in der Halle damals noch, ne, eher so 1500, 800 Meter gelaufen. Große Aufregung und deswegen, ja, es ist für mich auch was ganz Besonderes, hier sein zu dürfen, zum Marathon jetzt wieder zu sagen, ja, da warst du jetzt vor 20, 30 Jahren auch schon irgendwie unterwegs. Das ist sehr, sehr cool. So als Kader, also als junger Kaderathlet, so das Wochenende in Hannover war dann das Highlight, ja? Das war ein absolutes Highlight und dann war man immer so ein bisschen hin und her gerissen zwischen auch mal irgendwie da ein bisschen Schabernack treiben und ein bisschen, also nicht Moment, jetzt Moment, ausgehen Moment. Und Party feiern, aber auf der anderen Seite hart trainieren natürlich, gerade hier um den Maschsee, den wir hier immer sehen. Da haben wir legendäre Duelle gemacht auch und uns da also wirklich gebettelt und immer geguckt, wer ist der Beste auch im Training. Sehr schöne Erinnerung. Ja, das ist ja das Schöne auch an der Entwicklung in den letzten Jahren, vor allen Dingen bei den Frauen. Hier im schwarzen Trikot in der Mitte sehen wir nochmal Rabea Schöneborn. Da hat sich ja extrem etwas entwickelt. Das ist eine ganz tolle Leistungsentwicklung, die da stattgefunden hat. Eine hohe Dichte und das Rennen um die Plätze für die Europameisterschaft, da können immerhin 6 Männer und Frauen starten, ist halt wirklich sehr, sehr spannend und total eng. Das ist total verrückt. Ne? Es gab wirklich Zeiten, so auch gerade als ich noch unterwegs war, ist jetzt auch noch gar nicht so lange her, da haben wir keinen gehabt, der sich qualifiziert hat für internationale Großereignisse. Und jetzt ist es auf einmal so, man muss schneller sein als die anderen. Verpflegungsstelle haben wir gerade gesehen, ja, auch das, ne? Aufnahme von Wasser, von Kohlenhydraten, ganz wichtiger Punkt bei so langen Strecken. So viel trinken muss man nicht, weil es einfach etwas kälter ist als vielleicht sonst an vielen Tagen. Aber natürlich, ohne Wasser, ohne Flüssigkeit geht es hier nicht. Ja, das war auch eine Frage, die wir im Social Stream schon bekommen haben. Verpflegung bei diesen Temperaturen ist genauso wichtig wie sonst auch. Man vergisst gerne, ausreichend zu trinken, weil man nicht so ein Durstgefühl hat. Durch die niedrigen Temperaturen, du hast es angesprochen, ist nicht ganz ohne. Gilt weniger für die Top-Läuferinnen und Läufer, weil die sich schon an ihr Diktat halten und wissen, was sie tun, haben eigene Verpflegungstische etc. Also wer da vorbeiläuft, da ist dann irgendwas anderes. Man wundert sich auch da manchmal. Manchmal schon. Wenn man dann 5 Tage vor dem Wettkampf von den deutschen, einem speziellen deutschen Topathleten noch mal eine Nachricht kriegt. Jan, wie mache ich denn das jetzt am besten mit meinem Gel? So 5 Tage vor dem großen Rennen. Habe ich schon erlebt. Aber die meisten haben das sehr, sehr gut im Griff hier. So, jetzt geht es hier um die Kurve. Auch das immer. Ja, aufpassen, dass man da nicht noch mal irgendwie auf den Bordstein tritt. Und aufpassen, dass man auch den Kontakt nicht verliert zu den Tempomachern. Das sind immer so die Sachen, wo es noch mal ein bisschen tricky wird. Gerade auslaufen ist schwierig für den Kopf, um die Kurvenlaufen ist dann eben schwierig, so auch in der Gruppe. Ja, und weil wir das Motorrad mit Fabian Wittke da sehen, gehen wir doch mal runter, Fabian. Also für uns kam es jetzt so vor, dass es ein bisschen unruhig war von den Tempowechseln her. Was kannst du aus der Nähe beobachten? Ja, das habe ich auch beobachten können und auch darüber habe ich gestern noch mit Henrik Pfeiffer gesprochen in einem Telefonat, den einen angesprochenen Pacemaker, den längeren, der aus Sicht von Henrik Pfeiffer der rechte, der große, der ist einer, der hat das auch schon häufiger gemacht, aber der Pacemaker links vorne, der hat noch nie vorher ein Flugzeug betreten, also für den ist das nicht nur Neuland, sondern natürlich auch ein Klimaschock, wenn der jetzt aus den warmen vielleicht 24, 25 Grad runterkommt, die 2400 Meter alleine Meeresspiegelunterschied. Natürlich ist es nach Kenia noch ein bisschen mehr.
Dann muss man sich natürlich auch da erstmal einpendeln. Und Hendrik Pfeiffer selbst, der kennt diese Bedingungen, hat das 2016 beim Düsseldorf-Marathon schon erfahren. Also der kann sich auch auf die Kälte einstellen. Aber möglicherweise strugglen da die Pacemaker noch ein bisschen. Und übrigens die zwei schnellsten im Feld, da haben wir einen Konkurrenten aus Kenia, Muindi, und auch einen Mongolen, die beide eine 2,9er PB haben, also Bestleistung. Die müssen schon so ein bisschen fallen lassen. Also die sind möglicherweise mit dieser unruhigen Laufweise auch noch nicht zufrieden oder beziehungsweise können das nicht so mitgehen. Allerdings hat jetzt der letzte Kilometer wieder gezeigt, dass wir bei einer 3,05 sind, 3,06. Also die haben sich da wieder ganz gut eingependelt. Aber ihr habt es angesprochen, diese 3,17, wenn man eine 3,6 pro Kilometer angehen möchte, das ist natürlich eine große Diskrepanz und das sind viele, viele Sekunden, die man dann erst einmal wieder reinlaufen möchte. Vielen Dank für die unmittelbaren Eindrücke, vor allen Dingen was die Tempowechsel und diese ja doch schon ungewöhnt frühe Dynamik in der Topgruppe der Männer angeht. Ganz anders hier hinten, orchestriert von den Tempomachern vorne, die das hier sehr viel geräuschloser erledigen. Dahinter, das ist auch durchaus üblich bei gemischten Feldern, die Frauen dann doch meistens eingepackt in größeren Gruppen, hat Vor- und Nachteile. Ja, klar, Windvorteile, aber durchaus auch schon mal Nachteile, weil die sind nicht alle es gewohnt, so in Gruppen mit dem Tempo um die Kurven zu laufen. Also solche Sachen, ne, Berührung, mal in die Hacken treten, besonders unangenehm natürlich, kann aber vorkommen. Kann vorkommen, genau. Und es ist auch normal, dass es, wie gesagt, vielleicht einmal zwischendurch vorkommt. Aber tatsächlich, das ist dann eben einfach so eine Sache, da muss man sehr, sehr schnell kommunizieren, dass es bei einmal, bei zweimal vielleicht bleibt. Ne? Und dass man dann einfach souverän weiter sein Ding durchzieht und danach einfach mehr Abstand hält. Ne? Denn klar, ein bisschen näher dranbleiben ist immer schön. Windschatten ist nicht so entscheidend wie auf dem Fahrrad. Aber es ist einfach angenehmer, direkt dahinter zu bleiben, als mit einer Lücke von irgendwie 10 Metern. Und deswegen bilden sich natürlich auch jetzt hier wieder solche Felder. Und ganz klar, für einen Freizeitläufer, in dem Bereich muss man sehr, sehr ambitioniert sein als Freizeitläufer, ist das ein riesen Luxus, ne, dass man eben auch von den Edelhasen hier, die wir hier sehen mit den roten Startnummern, dann eben mit profitieren kann. Ja, aber das ist natürlich für die Läufer, die so um 2,30 rumlaufen können, immer ein Ziel. Ja? Ich gehe mal zur Frauenspitze. Da ist eine Kamera, da ist was los. Ja, da wird natürlich auch sehr, sehr gleichmäßig gelaufen. Das muss man auch genau sehen. Ne? Also Kamera ist eine Sache, aber die rennen halt auch für ihre persönlichen Bestzeiten einfach. Ne? Und ja, also so ein Tempomacher wie eben den Steffen oder den Simon, den gibt es halt einfach hier jetzt. Das ist echt edel, das ist richtig gut. Ja, für die Optik eine wunderbare Passage, aber für die Begleitfahrzeuge und die Motorräder nicht ganz einfach. Dieser etwas engere Weg hier in den Ausläufern. Aber das ist natürlich auch eine Qualität des Hannover Marathon, denn es geht eben nicht nur durch die Stadt, sondern hat eben auch diese grünen Passagen, wo man ein bisschen Ruhe einkehren kann. Und man sich wieder fokussieren kann. Letzte Kilometer war wieder 3,02. Ja, Vorsicht da bei diesen Einkehrungen von dem kleinen Weg auf die Straße zurück. Dann doch ein kleines Loch, wurde aber sofort vorne signalisiert. Also ein Traum von einem Sonntagmorgen für eine Laufveranstaltung, würde ich sagen. Und da haben wir hier auch mit weder dem Helikopter noch mit den Motorradkameras irgendwelche Probleme. Das ist doch auch wunderbar anzusehen. Vielleicht, weil man 5 Kilometer Zwischenzeit noch mal ganz gut einsortieren kann, ist jetzt schon eine Weile her, aber die sind in etwa bei 17,40 durchgegangen, 17,37, die Frauen und eben hier ihre Tempomacher und die Begleitläufer, die man da noch sieht, dafür noch mal so ein bisschen, damit man auch da eine Orientierung hat, wie schnell die hier unterwegs sind, immer schön der blauen Linie folgend, ja, die offizielle Vermessungslinie. Und ja, hier ist jetzt ein bisschen weniger los. Ne? Da geht es jetzt hier auch mal schön durchs Grüne. Ja, es ist immer noch der Hannover-Marathon. Aber hier ist es, wie gesagt, dann etwas gemütlicher auch. Ja, wie bestellt das Storchnest? Der Storch schläft noch. Sensationell. Da, wo die Welt noch in Ordnung ist, in Hannover hier. Ach ja, herrlich.
da möchte man jetzt spazieren gehen. Vielleicht nicht mit der Geschwindigkeit wie die Läuferinnen und Läufer hier, die haben da keinen Blick dafür, die sind etwas mehr unter Strom heute, aber ich finde, das lädt doch nochmal zu einem schönen Sonntagsausflug ein, natürlich erst nach unserer Übertragung. Ich wollte gerade sagen, so ab 12.03 Uhr. Genau. Ja, es kam noch eine Frage, warum nicht alle Top-Läuferinnen aus Deutschland und Top-Läufer hier an den deutschen Meisterschaften teilnehmen. Also parallel ist ja der Halbmarathon in Berlin, haben wir kurz angesprochen. Da werden zum Beispiel die Zwillingsschwester von Rabea Schöneborn, Debbie, starten und Katharina Steinruck, die im Moment beste der qualifizierten Damen und Herren für die großen Ereignisse. Aber zum Beispiel auch Richard Ringer, der sich noch auf einen anderen Marathon vorbereitet. Amenal Petros, der deutsche Rekordhalter, wird in Hamburg laufen, dann natürlich auch hier live im NDR-Fernsehen. Auch Simon Boch, den wir gesehen haben, macht hier, den sehen wir hier vorne mit der schwarzen Mütze, macht hier einen Vorbereitungslauf, ja, weil auch er wird nochmal starten. Und hier haben wir nochmal ein paar Eindrücke vom Social Stream, da kamen halt diese Fragen und Philipp Flieger wird auch in Hamburg laufen, läuft heute ebenfalls den Halbmarathon in Berlin. Also das ist ein bisschen verteilt logischerweise, jeder hat eine etwas andere Herangehensweise, aber das Ziel ist für fast alle, mit einer Ausnahme, die Europameisterschaften in München. Nur Johannes Motschmann, der hat schon gesagt, ich will unbedingt WM laufen, wenn ich es schaffe. Ja, der will nach Amerika, genau. Ja, genau. Also es ist tatsächlich im Marathon ein bisschen anders als jetzt bei irgendwelchen Bahnwettkämpfen. Ne, da ist es so, dass im Marathon, dass eine deutsche Meisterschaft einen noch höheren Stellenwert hat als im Marathon. Wenn du im Marathon was auf dich hältst, dann musst du auch ein bisschen gucken, wo wird vielleicht noch schneller gelaufen. Und letzten Endes auch, das darf man nicht vergessen, ja, irgendwo müssen auch hier die Top-Athletinnen und Athleten gucken, dass sie ihr Geld verdienen. Und da ja, ist es halt auch so, dass man ein bisschen schauen muss, wo gibt es ein entsprechendes Startgeld, Siegprämien und so weiter. Das heißt, wird natürlich nicht so gerne darüber gesprochen, aber auch finanzielle Überlegungen gehören dazu. Und ich glaube, das darf man auch keinem übel nehmen. Ne? Das ist einfach so eine Sache. Man muss dann Prioritäten setzen. Marathon im Normalfall zweimal im Jahr und nicht häufiger. Da kann man dann vielleicht nicht die deutsche Meisterschaft mitnehmen, auch wenn man es gerne möchte. Mit der weißen Mütze hier außen links, das ist Josvat Kiprop-Kiptis, auch Debütant, aber jemand mit einer exzellenten Halbmarathon-Bestzeit, knapp über einer Stunde. Also den müssen wir hier auf jeden Fall auch im Auge behalten, tun wir auch. Vor allen Dingen der Fabian Wittke, der nämlich jetzt neben dem Bundestrainer, Tono Kirschbaum, der frühere Trainer von Jan Fitschen, herfährt. Und vielleicht da eine kurze Einschätzung, Fabian, aus eurer Sicht. Genau so ist es und in diesen Sekunden verschaffen wir uns hier gerade mal ein bisschen Platz, sodass wir wieder mit den Motorrädern nebeneinander fahren können. Aber ich kann schildern, dass Tono Kirschbaum, mit dem ich gerade eben auch schon gesprochen habe, auch ein bisschen verwundert darüber ist, was wir ja auch schon thematisiert hatten. Jetzt müssen wir tatsächlich erst einmal die Läufer durchlassen. Jetzt wird hier die Straße ein bisschen enger, deswegen können wir mit den Motorrädern nicht mehr nebeneinander fahren. Jetzt ist es aber wieder soweit und jetzt zu meiner Rechten Tono Kirschbaum, ganz genau der Chef der Wattenscheider Gang, sage ich jetzt mal, um Amanal Petrov, um Nils Vogt und eben auch um den Henrik Pfeiffer, der hier um seinen ersten Elite-deutschen Meistertitel kämpfen wird. Tono, wie ist es? Ist es sehr unruhig da vorne im Feld und vor allen Dingen, wie kann sich das auswirken? Ja, es ist immer wieder etwas Unruhe im Feld. Man sieht es an den Zwischenzeiten nicht unbedingt. Aber die Pacer jetzt für Henrik, die hatten sich dann auch schon mal ein paar Meter verabschiedet. Aber jetzt läuft, glaube ich, wieder alles auf Kurs hier. Alles klar, also das soweit die Einschätzung von hier unten. Noch darf natürlich auch Henrik Pfeiffer, der große Favorit auf den deutschen Meistertitel, ich sag jetzt mal, keine Gesichter, keine Gesichtsmuskeln verziehen, noch keine aktivieren, noch muss das alles laufen nach Plan. Wie das dann so spätestens ab dem Halbmarathon aussehen wird, das verfolgen wir natürlich. Ja, die Bewegung hat aber stattgefunden, ja, wir haben es gesagt. Hier der Mann, der mit dem Debüt unterwegs ist, also zum ersten Mal sich halt auf diese Marathondistanz wagt und bewegt. Aber aufgrund der Unterleistungen, die er anzubieten hat, kann man ihm natürlich jederzeit zutrauen, in den Bereich von 208, 209 zu laufen, gar keine Frage. Macht sich jetzt hier alleine auf den Weg. Das ist für mich schon ein gewagtes Unternehmen. Aber klar, wenn ich das machen will und dahinter wird es vielleicht unruhig oder einfach zu langsam, dann muss ich irgendwann sagen, okay, ich nehme mein Herz in die Hand. Das ist so.
Und nicht vergessen, es geht ja nicht nur um die deutschen Meisterehren. Es gibt auch ein paar Mark zu gewinnen hier. Aber da haben wir uns ja auch schon sortiert, das ist jetzt nicht wie bei den Masters, wo es im Bereich in Richtung 100.000 Euro geht, sondern wir haben hier Start- und vor allen Dingen Ergebnisprämien. Und die bewegen sich im Bereich von 3.000, 4.000 Euro für die Siegerzeit, je nachdem, wie die Leistung dann ausgeht. Ja, Schallmauer sind 2 Stunden 10 Minuten. Und dann gibt es nochmal Sonderprämien für die deutschen Meister und deutschen Meisterschaften. Und das ist ja eine reizvolle Geschichte, dass es hier eben nicht nur um den Titel geht, sondern eben auch diese Sonderprämien gibt. Das veredelt halt nochmal die Konkurrenz um die deutschen Meisterschaften bei den Männern und Frauen. Ganz klar, ne? Und gerade so für so einen internationalen Läufer ist das dann eben hier auch wieder spannend, einfach mal nochmal eine Hausnummer auf die Straße zu zaubern. Gerade hier, ja, die Halbmarathonzeit 60:21, sehr, sehr stark, aber aus dem Jahr 2015. Ne? Und wenn man dann eben anderswo auch wieder Geld verdienen möchte, dann braucht man einfach gute Zeiten, dann braucht man einfach Ergebnisse, mit denen man sich quasi bewerben kann bei den großen Laufveranstaltern. Ne? Und deswegen hier jetzt auch diese Attacke von Josfat Kiprop Kiptis. Genau. Der jetzt hier Gas gibt und vor dem Feld herturnt. Bin mal gespannt, ob er das so durchzieht, wie das sich hier weiterentwickelt. Auch für uns natürlich eine Wundertüte so ein bisschen. Wenn die Bestzeiten schon lange zurückliegen, dann weiß man wirklich absolut nicht, was hat der Athlet jetzt gerade aktuell drauf. Ne? Denn naja, 2015 ist nun wirklich schon eine Weile her. Anderes Bild bei den Frauen. Sehr kompakte Gruppe. Die Tempomacher vorneweg. Ja, und auffällig Simon Boch, ne? Lange Hose, lange Arme, Mütze. Das ist halt für den genauso wie für den Tempomacher ganz recht. Mit der Startnummer 88, das ist Edwin Kemboy. Auch ein erfahrener Tempomacher. Das ist halt deutlich unter Tempo, ja. Der hat keinen erhöhten Puls bei dem Tempo. Das ist schon ein Tempodauerlauf für ihn oder etwas in die Richtung. Ne? Also normalerweise würde er tatsächlich selbst einen Tempodauerlauf, also einen sehr schnellen Trainingsdauerlauf, schneller machen. Aber genau, jetzt wird hier diskutiert, weil die Leute hier in der Gegend rumstehen. Aha, was war das jetzt wieder? Ich weiß nicht, ob das gerade der Streckenposten war, der für Unruhe sorgt. Das Motorrad war jetzt auch ein bisschen nahe dran. Da kommt dann Unruhe rein. Aber klar, ne? Also Simon, der kann sehr, sehr viel schneller laufen. Ne? Keine Frage. Deswegen ist er hier nicht im kompletten Race-Outfit. Und vor allem ist es für ihn natürlich auch ein gewisses Risiko. Wenn der sich jetzt heute hier erkältet, das wäre gar nicht gut. Ne? Sondern dann lieber ein bisschen auf Nummer sicher gehen und etwas wärmer anziehen. Eine Zwischenzeit kann ich auch noch mal nachmelden hier vielleicht oder einfach mal so als Orientierung. Den 7. Kilometer haben die Frauen in 3:24 zurückgelegt. Vielleicht für alle, die jetzt selber auch trainieren, ne? Probiert gerne mal, liebe Leute, zu Hause mal aus. Einen Kilometer in 3:24 da, ne? Auch wenn es flach ist, da hinzuknallen. Das ist echt hart. Das ist echt hart. Ja, die Spitzengruppe, genau, Spitzengruppe, aber weiterhin mit Rabea in der Mitte, Dominika Meier, haben wir gesagt, ambitioniert, ja, Mutter von 2 Kindern, dürfen wir auch nicht vergessen, 2 kleinen Kindern, 2 und 4, ja, werden von den Großeltern betreut an diesem Wochenende, aber das ist dann schon ein großes Familienunternehmen, ja, will unbedingt zu den Europameisterschaften in diesem Jahr, wir haben es gesagt, das ist extrem reizvoll, weil da eben 6 Läuferinnen dann startberechtigt sind, da wird halt eine Mannschaftswertung stattfinden und das ist ein enormer Reiz, im August dann in München laufen zu dürfen. Sie arbeitet auch noch als Polizistin. Ne? Also ist nicht so, dass sie jetzt irgendwie Vollprofi wäre und eben dann nur trainiert und nur 2 Kinder in Anführungsstrichen, was auch schon aus meiner Sicht mindestens ein Fulltime-Job ist, ne? Sondern dann auch noch Arbeit nebenbei. Also fragt der Mehrfachvater, der weiß, wovon er. Ja, 3 Kinder zu Hause, also puh. 30 Stunden pro Woche hat sie uns erzählt, arbeitet sie. Ne? Und das ist echt ein Brett, wie man so schön sagt. Also wow, Hut ab, Respekt. Wieder der Blick nach vorne. Ist wieder einen Hauch langsamer geworden. Deshalb setzt er sich jetzt hier auch nicht weiter ab, Josfat Kiprop, sondern hat jetzt diese 10, 15 Meter vor der Gruppe. Das ist eben genau dieses Überlegungsspiel. Ja, bleibe ich jetzt in der Gruppe, attackiere dann vielleicht ab Kilometer 25, Kilometer 30, Klammer auf,
was im Prinzip früh genug sein kann. Ja. Und mit dem Blick hier auf den Zwischenstand nach 10 Kilometern, das ist ein genau solides Tempo, genau dahin, wo Hendrik Pfeiffer hin will heute. Ja. Das ist sehr solide, ne? Das ist top von der Zeit her, aber es ist halt schön, wenn sowas gleichmäßig gelaufen wird, ne? Und nicht zwischendurch mal so 3,17er Kilometer dann dabei ist. Wie gesagt, ich habe das auch schon erlebt, dass diese Zwischenmatten nicht ganz exakt liegen. Das ist schon vorgekommen, dass in der Nacht irgendwer auf die Idee kam, da nochmal was umzubauen, ne? Und der Veranstalter hat das dann irgendwie nicht so richtig gemerkt. Ich hoffe, dass es so gewesen ist, aber ja, sie sind insgesamt auf jeden Fall auf Kurs und man muss auch sagen, es geht ja, wir haben es angesprochen, nicht um eine Personal Best jetzt, also um eine Bestzeit für Hendrik, sondern es ist eine Kombination. Wenn er heute schnell läuft, gut läuft und gewinnt, dann tanzt er heute Abend Samba. Ja, zum Samba-Tanzen oder zu jeglichen anderen Freizeitaktivitäten, der Blick rüber auf den Marschsee. Und wie immer wollen wir Ihnen ja auch die Sehenswürdigkeiten an der Strecke näher bringen. Das tun wir jetzt auch. Wo einst nur eine große Wiese lag, wurde 1936 Hannovers größte innerstädtische Wasserfläche eingeweiht. Der Marschsee ist für viele Bewohner das perfekte Naherholungsgebiet. Der 2 Kilometer lange künstliche See eignet sich unter anderem als Ruder-Regatta-Strecke. Seit über 30 Jahren ist außerdem das Marschseefest im Sommer ein Höhepunkt. Von Ende Juli bis Mitte August wird mit einem umfangreichen Bühnenprogramm gefeiert. Sportlich geht es auch direkt neben dem See zu. In der Arena von Hannover 96 können knapp 50.000 Zuschauer die Heimspiele des Vereins verfolgen. Das Stadion wurde in den 50er Jahren auf Schutt aus dem Zweiten Weltkrieg errichtet. Mehrfach war es Austragungsort bei Fußball-Europa- und Weltmeisterschaften. Zuletzt zur WM 2006. Ja, wunderbarer Blick und heute gibt es wirklich tolle Gelegenheiten bei dem Wetter, Postkartenbilder zu liefern von Hannover, von dieser Strecke. Und das müsste die zweite Gruppe bei den Männern sein, wenn ich das richtig gesehen habe. Hier sind wir bei der kompakteren Führungsgruppe der Frauen. Ja, nochmal die Orientierung da in Richtung der Verpflegungspositionen. Sowohl Dominika Meier als auch Javier Schöneborn wechseln jetzt rüber. Kriegen da ihre jeweiligen Flaschen entweder angereicht, so wie die Dominika Meier da gerade, oder greifen die sich von einem extra für die Topläuferinnen und Läufer vorbereiteten Tisch. Auch eine ganz wichtige Geschichte, dass man rechtzeitig seine Flasche abgibt am Abend vorher, damit die verteilt werden, damit jeder seine Flasche, also die Flasche bei Kilometer so und so, die Flasche bei Kilometer so und so dann steht. Manchmal sind da auch unterschiedliche Mischungen drin, dass man mal ein bisschen mehr Kohlenhydrate reinpackt, mal ein bisschen weniger. Auch das ist so logistisch immer ganz spannend, wer da was macht vorher und wie da die Prioritäten gesetzt werden. So, nochmal der Blick hier in die Spitzengruppe der Männer rein. Hendrik Pfeiffer mal aus der Nähe betrachtet. Hier haben wir ein bisschen Raum, dass wir auch in der parallelen Fahrt neben den Favoriten unterwegs sein können. Und so links hinter ihm auch ein ganz spannender Läufer. Das ist Baybawaf Ceven Rafdan. Ja, es ist ein bisschen ungewohnt für unsere Zungen, der Mann aus der Mongolei. Aber das ist einer derjenigen, die eine Bestzeit von unter 2 Stunden und 10 Minuten haben. Und dass er hier in dieser Spitzengruppe mitrollen würde, habe ich schon erwartet, weil das ist ein erfahrener Marathonläufer und der ist ja bis jetzt überhaupt nicht aufgefallen, sondern ist hier ganz ruhig mitgerollt in dieser Gruppe. Das zeichnet eben jemanden aus, der weiß, wie man so ein Ding angeht in diesem Tempo. Ja, das macht das Ganze nochmal deutlich interessanter hier auch, ne? Dass man da so ein paar Athleten hat, die eben doch ein ähnliches Niveau haben, eher vielleicht sogar ein etwas höheres Niveau auch als die anderen, ne? Und dann sind wir natürlich gespannt, wann geht es irgendwie los, auch mit Taktik, wann wird dann ein Ausreißversuch gestartet, wann kommt da einfach nochmal mehr Action rein, im Moment gleichmäßiges Rollen, Energie sparen, einfach versuchen, ein gutes, hohes Tempo hier durchzuziehen. Und ich freue mich natürlich immer besonders nach wie vor, wir haben ihn hier die ganze Zeit im Blick, sehr schön. Hendrik
Pfeiffer, mit dem ich selber noch zu meiner aktiven Zeit trainiert habe. Er damals als der junge Übermütige, der mich schon mal als den zahnlosen Löwen bezeichnet hat im Trainingslager. Ne? Werde ich nie vergessen, Freundchen. Ne? Irgendwann war ich dann sauer, als er auf einmal tatsächlich schneller lief als ich. Aber ist in Ordnung, ist in Ordnung. Mach du mal dein Ding hier. Ich gönne dir das ja schon auch ein bisschen. Also er ist nicht nachtragend, der gute Jan, aber er vergisst nichts. Richtig, ja. Richtig. So, einen Blick auf die Zwischenzeiten bei den Frauen. Ja, da haben wir nämlich auch noch eine kenianische Läuferin dabei in dieser Spitzengruppe, Chepkiash Ngurais, die wir auch da erwartet haben. Denn man hat ja immer so eine Idee von den Vorleistungen, die hier angeboten werden. Aber die haben wir noch gar nicht wahrnehmen können hier in dieser Gruppe drin. Dominika Meyer, Rabea Schöneborn haben wir gesehen. Auch eine Läuferin aus Kroatien, Matija Pavlov-Kostro, die große Probleme hatte mit ihren Sachen, denn die waren am Flughafen erst nicht da. Dann ist sie schon ins Sportgeschäft gegangen und hat sich nach Sportkleidung umgeschaut. Aber dann kam gestern Abend wohl sehr spät der Koffer noch an. Ja, man muss da aber so ein bisschen schmunzeln, ne? Weil eigentlich wird einem als jugendlicher Athlet sofort eingebläut, wenn du irgendwie unterwegs bist. Deine Wettkampfschuhe, die gehören entweder direkt an die Füße, auch im Flugzeug, oder eben ins Handgepäck. Und wenn dann eben der Koffer nicht kommt, dann hast du kein Problem. In dem Fall, ne, hatte die Gute dann eben doch ein Problem, weil der Koffer auf einmal verschwunden war. Und gerade die Schuhe, die müssen natürlich einfach perfekt sitzen. Das muss das gleiche Modell sein, das man eben gerne tragen möchte. Ne? Das muss einfach wirklich 1A funktionieren. Aber es ist dann alles gut gegangen, ne? Und das sieht man hier eben auch heute noch, dass sie hier jetzt mitrollen kann in dem Elitefeld der Frauen hier. Ja, kann gut so funktionieren. Und die Nervosität, die da natürlich auftaucht, dann am Tag vor dem Rennen, die scheint sie auch nicht sehr zu beeinträchtigen. Also in jedem Fall ist das hier auch eine sehr spannende Auseinandersetzung bei den Frauen, weil wir 4-5 hier in dieser doch größeren Gruppe drin haben. Das wird in der zweiten Streckenhälfte sicher dann noch sehr interessant zu beobachten sein. Und es kommen natürlich weitere Fragen, nämlich was für Schuhe sind denn hier gewählt? Ja, also Wahl der Waffen ist ja im Moment klar, Carbon-Schuhe müssen es schon sein. Das ist gar keine Frage heutzutage mehr. Aber es gibt natürlich Regeln, gerade in Bezug auf dann offizielle Meisterschaften, nämlich die Höhe der Dämpfung ist unterschiedlich bei den Elite-Läuferinnen und Läufern und bei den Amateurläuferinnen und Läufern. Denn die haben freies Spiel der Wahl, aber die Top-Läuferinnen und Läufer nicht. Denn da gibt es eine Einschränkung. Es ist inzwischen sehr kompliziert geworden, dieses Feld. Ja, weil da geht es um Millimeter hin und her. Also man muss schon, auch wenn man die Regeln durchliest, ein kleines Seminar Schuhkunde betreiben. Ja. Genau, ich hoffe, du fragst mich jetzt nicht, wie hoch die Sohle genau sein wird. Doch, frage ich. Ich habe es befürchtet. Ja, 40 Millimeter sind erlaubt bei den Top-Läufern. Ah, guck mal, Respekt, Respekt. Und das ist auch ganz witzig, dass tatsächlich auf der Straße die Schuhe eine dickere Sohle haben dürfen als auf der Bahn. Also auf der Bahn müssen sie noch deutlich flacher sein. Und eine ganz, ganz spannende Entwicklung in den letzten Jahren. Früher war es immer so, Rennschuhe, gerade auf der Straße im Marathon, ganz flach, ganz dünne Sohle, teilweise bretthart und wirklich sau unbequem. Auch da taten einem wirklich nach 20 Kilometern einfach richtig die Füße weh. Jetzt nicht nur durch diese Carbonplatten, die da mit drin sind, sondern auch durch die neuen Schaumstoffe sind die sehr, sehr angenehm zu tragen und ermöglichen auch, weil sie natürlich nicht nur im Wettkampf, sondern auch im Training eingesetzt werden. Diese Schuhe, dadurch, dass sie etwas komfortabler sind, ermöglichen mehr schnelle Trainingsumfänge und damit natürlich auch letzten Endes wieder bessere Wettkampfleistung. Also, wir reden ganz oft über diese schnellen Schuhe nur beim Wettkampf, aber auch dadurch, dass sie im Training einfach ja, die Belastung reduzieren. Auch dadurch sind diese Leistungssprünge in der letzten Zeit in der Spitze, aber auch im ambitionierten Freizeitsport zustande gekommen, ganz klar. Außerdem auch noch die Ernährung hat sich ganz, ganz stark verändert nochmal in den letzten Jahren. Da hat sich enorm was getan und das merkt man in Deutschland. Die Frauen waren noch nie so stark wie jetzt, die Männer waren noch nie so stark wie jetzt und international natürlich sowieso. Ja, und das strahlt natürlich in die gesamte Laufszene aus. Jeder orientiert sich und jeder schaut, na, muss ich nicht doch ein paar Carbon-Schuhe haben? Nein, muss man nicht. Ja, na klar, machen die schneller. Aber man sollte halt auch schon eine gewisse Geschwindigkeit haben. Man sollte mindestens auch einen vergleichbaren Laufstil haben. Also wenn man zum Beispiel stark über den Rückfuß läuft, also eher so einen kleinen Bremsstoß hat, dann wirken Carbon-Schuhe nicht. Ja, also man muss jetzt nicht Top-Läuferin oder Top-Läufer sein,
aber die haben übrigens auch einen stolzen Preis. Ja, und Frage der Fragen, ab welcher Geschwindigkeit ist das interessant, so ein Schuh? Da, schauen wir mal kurz zu Elli runter, denn du hast den besten Blick da auf die Spitzengruppe und vor allen Dingen auf die Stimmung. Da ist ja schon richtig was los am Egi bei dir. Ja, da ist richtig was los hier. Die Spitzengruppe der Männer ist jetzt gerade an mir vorbei gehuscht, muss man sagen. Also man merkt schon, die sind flott unterwegs, 19 km/h. Aber Tono Kirschbaum ist kurz angehalten. Ja, kurze Einschätzung, wie läuft es denn momentan? Also ein bisschen unruhig am Anfang, habe ich mitbekommen. Ja, aber so von der Gesamtheit läuft alles nach Plan, hat einen Plus von 15 Sekunden, also schneller. Im Moment sieht es noch sehr gut aus. Okay, also sind guter Dinge. Wie war denn der Hendrik? Optimistisch, ja. Sehr optimistisch. Wie war denn der Hendrik so vor dem Start drauf? Ja, wie sagt man dann? Konzentriert, fokussiert. Also er war natürlich nervös, ganz klar, aber sehr optimistisch auch. Und eine letzte Frage habe ich noch, weil er meinte, er ist ja direkt aus Kenia hierher gekommen. Er hatte keine Mütze im Gepäck, keine Handschuhe. Sie mussten ihm eine Mütze organisieren auf die Schnelle. Ja, so schwer war das aber nicht. So schwer war das nicht, aber die sitzt, die passt. Ja, ja, genau, das passt schon an. Alles klar, gut, okay. Dann gutes Gelingen noch. Bis später, ciao. Ja, vielen Dank. Das ist natürlich für so einen erfahrenen Bundestrainer wie Tono Kirschbaum dann doch, ich glaube, er hat immer so eine kleine Auswahl noch im Handgepäck, ne? Weil er kennt euch Läuferinnen und Läufer, ja. Der hat schon einiges erlebt mit uns, war ja auch mein Heimtrainer die gesamte Zeit quasi während meiner richtigen Spitzensportzeit. Ich bin 1998 zum TV Wattenscheid gewechselt, bis zu meinem Karriereende 2013 war ich immer Teil seiner Trainingsgruppe und er ist eigentlich ja schon, dürfte schon im Ruhestand sein, aber er kann es nicht lassen, trainiert eben jetzt nicht mehr ganz so viele Athleten wie früher, aber so seine Topstars, die hat er immer noch unter seinen Fittichen, fährt dann auch mal mit nach Kenia und macht hier und macht da und ich freue mich jedes Mal so, wenn ich ihn sehe mit seinem Grinsen, wenn er wieder lacht, ja, ich kenne das schon, da muss ich halt auch mal eine Mütze organisieren für meine Jungs. Ja, wobei ich das Gefühl habe, dass Hendrik Pfeiffer, der ja hier im Prinzip in kurz läuft, ja, sich da sehr wohl fühlt im Moment. Ja, also der optische Eindruck ist auf jeden Fall so, dass sein Rennen funktioniert. Ja. Und es ist ja immer die Frage, du machst eine Vorbereitung, du machst halt das Rausnehmen, ja, dieses Fokussieren hin auf diesen Tag und dann läufst du los. Und wann weißt du, ob es gut ist oder schlecht ist? Ziemlich sofort. Ne? Ja. Manchmal habe ich auch festgestellt, ich weiß es erst hinter der Ziellinie. Ein bisschen unangenehm, wenn man die ganze Zeit rennt und immer so, was passiert als nächstes und wie komme ich zum nächsten Kilometerschild? Also gerade Marathon, ne? Aber klar, im Moment läuft das prima. Da ist er jetzt auch einfach erleichtert. Ne? Im Prinzip mit jedem Meter, den du zurücklegst und wenn du merkst, es funktioniert, mit jedem Meter bist du einfach glücklicher, merkst du, okay, das funktioniert, der Plan geht auf. Ja. Zumindest sieht es so aus. Wir können nicht in ihn reingucken, keine Frage. Das kann in ihm ganz, ganz anders aussehen. Ne, aber ich habe auch den Eindruck, wie du gerade sagtest, das funktioniert gut. Hier wieder so eine Kurve, ne, dann ging kurz der Arm hoch, damit man da nicht noch gegen das Gitter knallt. Ne. Das sind so tricky Situationen, auf denen man wirklich dann ja, den Fokus nicht verlieren darf. Ne. Man konzentriert sich auf so vieles. Der Kopf ist immer da. Pace, passt das? Laufen mir die Tempomacher nicht zu weit weg? Vielleicht kriegt man ein bisschen was noch mit vom Streckenrand, ist dann wieder dankbar, dass man angefeuert wird. Das ist auch mental wirklich, wow, da ist einfach richtig, richtig Dampf dahinter und das ist ja eine riesen Herausforderung. Ja, und weil du es gesagt hast, mental, es gab ja durchaus im vergangenen Jahr so ein kleines Low bei Hendrik Pfeiffer, weil die Olympischen Spiele nicht so gelaufen sind, wie er sich das vorgestellt hat. Dann ist er der 50. geworden, war einfach nicht seine Vorstellung davon, wie das sportlich halt auch laufen sollte bei den Olympischen Spielen. Mal davon abgesehen, dass es ja eben auch nicht in Tokio war, an der eigentlichen Olympiastelle, sondern in Sapporo. Nicht so viel Olympia-Flair auch gestaltet von den Japanern leider. Ich kann mich noch gut an das Gespräch mit Hendrik davor erinnern. Da haben sie schon ein bisschen geklagt, dass sie so ein bisschen aussätzig sehr weit weg von dem Olympiageschehen waren. Und er hat da lange mit zu tun gehabt, hat er uns erzählt, ja, dass er sich da doch dann mal ein bisschen sammeln musste und ein paar grundsätzliche Fragen sich selbst gestellt hat und beantworten musste. Insofern ist das ein wichtiges Rennen für ihn, ja, weil es ist so das Wiederkommen nach einer doch nicht unwesentlichen Enttäuschung in einer sportlichen Karriere. Ja, also ich sag mal, rein von der Leistung her war das schon in Ordnung. Ich glaube, er hatte vorher, weil er eben auch, Hendrik ist wirklich so ein Up and Down, hat ganz, ganz exzellente Rennen schon hingezaubert, richtig, richtig gut, dann aber eben auch richtig auf den Deckel gekriegt, also alle Höhen und Tiefs mitbekommen. Und bei den Spielen jetzt,
ich glaube, letzten Endes war er erleichtert, dass es doch zumindest noch relativ gut geklappt hat. Aber klar, man stellt sich das anders vor. Olympische Spiele, da willst du Zuschauer, da willst du Alarm haben. Das war alles nicht. So, hier mal die Virtualität. Da haben Sie mal einen schönen Blick halt auch über den Streckenverlauf. Ja, es ist ja so, ne, der kleine Ausreißer da in Richtung Süden, dann so als Fünffinger-Geschichte. Und sehr schön zu sehen, Rabea Schöneborn, das ist dieser kleine blau eingefärbte Marker mit dem Laufsymbol dazu und vorne Henrik Pfeiffer. Also so weit auseinander ist das noch gar nicht. Zwischen Männern und Frauen wird ja am Ende so grobe halbe Viertelstunde sein, die die beste Frau und der beste Mann auseinander sind. Aber wir sind nach knapp 50 Minuten sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen sehr gut unterwegs. Ja, sehr schön zu sehen. In der Frauengruppe wird dann aus dem Feld der ambitionierten Hobbyathleten Stimmung gemacht. Und es ist das ja passiert, was ich heute Morgen gehofft habe, nämlich, dass die Leute jetzt rauskommen und sich an die Strecke stellen. Das Wetter ist natürlich wirklich so, dass man hier wunderbar einen kleinen Spaziergang machen kann und sich dieses Ereignis aus der Nähe anschauen kann. Hier sehen wir Archie Castel dann noch in der schwarzen Laufkleidung mit der Startnummer 22. Das ist eine Frau aus... Nee, das ist Mattea Kostro. Das ist die Kroatin, die wir angesprochen haben. Ja, die Mattea Kostro, genau. Ich hatte das kurz verwechselt mit der Litauerin. Die hat die Startnummer 23. Und dann sind wir hier vorne wieder bei den führenden Fahrzeugen und der Führungsgruppe dahinter. Ja, vielleicht haben Sie es eben gesehen. Eyob Solomon, Entschuldigung, Jan, hat von Henrik Pfeiffer noch schnell von der Verpflegung abbekommen, weil er offensichtlich selber an dem Tisch keine eigene Flasche stehen hatte. Er hat dann mal kurz geguckt, was trinke ich hier eigentlich, weil das war ein Gemisch. Ja. Da muss man dann natürlich auch aufpassen, weil wenn man Dinge zu sich nimmt, die man nicht gewohnt ist, ja, das sage ich jetzt als Laie, bin noch nie Marathon gelaufen, aber das kann natürlich böse enden, wenn du nämlich Sachen nicht verträgst, dass das sich ganz, ganz blöd auswirkt im Laufe der weiteren Kilometer. Goldene Regel ist immer wirklich beim Wettkampf, ganz besonders natürlich beim Marathon, nichts Neues ausprobieren. Keine neuen Schuhe, keine neuen Socken und bitte auch kein neues Sportgetränk oder auch keins von diesen Energiegels, die man, also wenn man sie kennt, super, ja. Es gibt da besonders einen Hersteller, der ist ganz hervorragend. Aber da muss man wirklich vorher genau getestet haben, was man da eben gut verträgt, was einem gut schmeckt. Auch alleine schon so Kleinigkeiten, wie kriegt man so ein Gel auf, auch die Flasche jetzt. Ne? Und dann einfach von einem Mitstreiter die Flasche zu nehmen, so lieb das auch gemeint ist, das birgt ein ziemliches Risiko. Also ich glaube auch nicht, dass er da viel getrunken hat, gerade der Job. Ja, kurzer Blick auf die Musikhochschule, kommen wir vielleicht gleich nochmal zurück. Denn die Gruppe hier um die Frauen herum, also hier nochmal hinten jetzt ein bisschen mit Problemen in der Gruppe drin zu bleiben. Mattea Palov-Kostro, die Kroatin. Ja, hat dann da ihren Tempomacher noch dabei. Das hilft natürlich schon, gerade wenn man in so einer Gruppe die kleinen Stolperfallen und die kleinen Dinge in der Kurve zu spät erkennt. So, hier nochmal der Blick auf die Musikhochschule. So, und dann versuchen wir das hier nochmal mit den anderen Frauen etwas zu orientieren. Also Rabea Schöneborn und Dominika Meyer haben wir vorne in der unmittelbaren Gruppe hinter den Tempomachern. Und die kleine Kenianerin, die in der Zwischenzeit vorhin schon mal aufgetaucht war, Flomena Chepkiach-Nguarish, das ist die F26. Hinten mit diesem gelb-schwarzen Oberteil, das ist die Frau, die hier zusammen mit Rabea Schöneborn und Dominika Meyer die Spitze bei den Frauen einnimmt. Wieder die Handzeichen zu sehen, wenn dann Hindernisse auftauchen, dann wird einfach von den vorherigen Läufern wird immer so kurz gezeigt, wo kommt das Hindernis, Achtung, da ist vielleicht nochmal ein Verkehrsschild oder da ist eine Absperrung, dass man da nicht stolpert. Hier der Blick auf den Zoo, glaube ich, wenn ich das hier richtig sehe. Na,
auch. Es ist immer toll, wenn man diese Luftbilder einfach nochmal zu sehen bekommt. Da kriegt man nochmal eine ganz andere Perspektive auf die Stadt. Und jetzt geht's hier wieder raus. Zack, geradeaus, richtig Rennpiste, Gas geben, durchstarten und aufpassen, dass es eben dabei gleichmäßig bleibt. Ja, und es kommen natürlich zunehmend Fragen. Was ist denn eigentlich mit der Gruppe der weiter hinten in der zweiten Position befindlichen deutschen Läufer, die ja um die deutsche Meisterschaft mitmachen? Hier haben wir das mal visualisiert. Also Hendrik Pfeiffer ist vorne und Frank Schauer mit seiner Gruppe dahinter läuft in etwa in Richtung einer 2 Stunden 15 Minuten. Das ist auch in etwa das, was er jetzt erstmal anvisiert hat. Viele Verletzungsprobleme in den letzten Jahren. Ja, es geht ihm darum, in Richtung seiner persönlichen Bestleistung sich zu orientieren und vor allen Dingen nach solchen Phasen, wo es wirklich nicht gut gelaufen ist, ja, mal wieder ein Ergebnis zu haben. Zu 16:30 seine Bestleistung aus Frankfurt 2017, also ist schon eine Weile her. Ne? Toll trainiert, aber war sehr, sehr lange in Kenia. Ein Meister der großen Umfänge. Auch dieses in Kenia, das ist ja auch immer so eine ganz witzige Geschichte. Hier sind natürlich alle Konkurrenten. Ja, es geht hier um Titel, es geht hier um die Medaillen bei den deutschen Meisterschaften. Aber es wird einfach doch gemeinsam trainiert. Ne? Also die Einsamkeit des Langstreckenläufers und ich fahre immer nur die Ellbogen aus, das ist de facto nur bei ganz, ganz wenigen Ausnahmen der Fall. Eigentlich hilft man sich gegenseitig, versucht sich auch abzusprechen, wer fährt wann wohin zum Trainieren, dass man da gemeinsam sich unterstützen kann. Im Wettkampf, klar, ne? Muss jeder sehen, dass er sein Ding abliefert, aber es ist auch, manchmal weiß man das nicht, wenn man nicht selber läuft, Laufen ist auch ein Teamsport, ganz klar. Ja, das zeigt sich ja besonders hier in diesen Situationen, ja, wir haben es schon gesagt, Hendrik Pfeiffer hat die beiden Tempoläufer aus dem Training praktisch mitgenommen, ja, weil er inzwischen ja auch so gut sozialisiert ist in Kenia, trainiert da sehr, sehr oft in reinen kenianischen Gruppen. Also man muss sich das auch nicht so vorstellen, dass es da dann einzelne Menschen gibt, die einzeln trainieren. Es gibt den berühmten Treffpunkt an einer Kreuzung in Kenia, ja, donnerstags zum Tempolaufen, da sind dann gerne mal 150 Mann, die da stehen. Ja, und das ist dann aber hochklassig, da sind absolute Weltklasse-Athleten dann, die dann ganz normal da rumstehen und da kann im Prinzip jeder hinkommen, der das Tempo mitlaufen kann, ja. Genau, das gibt dann jedes Mal ein Ausstellungsrennen. Hier jetzt nochmal sehr schön zu sehen, wie halt versucht wird, aus den Bechern während dieser hohen Geschwindigkeit, ich meine, das sind fast 20 km/h, ne? Versucht das mal, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, bei 20 km/h noch aus dem Pappbecher zu treffen. Die Hälfte geht ins Gesicht, ein ganz kleiner Schluck landet im Bauch. Das ist auch alleine schon hier wieder eine große Herausforderung. Trick ist immer, den Becher so ein bisschen einzudrücken, so eine kleine Schnabeltasse draus zu machen. Na, das erkläre ich den Jungs hier bei Gelegenheit nochmal. Da ist ja die Frage, lieber eine Flasche benutzen, auch nicht viel einfacher, ne? Weil muss man dann mitnehmen, kriege ich die aufgedreht, wie ist das Prozedere und so weiter und so weiter. Ja. Ja, und natürlich die Freizeitläuferinnen und Läufer, die kriegen nicht ihre eigene Flasche, sondern die müssen dann hier mit den Bechern vorlieb nehmen. Von daher für die Elite ist eine Flasche schon praktischer, keine Frage. Aber ja, gerade im Freizeitbereich ist das wirklich mit dem Trinken eine riesen Herausforderung. Ja, und hier nochmal von unserer festen Kamera am Emichplatz, die Gruppe der Frauen. Wir haben es gesehen, da lag irgendwas auf dem Boden. Steffen Ulitzka nimmt dann gleich, ja, weiß nicht was es war, Flasche, Steinchen, wie auch immer, Volley und räumt es aus dem Weg. Ja, so geht das. Extrem aufmerksam und er weiß natürlich um der Gefahren, die da lauern. Wenn du in so einer Gruppe auf eine Flasche zuläufst, da ist vielleicht noch was drin. Der Dritte tritt drauf, knickt um, war es das. Ja. Auch ganz spannend, mit dem Steffen haben wir gestern noch zusammen hier im Hotel gesessen. Der fährt im Moment sehr, sehr viel auch Rennrad oder auch mit so einem Offroad-Rennrad, also Gravelbike, ist damit ganz viel am Trainieren, macht gar nicht so viele Laufumfänge und fackelt damit hier noch diese Leistung ab. Das zeigt auch mal wieder, dass alternatives Ausdauertraining im Laufsport oft unterschätzt wird. Also, wer sagt, naja, vielleicht bin ich ein bisschen verletzungsanfällig, Achillessehne zwickt, Knie zwickt. Vielleicht, liebe Leute, denkt mal drüber nach, ob ihr nicht auch häufiger mal Radfahren solltet. Ihr könnt damit auch exzellente Laufleistungen erzielen. Ja, ist ja ein bisschen verpönt, ne? Bei dem einen oder anderen Läufer. Die laufen halt gerne, weil Laufen kommt von Laufen. Aber Laufen ist eben auch Ausdauersport, ja?
Ja, und dann fragen wir doch mal die Bundestrainerin, oder besser gesagt, Ben, du übernimmst das natürlich gerne, wie das aus ihrer Sicht bei den Frauen gerade funktioniert. Ja? Ist das noch ihre Tochter, die jetzt gerade aus Berlin anruft? Da müssen wir mal nachfragen. Also hier sind nicht nur gerade schnell die Läuferinnen vorbeigekommen, sondern hier wird auch schnell getrommelt. Ich hoffe, man kann das hören im Hintergrund. Es ist nämlich die Samba-Truppe aktiv. Also Katrin Dürre-Heinig ist bei mir, telefoniert aber noch aktuell. Ich habe jedenfalls, das kann ich vielleicht mal schildern, Rabea gerade versucht, tief in die Augen zu schauen, als sie vorbeigelaufen ist. Sah sehr konzentriert, aber auch sehr gut aus. So, Katrin Dürre-Heinig, schön, dass Sie da sind, die Bundestrainerin. Ich habe schon gesagt, die Augen von Rabea Schöneborn haben mir eigentlich sehr viel Konzentration, aber auch Zuversicht gesagt. Was haben Sie Ihnen gesagt? Also, wir haben Sie ja jetzt bei der 15 Kilometer gesehen. Also, die laufen unheimlich klug. 3,30er Tempo, was auf eine Endzeit von 2,28 hin zeigt. Die Rabea möchte gern negativ Sprint laufen. Sie will ja dann noch ein Stückchen schneller laufen. Das wäre fürs Debüt für die Dominika eine Wahnsinnszeit. Und die sehen beide noch richtig gut aus. Also, das Wetter ist auch perfekt. Es ist zwar kalt, aber für Läufer ideal. Also, gute Pacemaker. Es läuft bis jetzt alles richtig, richtig gut. Sie waren gerade noch am Telefon. War das Ihre Tochter aus Berlin? Die ist ja heute den Halbmarathon gelaufen, ja, richtig? Ja, das war mein Mann. Also, die haben jetzt 10.05 Uhr Start und ich wollte bis zum Start auch ansprechbar sein. Okay. Und man fiebert dort natürlich auch mit, dass da erstmal alles klar ist. Und dann alles Gute. Danke fürs Stoppen bei uns und wieder in den Wagen und hinterher. Ja, recht vielen Dank. Dankeschön. Das war's von uns, doch, vom Emmichplatz. Ja, vielen Dank, Ben. Ja, das ist doch toll. So geht Lauffamilie. Ja. Natürlich hat sie dann auch ihre Tochter, zumindest in Gedanken. Ja, da muss Papa, Wolfgang Heinig, schönen Gruß, dann natürlich ein bisschen besser aufpassen. Aber die Wertigkeit hier ist natürlich sportlich dann doch ein ganzes Stück größer mit den deutschen Meisterschaften im Marathon als bei dem Vorbereitungshalbmarathon in Berlin, auch wenn das eine große Laufveranstaltung ist. Auch da sind wir ja sehr froh und glücklich, dass solche Veranstaltungen wieder stattfinden können. Ja, da sind 30.000 hier, heute 18.000 Läuferinnen und Läufer in den unterschiedlichen Kategorien. Halbmarathon gibt es noch. Es gibt die Nachwuchsläufe, es gibt nachher noch einen 10-Kilometer-Lauf mit einem ganz prominenten Starter. Ja, wenn Sie eine Herausforderung suchen, 13.30 Uhr geht's los. Dieter Baumann wird am Start sein. Sehr, sehr gut drauf. Ja, perfekt vorbereitet. Also zumindest verbal war er das. Genau. Er hat an diesem Wochenende sein Kabarettprogramm vorgeführt in einem Läuferseminar. Und wird sich heute auch die Ehre geben, hier beim Hannover Marathon über 10 Kilometer. Ja, also wer den Olympiasieger schlagen möchte, es wäre eventuell heute noch die Chance. Ich habe mir sagen lassen, früher war er zumindest noch schneller, als das jetzt ist. Ja, das ist richtig, aber der kann schon noch ein bisschen rennen. Also ist verdammt schnell, aber vor 15 Jahren wäre es noch ein bisschen schwieriger gewesen. Also was hat Katrin Dürre-Heinig, die Bundestrainerin, gesagt? Die laufen unheimlich klug, den Eindruck habe ich auch. Sehr gut angeführt von den Tempomachern um Simon Boch und Steffen Ulitschka. Aber eben auch sich sehr gut positionieren, eben genau hinter diesen beiden, um freies Laufen zu haben, obwohl man nicht ganz vorne läuft. Entscheidender Punkt. Die Kenianerin in Gelb und Schwarz, da hinten haben wir angesprochen. Das sind die besten Frauen bisher bei diesem Marathon und auch von der Körpersprache her, ja, weil wir gesagt haben, ja, schauen wir denen mal tief in die Augen. Also Dominika Meier gefällt mir natürlich bis jetzt exzellent. Klar, hat eine sehr gute Bestzeit über den Halbmarathon. Da sind wir noch nicht ganz. Also alles noch vertrautes Terrain im Moment für sie. Da ist dann die Frage, was passiert, wenn wir in Richtung 25, 30, 35 Kilometer kommen. Aber ich traue es ihr zu, gar keine Frage. Auf jeden Fall. Sieht top aus bisher, aber klar, Marathon ist lang. Kann man sich nur wiederholen. Aber dieses Kluglaufen, dieses eben am Anfang sich einig sein und nicht zu sagen, ich muss jetzt hier schon mal irgendwie ein Statement setzen, sondern nein, ich brauche hier gar nichts zu zeigen, gar nichts zu beweisen. Ich spare Energie, ich spare Kraft, ich laufe gleichmäßig, rolle damit. Das ist ganz wichtig. Und eben hier nochmal Verpflegungsstation, genau da kommen wieder die Situationen. Je weiter man hinten ist in so einer Gruppe, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass doch mal vielleicht einer strauchelt oder seinen Becher schlecht fallen lässt. Deswegen direkt hinter den Pacemakern ist tatsächlich die optimale Position in so einem Feld. Und ja, schiebt sich auch keiner von den anderen Männern dazwischen. Sehr gut. Sonst gibt es Stress mit Steffen Ulitschka. Richtig. Ja? Also gute Stunde gelaufen. Bevor es gleich zum Halbmarathon bei den Männern geht, wollen wir Sie, wenn Sie vielleicht ein bisschen später dazugekommen sind, mal kurz auf den Stand bringen und Ihnen zeigen, was bisher geschah
Los ging's mit Mützen und Handschuhen, noch unter Null kurz vor dem Start, aber mit einer kleinen zeitlichen Verspätung im Sonnenschein zum Jubiläumsmarathon in Hannover. 30. Auflage, kurz nach 9 Uhr. Das Starterfeld, rund 3.500 Marathonis, dazu 15.000 Läuferinnen und Läufer in den anderen Kategorien, vor allen Dingen Halbmarathon, sehr stark frequentiert. Es geht um die deutschen Meisterschaften bei Männern und Frauen und in allen Altersklassen. Dazu alleine fast 500 Läuferinnen und Läufer hier in Hannover am Start. Tolle Bedingungen auch für die erklärten Favoritinnen bei den Männern. Hendrik Pfeiffer hier mit der blau-schwarzen Mütze in der dritten Position. Der Mann vom TV Wattenscheid will nicht nur gewinnen, die Norm laufen und sich empfehlen für die Europameisterschaften in München im August. Bei den Frauen spannende Konstellation, Führungsgruppe mit Rabea Schöneborn in der Mitte im schwarzen Trikot, Marathon Berlin und daneben Dominika Meyer aus Regensburg. Kleiner Vorstoß vom Debütanten bei den Männern, Josfat Kiprop mit der weißen Mütze, stürmt aus der Spitzengruppe heraus, wird aber dann von dem sehr gleichmäßig und klug laufenden Hendrik Pfeiffer mit der Gruppe wieder eingefangen. Und bei den Frauen aufpassen und Konzentration an den Verpflegungsstellen. Das ist ein kleiner Stolperstein in so einer großen Gruppe. Aber bei Postkartenwetter läuft es sehr rund für die deutschen Frauen in einer sehr guten Konkurrenz um den Meistertitel und wir sind gespannt, worauf das am Ende hinausläuft. So, wir sind zurück live, 1:04:15. Halbmarathon haben wir nicht verpasst. Haben wir gut hingekriegt, ne? Ein bisschen Gas gegeben. Sehr schön, hast du schnell geredet. Ja, sag mal ein Wort zu Eyob Solomon, der hier die ganze Zeit an der Schulter vom Hendrik ist. Der macht mir einen guten Eindruck, ehrlich gesagt. Ja, sieht sehr auch ein Debütant, ne? Ja. Genau. Ich habe das Gefühl, er läuft manchmal sehr aufrecht, also je nachdem, wie die Kameraperspektive gerade ist. Beim Hendrik aus meiner Sicht etwas flüssiger, auch etwas raumgreifenderer Schritt, aber ansonsten auch, ja, entspannt, locker, bin ich mal sehr neugierig, wie sich das entwickelt auf den nächsten Kilometern. Ne, das ist ja immer dieses gerade so Debüt, was passiert da, wie kommt man wirklich mit dieser Streckenlänge klar. Man hat Orientierungsmarken aus dem Training, aber man kann nicht einfach im Training sagen, ich laufe jetzt, um mal zu gucken, wie die Form ist. 35 Kilometer in Race Pace und dann weiß ich, was passiert. Jetzt Kilometer 21, das heißt, gleich müssten wir hier die Halbmarathon-Zwischenzeiten kriegen. Da bin ich sehr gespannt, da sieht doch top aus. Ja, dann gehen wir mal direkt runter zu Fabian Wittke auf dem Motorrad. Fabian, Halbmarathon, den Ausreißer wieder eingefangen. Es macht für uns einen sehr guten und jetzt etwas gleichmäßigen Eindruck. Wie ist es aus deiner Wahrnehmung? Ja, wie so eine große Wanduhr, die man frisch aufgehängt hat und irgendwann pendelt sich das dann unten ein und jetzt läuft es hier, wie sagt man so schön, wie geschmiert. Ich habe gerade eben auch noch mal tief in die Augen von Hendrik Pfeiffer, von dem großen Favoriten auf den deutschen Meistertitel geschaut und er lässt sich noch gar nichts anmerken. Ja, es ist erst der Halbmarathon und es wartet noch einmal genau diese Strecke, aber er hat auch gesagt, ich gehe zweimal eine 65:30 an und das haben sie fast genau getroffen. Also sie sind just in time. Und wenn man mal so ganz generell schaut, alle Distanzen über 800 Meter, also alles, was es da so gibt, 1500, 3000, Halbmarathon und natürlich auch Marathon, die sind alle in einem negativen Split im Weltrekord gelaufen. Will heißen, die guten Marathons, die guten Läufe, die werden erst hinten raus schneller. Und ich kann mir vorstellen, mit den bis zu 200 Wochenkilometern, die Hendrik Pfeiffer da auf 2400 Metern über dem Meeresspiegel im Kenia
amerikanischen E10 abgespult hat, hat er das in jedem Fall im Tank erst am Freitag gelandet, will diesen Höheneffekt noch mitnehmen und der zahlt sich vor allen Dingen auch dann aus, wenn es richtig hart wird, wenn der Marathon beginnt und davon sind wir ja noch rund 10 Kilometer entfernt, jetzt gerade den Halbmarathon passiert und ja, das sieht noch richtig gut aus, das sieht richtig rund aus, das Feld hat sich gefunden, ist viel, viel ruhiger und natürlich spielen jetzt auch die Temperaturen eine Rolle, die Sonne kommt raus. Hendrik Pfeiffer hat gesagt, das Einzige, wo ich ein bisschen Respekt vor habe, hier in Hannover, es ist normalerweise eine ganz flache Geschichte, aber durch die vielen langen Geraden kann es eben auch windig sein, aber aktuell kommt der Wind von der Seite, von daher läuft es richtig gut und Hendrik Pfeiffer ist auf dem Weg zu seinem ersten großen Titel im Elitebereich auf dieser Distanz. Ja, vielen Dank. So, da haben wir nochmal den Blick auf Mateja Parlov. Die Kroatin musste dann doch jetzt die Spitzengruppe ziehen lassen. Aber klar, mit ihrer Bestleistung 2:28.50 hoffst du natürlich, dass du dann da dranbleiben kannst, aber vorne geht es eher einen Hauch schneller und wir haben das ja von der Bundestrainerin gehört, ja, hier fällt jetzt auch der ein oder andere der Freizeitathleten raus. Na, Rabea Meyer, ist das jetzt nur ein bisschen sich zurückfallen lassen, aber kein so gutes Signal, dass sie dann nicht mehr direkt hinter Steffen Uditschka ist. Rabea Schöneborn, Entschuldigung, ja, weil Dominika Meyer hier, die bleibt da ganz souverän hinter den Tempomachern. Das ist auf jeden Fall die bessere Position. Ich bin auch gespannt, wie Steffen da gleich reagieren wird. Jetzt wird hier nochmal der Handschuh ausgezogen. Ich glaube, sie hat ihn gerade weggepackt hier. Ja, es wird wärmer. Auch das, ja, jetzt mit einem Handschuh zu laufen, auch eher ungewöhnlich. Bin ich mal gespannt, wann der zweite Handschuh. Steffen macht hier wieder eine Ansage. Achtung, es geht hier gleich um die Kurve, denke ich, sollte das heißen. Blick auf die Uhr hier vom nächsten Pacer. Jawohl. Motorrad muss ich jetzt in Acht nehmen. Das ist auch immer eine ganz schöne Herausforderung. Man möchte natürlich hier ja, Ihnen die Bilder ganz nahe bringen, aber darf natürlich auch auf der anderen Seite dann die Athletinnen und Athleten hier nicht behindern. Da ging jetzt noch mal zu den persönlichen Verpflegungsstationen. Ja, Rabea Schöneborn hat sich da wieder direkt hinter Dominika Meyer sortiert. Ja, vielleicht kurz mal eine Kleinigkeit gewesen oder den Anschluss in der Kurve verloren, wie auch immer. Versucht jetzt hier relativ viel zu trinken. Ja, das ist dann auch der bessere Weg. Ne? 2-3 Schlucke, Flasche mitnehmen, 2-3 Schlucke, damit man das wirklich sauber verpflegt. Genau, nicht zu viel auf einmal trinken, ne, dann verschluckt man sich eventuell, das kriegt man nicht so gut runter. Deswegen diese Taktik, wie du es gerade gesagt hast, ein bisschen trinken, weiterlaufen, noch ein bisschen trinken, ja, so auf 3-4 Portionchen sowas aufteilen. Und man trinkt dann natürlich auch nicht so eine ganze Flasche leer, also nicht, dass da ein falscher Eindruck entsteht. Da sind 500 Milliliter drin, aber hier trinkt eigentlich keiner gleich einen halben Liter an so einer Station. Dann nimmt man lieber eben mehrere Stationen in Anspruch. In etwa alle 5 Kilometer sind die immer so verteilt. Und darüber funktioniert es mit der Verpflegung dann, zumindest bei der Elite, meistens sehr gut. Ja, erster, ja, vielleicht kleiner unruhiger Moment bei allen Anhängerinnen, Familienmitgliedern, Freunden und Freundinnen von Rabea Schöneborn. Aber jetzt ist sie wieder da, wo wir sie eigentlich erwartet haben. Das sind ja so die Kleinigkeiten, ne, die sich dann in einen Rückstand manifestieren können und dann so ein Rennen in die eine oder andere Richtung sehr schnell bewegen können. Deshalb waren wir da vielleicht ein bisschen zu kritisch, aber haben wir schon zu oft gesehen, dass so Kleinigkeiten dann plötzlich wie einen Riss durch so ein Tempo gehen lassen und dann der Rückstand sehr schnell da ist. Ja, solche Situationen ist dann immer schön, wenn man direkt dabei ist, wenn was passiert, dass man dann entsprechend da auch ja, sich dazu äußern kann. Und klar, was dann tatsächlich nachher der Grund ist, weiß man nicht genau. Schönes Handschuhspiel bei Dominika Meyer. Was macht sie jetzt? Wieder ja, jetzt anziehen? Wieder anziehen. Das sieht so aus, tatsächlich. Ja, ja. Ja, es gibt ja sehr viele Läuferinnen und Läufer, die unbedingt immer warme Hände haben wollen, ja, weil das oft dann so in den ganzen Körper ausstrahlt. Die, so wie Dominika hier, kurz, aber mit Handschuhen. Ja?
Und selbst der Versuch, ach, vielleicht ist doch zu warm, nee, dann doch die Handschuhe lieber wieder anziehen. Also das gibt ja nur so oder so, ne? Ja, ich habe gerade überlegt, ob das mit dem Handschuh vielleicht auch nur war, um die Flasche besser greifen zu können. Denn das war direkt vor der Verpflegungsstation. Und na klar, mit so einem Handschuh hat man dann einen anderen Grip. Und die Flasche fallen zu lassen aus Versehen, das ist natürlich dann auch immer blöd. Aber wir sehen das ja auch bei den anderen Läufern, die dabei sind. Ja, einige noch mit Handschuhen unterwegs oder mit den Ärmlingen, wie Rabea Schöneborn das auch macht. Die jetzt auch nicht wärmen in dem Sinne, ja, aber man hat so ein bisschen was über der Haut drüber. Ja. So, die Spitzengruppe der Männer wieder im Blick. Ich würde sagen, es ist so die Konsolidierungsphase. Ja? Also wir haben die unruhige Anfangsphase gesehen, dann den kleinen Ausritt, ja, den der Debütant Josvat Kiprop, der jetzt hier wieder schön in dieser Gruppe drin ist, gewagt hat, hat seine Mütze hier abgelegt, rechts mit dem mit dem roten Oberteil. Aber sehr konzentriert und fokussiert, ja, hat Tono Kirschbaum, sein Trainer, das vorher gesagt. So wirkt er jetzt hier auf mich auch noch, Henrik Pfeiffer. Ein sehr gutes Zeichen bis zu diesem Punkt. Absolut. Und ich musste auch wieder schmunzeln, wie Tono das da mit so einem leichten Lächeln wieder drüber gebracht hat. Fokussiert und konzentriert. Ja, natürlich ist er nervös. Ne? Also das ist ja wirklich diese Mischung, ne? Aus, ja, ich will jetzt endlich, und auf der anderen Seite so, boah, ich weiß, es wird jetzt richtig hart. Ich gebe immer gerne mit auf den Weg, ja, wenn jetzt hier gerade auch im Freizeitsportbereich diese Nervosität vor dem Wettkampf da ist. Ne? Und wenn man an der Startlinie so ein bisschen Panik hat. Liebe Leute, wenn man an der Startlinie steht, hat man eigentlich das Härteste, das Anstrengendste schon geschafft. Denn gerade für so einen Marathon, diese Wochen, diese Monate der Vorbereitung, egal wie hart der Marathon selber wird, das vorher war härter. Deswegen jeder, der an der Startlinie hier heute steht oder gestanden hat, die meisten sind ja jetzt unterwegs, der ist eigentlich schon mal ein Sieger, ganz klar. Also ich glaube ja, dass so Hinweise von so Marathonläufern wie Jan Fitschen einen ins Boxhorn führen wollen. Ja, ich glaube ja, dass das ganz schön hart ist. Ja. Hier werfen wir nochmal einen Blick auf die Karte. Ja, Henrik Pfeiffer mit der Spitzengruppe der Männer. Jetzt im Bild die Frauengruppe mit Rabea Schöneborn da oben nochmal einsortiert. Kommen jetzt auch gleich zur Halbmarathon-Position. Und dann haben wir schon eine sehr gute Orientierung, wo es hingehen kann. Wieder um die Kurve, da eine Dame mit dem Rennrad unterwegs. Das sind natürlich jetzt nicht irgendwelche Leute, die einfach hier mal lustig durch die Gegend radeln, um hier mal zu gucken, wie so ein Marathon stattfindet, sondern das sind dann offizielle, man sieht es vorne an den Nummern und oft auch dann an dem passenden T-Shirt, sind dann offizielle vom Veranstalter akkreditierte Begleitfahrzeuge, die zum Beispiel dafür sorgen, dass eben keiner da irgendwie zwischendurch noch mal auf die Strecke springt oder Ähnliches macht, einfach um da noch mal ein bisschen Blick zu haben, um Support zu geben. Man darf nicht anfeuern vom Fahrrad. Ja, das wäre Coaching, das ist eben anders als zum Beispiel im Radsport nicht erlaubt. Hier läuft auch keiner mit einem Knopf im Ohr oder Ähnlichem. Das sind tatsächlich einfach, ja, sag ich mal, mobile Streckenposten quasi, die da jetzt unterwegs sind. Und es ist übrigens auch eine ganz schöne Herausforderung, jetzt nicht mit E-Bike hier unterwegs zu sein. Ich habe mal versucht, ich glaube auch beim Berlin-Marathon, mit einem normalen Fahrrad zu begleiten, die Elite, dann zu warten an der Station, in der Kamera kurz was zu erzählen und mit dem Fahrrad wieder herzukommen. Ich habe die dann nicht mehr eingekriegt mit meinem Rad. Ich war da zu schlecht drauf. Die sind wirklich schnell unterwegs. Okay, da sehen wir schon, der Ausdauerathlet Jan Fitschen hat noch Potenzial im Ausdauersport Radfahren. Hundertprozentig. So, weiter Dreierkonstellation bei den Frauen. Und ich glaube, dann gehen wir noch mal zu Fabian Wittke, der mit seinem Motorrad ja da unten auf der Strecke ist. Aber bei den Männern, oder? Bei den Frauen und kann Rabea Schöneborn direkt von hinten mit begleiten und verfolgen. Und sie schaut stoisch immer wieder auf die Hacken ihrer Pacemaker. Natürlich ist Steffen Ulitschka, der so die innerfamiliäre Uhr ist, der da vorne das Tempo angibt, der übrigens auch beim Hamburg-Marathon ihre Zwillingsschwester Deborah, die heute den Halbmarathon in Berlin läuft, pacen wird, die übrigens später gesagt hat, so ich möchte auf jeden Fall, wenn ich meinen Halbmarathon absolviert habe, sofort reinschauen, ob Rabea eben nicht nur heute den deutschen Meistertitel in Hannover perfekt macht, sondern auch noch meine zwillingsinterne, innerfamiliäre
Bestzeit knackt. Das sind nämlich nur 8 Sekunden, die aktuell Rabea Schöneborn hinter ihrer Zwillingsschwester Deborah Schöneborn steht. Aktuell ist es ganz genau die 2:27:03. Und momentan läuft es noch. Und auch wenn sie vielleicht noch ein bisschen defensiver in diesem Marathon ist, Rabea Schöneborn nicht nur durch ihr erstmaliges Trainingslager im kenianischen Iten im Winter, wo man ja sagt, da werden die Meisterinnen gemacht, sondern auch jetzt gerade zuletzt in Monte Gordo in Portugal hat sie auch noch mal 195 Kilometer in der Woche abgespult. Sie kann so unfassbar auch hart zu sich sein und sie kämpft sich hier richtig weiter nach vorne. Ja, vielen Dank. Spannend wird, wie es dann gleich weitergeht nach dem Halbmarathon. Wer kann dann Akzente setzen? Wie geht es den Debütantinnen um Rabea Schöneborn herum? Und die Halbmarathon-Marke ist ja schon passiert, aber wir haben leider das komplette Ergebnis noch nicht. Deshalb dauert es nur eine ganz kleine Sekunde, kommen wir aber gleich zu. Kann auch sein, dass da hin und wieder mal eine Matte falsch auslöst. Auch das haben wir schon gehabt, dass der Transponder, der hier an den Schuhen in der Regel angebracht ist, nicht hundertprozentig ausgelöst hat, kann mal passieren, denn tatsächlich fehlt uns die Halbmarathonzeit von Rabea Schöneborn. Aber es ist eine Zeit für die Kroatin ausgeworfen, die eigentlich nicht sein kann, weil die nicht mehr in dieser Gruppe drin ist, aber als zweite ausgeworfen wird. Deshalb gehe ich fast mal davon aus, dass es die Zeit von Rabea Schöneborn ist. Es fehlt nämlich zum Beispiel auch die Zeit von Dominika Meier in der Liste, die wir hier auf einem extra Computer noch haben. Deshalb alles noch mit Vorsicht zu genießen. Das Einzige, was wir wissen, 1:13:36 war die Halbmarathonzeit der kleinen Kenianerin, die wir da im Hintergrund sehen. Und dann gehen wir zum Egi, zu Elli. Das ist fast ein Reim, aber ich weiß nicht, ob den Halbmarathonis da zum Reimen zumute ist. Ja, also hier muss ich erstmal sagen, ist eine super Stimmung an Egi, also das Beste am Norden. Stimmungstechnisch ist hier schon das Beste am Norden versammelt, würde ich sagen. Also hier ist eine super Stimmung und ich habe hier zwei Leute gefunden, die haben gerade ganz krass angefeuert, ein Mannschaftskollege oder eine Mannschaftskollegin, die ist gerade den Marathon gerannt und ich sehe, sie haben eine Starternummer umgebunden, also sie sind gleich beim Halbmarathon genau, am Start. Genau. Und geht das jetzt noch schnell anfeuern und dann Konzentration auf den Halbmarathon? Das muss sein. Das muss sein? Ja, Freundin anfeuern muss sein. Okay, und dann gleich Halbmarathon. Ist das dann Ihr erster oder mein Sie schon erster? Ihr erster und mein von erster. Ihnen? Bitte? Ist das auch Ihr erster Halbmarathon? Nee, der Vielfache. Der Vielfache. Ja. Also quasi dieses Jahr ist ja 30 Jahre Marathon hier in Hannover. Sie sind seit Anfang an quasi dabei? Ja, nicht ganz, aber ziemlich häufig. Okay, und ich sehe schon, also die Läufer jetzt beim Marathon tragen ja kurz. Ihr Motto ist eher lang, würde ich sagen, ja, oder? Ja, ein bisschen fällt noch weg. Okay, und dann Zwiebellook oder wie wird das denn aussehen gleich? Nein, Jacke, langes Unterhemd und lange, dünne Hose. Okay, das heißt, Sie mussten die letzten Tage ein bisschen umdisponieren, auch in der Planung, oder wie waren die Vorbereitungen so? Eigentlich war kurz dran gewesen, aber das ist zu kalt. Ist zu frisch. Okay, und dann geht's gleich, wann meinten Sie, um halb müssen Sie dann rüber und dann geht's los? Um wie viel Uhr? 11.05 Uhr. 11.05 Uhr, das heißt, Sie sind dann nicht die erste Startergruppe, sondern... Nein. Die dritte. Alles klar, dann viel Erfolg Ihnen, aber schön, dass Sie hier noch angefeuert haben. Und dann gleich geht's ab auf die Strecke. Und damit zurück zu Ralf und Jan. Ja, wie immer, große Lauffamilie. Und Jan, jetzt nicht nur für dich, aber als Extra-Service für alle Liebhaber des Zoos. Ja, da haben wir ihn nochmal von oben. Ja, du hast es vorhin schon richtig erkannt. Jetzt kommt aber der ganze Einspieler dazu. Die Eisbären sind eine der großen Attraktionen des Hannoveraner Zoos. Ihr Zuhause nennt sich Yukon Bay und ist einer kanadischen Hafenstadt nachempfunden. Wer die 7 Erlebniswelten des Tierparks besucht, unternimmt eine kurze Weltreise, bei der man im Elefantengehege auch einen Zwischenstopp in einem indischen Dschungelpalast einlegt.
Eine weitere Attraktion, Affi Mountain, eröffnet 2017 das Zuhause der Gorillas. Im Gegensatz zu traditionellen Zoos gibt es hier kaum noch Zäune, sondern nur noch natürliche Begrenzungen wie Wassergräben und Felsen. Aus nächster Nähe sieht man die Tiere trotzdem. Rund 1,2 Millionen Menschen besuchen jährlich den Zoo von Hannover. Ja, da sind wir wieder zurück auf der Strecke. Schön die Verbindung hier nochmal über unsere Helikopterkamera. Und auch das hier schön zu sehen, wie dann die Strecken so gegenläufig sind. Ja, und dass die Elite der Männer dann von den ambitionierten Freizeitläufern dann noch angefeuert wird. Ja, da haben dann die Läufer, die selber eben hier den Halbmarathon oder den Marathon dann laufen, haben noch Kraft und haben noch Power und feuern an und sagen, ey, cool, ne? Das ist ja das, was eben auch diesen Straßenlauf, das Marathonlaufen ganz besonders auszeichnet, dass die Top-Läuferinnen und Top-Läufer genau auf der gleichen Strecke, eben teilweise auch genau zur gleichen Zeit unterwegs sind gemeinsam. Das gibt es in ganz wenigen anderen Sportarten, dass wirklich alle so nah beieinander sind, dass das so eine Verbindung gibt zwischen eben Freizeitsport, ja, sehr ambitioniertem Freizeitsport, aber eben dem absoluten Top-Sport. Ich finde das wunderschön, dass man das hier wieder so toll sehen kann, was das tatsächlich bedeutet, auch eben in der Praxis heute an so einem wunderschönen Sonnentag hier mit den Schattenspielen auf der Straße von Hannover hier. Ja, wobei das ja hier schon auch eine besondere Situation ist, weil klar, sonst steht man halt auch gemeinsam irgendwie an der Startlinie, aber man sieht sich in der Regel dann doch nicht. Ja? Ja. Die Elite-Läuferinnen und Läufer haben ihre eigenen Bereiche, ihre eigenen Zelte, haben einen eigenen Bereich zum Einlaufen und so weiter und so weiter. Aber das ist ja jetzt toll, ja? Weil da läuft das Zeitauto vorne weg, da kommt ein Fahrradfahrer und dann weißt du, aha. Ne? Und dann hier, das ist auch wunderbar. Ja, da wird natürlich sofort geklatscht und angefeuert und die Läuferinnen und Läufer wissen natürlich, wer Hendrik Pfeiffer ist. Das ist ja auch klar. Ja? Also dann siehst du, ah, guck mal, der ist da ganz vorne in der vordersten Gruppe dabei. Ja? Und das ist einfach ein cooles Gefühl. Ne? Gibt's, ja, du hast es gesagt, eigentlich nur hier und im Triathlon. Ja? Alle anderen Dinge beim Radfahren gibt es zwar auch sehr, sehr große Rennen, aber das sind dann in der Regel ja doch nicht die gemeinsamen Rennen. Ja? Ist eine spezielle Situation und hier eben durch diese Parallelität des Hin- und Herlaufens noch viel besser, als wenn man nur dann nachher hört, ach, die sind vorne Weltrekord gelaufen. Absolut, absolut. Und genau die Situation, die wir am Anfang angesprochen hatten und die ich mir so sehr gewünscht hatte, die wir uns beide so sehr gewünscht hatten. Hendrik ist ganz, ganz vorne. Da ist jetzt nicht noch eine andere Gruppe, die irgendwie Richtung 205 rennt oder sonst irgendwas Verrücktes, sondern unser deutscher Topläufer, der Favorit auf den deutschen Meistertitel, ganz vorne drin. Zwischenzeiten waren jetzt auch sehr konstant, also immer so 306, 307. Nach den unruhigen Anfangskilometern, ja, auch durch die Debutanten verursacht, die das dann hier mal hin und wieder reingefräst haben. Die haben gesagt, man darf sich auch nicht verrückt machen lassen, wenn eine Zeit mal in eine Richtung rausschlägt. Du hast es gesagt, das ist dann vielleicht nicht so eine ganz exakte Messung. Ja. Weil was will ich machen? Ich kann es ja nicht mehr ändern. Dann bei Kilometer 6, 7, 8, 9, 10 panisch werden. Das bringt dich ja auch null weiter. Ja. Aber die Coolness muss man haben. Da braucht man vielleicht auch den ein oder anderen Marathon schon in der Tasche, wie der Hendrik das hat. Kiprotich Girui, das ist der Mann mit der 99, der Tempomacher, den Hendrik Pfeiffer sich selber organisiert und mitgebracht hat aus Kenia. Und das macht jetzt hier, glaube ich, einen sehr guten Eindruck. Die anderen in der Gruppe müssen sich schon anders strecken. Aber fragen wir doch mal bei Ben Wozny. Da hat nämlich euer Bundestrainer wieder angehalten. Ben, bitte. Wir sind bereit. Ja, Tonno Kirschbaum ist bei uns. 2:11, die erwartete Zielzeit stand jetzt für Hendrik Pfeiffer. Sind Sie gerade im Plan? Wie schätzen Sie die Situation ein? Ja, er ist also 9 Sekunden schneller als geplant. Jetzt hat er ein Gegenwindstück gehabt. Der Wind frischt leider ein bisschen auf, aber sieht noch sehr gut aus. Also, und jetzt geht es eigentlich erst richtig los. Ne? Wir sind ja jetzt, genau, jetzt geht es richtig los. Wer sich mit Marathon auskennt, weiß, jetzt wird es richtig schwierig, Kilometer 27. Welche Rückschlüsse kann man jetzt schon ziehen auf das, was da bei 42 Kilometern sein wird? Oje, da kann immer viel passieren, das wissen wir auch.
Es ist schon mal gut, dass er jetzt, sage ich mal, in einem sehr guten Zustand, so sieht es jedenfalls von mir aus, bis hier hingekommen ist. Ich hoffe, dass jetzt der Tempomacher noch mal weitermachen kann. Es sind noch drei andere Leute mit im Spiel. Also von daher sind die Voraussetzungen jetzt erstmal ganz gut. Sie kennen sich so Wind gut. Kann jetzt natürlich noch eine Rolle spielen. Ja, und Sie kennen sich so gut. Haben Sie ein Bauchgefühl? Ja, ich bin optimistisch. Also. Wunderbar. Dankeschön. Ja, okay. Ja, wunderbar, dieses kurze Zögern bei der Frage nach dem Bauchgefühl. Ich glaube, er wollte es nicht sagen, dass er ein ganz gutes Bauchgefühl hat. Ja. Aber auch das hat Tono Kirschbaum ja sehr schön sortiert. Es ist noch über eine halbe Stunde zu laufen. Es kann noch eine Menge passieren, zumal wir jetzt in den Bereich kommen, wo es kritisch wird. Und dann kommen ja diese Mythen, ja, die viele, die Marathon laufen, aber auch viele, die es vielleicht vorhaben, so vor sich haben. Ab Kilometer 30 wird es wahnsinnig schwer, ab Kilometer 35 der Mann mit dem Hammer. Darüber machen sich diese Tempoläufer hier vorne nicht so viel Gedanken, auch wenn sie es schon mal erlebt haben im Zweifel. Ja. Wir haben die nicht so tolle Erfahrung von Henrik Pfeiffer bei den Olympischen Spielen angesprochen. Also ich sage immer so ein bisschen, es gehört dazu, dass man eben auch mal auf die Klappe kriegt. Ja? Also wenn man nie hinten raus auch mal eingebrochen ist, dann hat man auch nie versucht, seine Grenzen wirklich auszuloten. Ne? Sondern ich finde, das ist ganz normal, dass man eben da auch mal Rückschritte erlebt. Aber hier, wie gesagt, die rollen in einem super Tempo. Jetzt haben wir sogar hier eine kleine Lücke zu den Verfolgern schon sogar aufgerissen. Mann, ich darf ja hier nicht so richtig parteiisch sein, oder? Doch, ich darf das eigentlich. So, ich bin ja nur Experte, du bist ja hier der Hauptkommentator. Genau. Deswegen, ich drücke natürlich dem Hendrik hier die Daumen, ne? Und wünsche dem, dass das hier weiter so gut läuft, dass das weiter so hinhaut und für den Tono gerade als Trainer auch eine nicht so einfache Situation. Wir wollen natürlich sein Statement haben, wir wollen seine Einschätzung haben. Er will natürlich bei seinem Athleten dabei sein, ne? Und will nicht am Streckenrand stehen und hier noch Geschichten erzählen. Deswegen war er da auch so ein bisschen so, lasst mich mal schnell wieder weiterfahren, ne? Damit er an Hendrik dran ist, damit er eben das direkt nachvollziehen kann und nicht mit dem Motorrad da hin und her brausen muss. Ja, bei den Frauen ist die Entwicklung schon ein bisschen anders. Dominika Meier links mit Simon Boch, ihrem Tempomacher, die beiden aus Regensburg. Dann daneben das Duo mit der besten kenianischen Frau, haben wir schon angesprochen. Und Rabea Schöneborn hat tatsächlich etwas Probleme in der zweiten Gruppe. Sehen wir sie da in der Mitte mit Steffen Ulitschka. Aber kann hier nicht ganz den Kontakt nach vorne halten. Sicher noch nicht entscheidend, aber schon ein Signal, das jetzt aus Sicht der Berlinerin nicht so ideal ist. Da ist jetzt Kommunikation gefragt, das hat man auch gerade ganz sehr, sehr deutlich gesehen im Bild. Ja, der Simon hat sich umgeguckt zu seiner Athletin, für die er jetzt eben die Dominika, für die er in erster Linie zuständig ist. Steffen lässt sich eben zurückfallen, ja, guckt dann eben nach Rabea, fragt danach, wie sieht's aus, sollen wir vielleicht nur 2-3 Sekunden mal einen Kilometer langsamer laufen? Das geht ja wirklich um Nuancen und man kann sich tatsächlich, indem man einen kleinen Abschnitt etwas langsamer läuft, kann man sich tatsächlich erholen, auch bei solchen Geschwindigkeiten, und dann wieder in ein anderes Tempo reinfinden. Das heißt, das gilt es jetzt so abzuwägen, wie schnell laufen wir jetzt die nächsten 2-3 Kilometer, wenn es zu so einer Situation kommt, wie hier gerade. Nicht das, was man sich wünscht, aber ist noch nicht unbedingt die große Entscheidung jetzt. Also da kann immer noch alles passieren. Ja, das ist diese spezielle Dynamik im Marathonlauf. Wenn das aber 2-3 Mal ist, dann wird das natürlich wahnsinnig schwer. Heißt natürlich noch lange nicht, dass die beiden vorne das Tempo auch durchlaufen können. Denn beide führenden Frauen, ne, Rabea Schöneborn hat ja schon eine doch veritable Marathonerfahrung, die beiden vor ihr noch nicht. Denn sowohl Flomena Šepkić als auch Dominika Meier sind hier in ihrem Debütmarathon unterwegs. Aber es hat ja keine Forcierung stattgefunden, sondern es sind eher kleine Probleme, die wir bei Rabea ausmachen. Ja, viel Dynamik jetzt bei den Frauen und das bleibt natürlich spannend. Aber wir haben das ja schon eben erahnt, dass es auch bei den Männern jetzt so ein kleines Ausscheidungsrennen gibt. Wer kann dem Tempomacher und Hendrik Pfeiffer folgen? Gehen wir doch nochmal runter zu Fabian Wittke, der unmittelbar dabei und da dran ist.
Und Hendrik Pfeiffer, der Mann mit der Nummer 2, läuft und läuft und läuft. Und das sieht richtig gut aus. Und die beiden, die laut PB, also laut persönlicher Bestzeit, noch schneller sind in diesem Rennen. Ein Kenianer und der Mann aus der Mongolei. Sie konnten dieses Tempo nicht mehr mitgehen. Will heißen, Hendrik Pfeiffer ist aktuell nicht nur auf dem Weg, seinen ersten deutschen Meistertitel über die Marathondistanz im Elitefeld zu holen, sondern könnte eben auch der Sieger werden dieses Marathons. Auch das ist natürlich was ganz Besonderes. Die letzte Zeit nach Kilometer 29, das war eine Zwischenzeit von 2,44. Also da kann man eigentlich nur glauben, dass die Fußmatte falsch ausgelöst hat. Ansonsten wollten sie hier im Schnitt eine 3,06, 3,07 angehen und das ist übersetzt ungefähr 19 Kilometer pro Stunde. Momentan läuft es noch richtig gut, aber wir haben es ja schon häufiger im Verlauf dieses Rennens gehört. Momentan ist auch einfach so dahingesagt, denn jetzt beginnt der Marathon. Jetzt beginnen die entscheidenden letzten Kilometer, die letzten großen Zehn. Und dann wissen wir, wer der Sieger wird hier und heute in Hannover. Ja, jetzt sind sie nur noch zu zweit, dritt. Ja, kurze Kommunikation hier nochmal. Kiprotich Kirui. Ich glaube, das ist jetzt die kurze Verabschiedung. Und da kam nicht nur ein Daumen hoch, sondern auch ein sicher Dankeschön. Super gemacht bis dahin von Hendrik Pfeiffer. Das stimmt, denn er ist ruhig geblieben, als da rausgelaufen wurde aus der Gruppe und hat Hendrik abgeliefert. Da, wo er ihn haben wollte, in Führung, keine große Gruppe mehr dahinter. Der Einzige, der weiter mithält, ist der Mann, der am Anfang des Rennens mal ausgerissen war, Josvat Kiprop Kiptis, in seinem Debüt, wir haben das gesagt. Läuft nicht so rund und geradeaus. Ja. Jan zeigt schon gleich ganz unruhig, habe ich im Augenblick soeben gesehen. Ja. Macht ein bisschen angezählten Eindruck schon, der Kenianer hinter Hendrik Pfeiffer. Ja. Hendrik, super, super gut, so souverän, das sieht so klasse aus, auch dass er da noch kommunizieren kann mit seinem Pacemaker. Vielleicht hat er ihm gesagt, probier doch noch mal 5 Kilometer, ne? Aber genial, ja, also das ist wirklich so, wie man sich das wünscht. Na klar, Kilometer 30, ja, wir sehen jetzt hier den Zwischenstand, das ist noch verdammt weit. Man hat das gerne, dass so ein Pacemaker vielleicht auch sogar bis 35 geht, ne? Aber das war schon ein super Ding und jetzt hat er eine klasse Position hier und das sieht so gut aus, das ist auch richtig schnell noch, wunderbar. Ich bin total begeistert hier schon wieder. Ja, und vielleicht mal als Orientierung dahinter, kleine Überraschung, Zweiter bei den deutschen Meisterschaften ist im Moment Erik Hille, auch ein Athlet von den Regensburger Freunden, hat eine ganz spannende Geschichte vor 2 Jahren gemacht, als ja keine Laufveranstaltungen stattfinden, da ist ja hat er bei einer Aktion eine PB Day, also ne, persönliche Bestleistung im Alleingang gelaufen, da ist er alleine gelaufen, eine hohe 2:15. Ja, das ist richtig, richtig stark. Also das muss man sich jetzt nicht wundern, dass er hier in diesem Bereich hinter Hendrik Pfeiffer einen sehr, sehr guten Part spielt. Und die anderen hast du auch auf dem Schirm. Tobias Blum in Richtung 2:15 unterwegs, haben wir die 25-Kilometer-Markierung, genau. Und jetzt sind sie hier da, genau. Erik Hille jetzt hier zu sehen, einfach auch mal grafisch nochmal dargestellt. Kommt jetzt auch gleich an die 30-Kilometer-Marke. Da haben wir dann die nächsten Zwischenzeiten hoffentlich auch gleich parat. Ansonsten, wie gesagt, das Rennen um die Medaillen bei den deutschen Meisterschaften. Erik Hille jetzt auf dem Silberrang momentan. Tobias Blum und Frank Schauer fast gleich auf gewesen bei Kilometer 25 Richtung 2:15er Pace. So sieht es momentan aus. Wie gesagt, ab Kilometer 30 gleich die nächsten Zeiten. Hier nochmal dieses um die Kurve laufen. Wie kriegt man das am besten hin? Oh, und Hendrik jetzt allein auf weiter Flur, wie das zumindest aus dieser Perspektive aussieht. Sensationell. Hannover hier feiert den Hendrik mal ordentlich. Ganz genau. Ja, das ist eine der festen Kameras, die wir hier mit der smarten, aber sehr feinen Technik aufgebaut haben am Moltkeplatz. Und Jan, du hast es schon gesagt, Hendrik ist ja jemand, der für seine Körpergröße relativ lange Beine hat. Und er nutzt das auch wirklich sehr stark aus mit seinem Laufstil. Immer ein sehr raumgreifender Schritt.
Und wenn er so wie jetzt hier sich offensichtlich gut fühlt, dann sieht das schon sehr, sehr, sehr cool aus, ja, was er da so im Laufen macht. Angewinkelte Arme, dynamischer Armeinsatz, Beine fliegen lassen. Ja, vorwärts, Drall ist in jedem Abdruck spürbar. Ich glaube, das pusht ihn jetzt hier auch richtig, dass er sich da so fühlt offensichtlich. Ja. Also als er nach Wattenscheid gekommen ist, damals auch als sehr junger Athlet, haben wir mal gesagt, ah, Hendrik, geh weg von der Straße, du musst noch mal auf die Bahn, ein bisschen Unterdistanzen rennen, noch mal ein bisschen mehr Geschwindigkeit. Das wollte er nie so richtig. Der hat immer gesagt, nein, mein Weg ist hier Straßenläufer, Marathon, das ist mein Ding. Ja, dafür hat er auch den richtigen Laufstil, eben auch nicht zu kraftraubend. Er läuft sehr schön nach vorne. Ja, Läufer, die viel auf der Bahn unterwegs waren, so auch ich früher, ich habe zu viel Abdruck nach oben auch immer noch gehabt, zu viel Energie verschwendet. Bei ihm hier überhaupt nicht, wirklich super solide, dieses Durchrollen hier, also ganz, ganz großartig. Ja, und im Social Stream kam nochmal die Frage nach dem Ziel für die Pacemaker, ja, also wann die denn aussteigen, das ist wirklich individuell, da gibt es sehr unterschiedliche Ansätze. Es gibt Leute, die laufen bis 10 Kilometer gibt mit, dann ist es oft so, dass gestaffelt wird, also einer läuft bis 20, einer nach Möglichkeit bis 30. Das war jetzt sicher so auch in etwa hier avisiert, dass einer eben möglichst gleichmäßig, was nicht ganz geklappt hat, aber egal, bis 20, 25 läuft und einer nach Möglichkeit bis 30. Das ist dann ideal. Aber wir haben auch schon oft genug gesehen, dass sie früher rausgehen mussten, die Pacemaker, weil sie das Tempo nicht halten konnten. Klar, wenn ich dann so im absoluten Bereich unterwegs bin, ist das schwierig. Da haben wir ihre Kille, sehr schön. Auch in der Kommunikation hier nochmal mit einem Pacemaker. Und dann die Frage, dürfen die durchlaufen? In der Regel ist es heute nicht mehr vorgesehen, dass schon bei der Verpflichtung gesagt wird, pass auf Leute, ihr seid Tempomacher hier. Aber es gibt natürlich das legendäre Beispiel, Berlin-Marathon. Das war, glaube ich, in den 90er Jahren, als gleich zwei Pacemaker vorne waren und das Ding vorne gewonnen haben. Denn vom Reglement her, die haben eine Startnummer, die dürfen eigentlich durchlaufen. Genau, man kann die dann ja auch schlecht rausziehen, nur 5 Meter vor der Startlinie sagen, du musst jetzt hier weg. Deswegen ist das immer natürlich auch wieder was spannend ist. Tempomacher, um auf dem Niveau hier vorne mitrennen zu können, 30 Kilometer von der Spitze, sehr gleichmäßig, da muss man schon unheimlich stark auch sein. Ne? Von daher, klar, man hofft dann, mach noch mal ein paar Kilometer mehr. Vielleicht kann man auch ein bisschen locken mit einer Zusatzprämie dann, ne, für den Pacemaker, weil klar, die verdienen auch ihr Geld damit. Ne? Aber hier bis Kilometer 30 gekommen zu sein, das war eine Riesenhilfe für den Hendrik. Und jetzt wird der Vorsprung vor dem zweiten Läufer auch größer. Das gibt nochmal Selbstvertrauen. Der sieht also auch vom Gesicht her, ich sehe da überhaupt keine Anstrengung. Das gibt's gar nicht. Ja, deshalb fragen wir nochmal den Fabian, der auf dem Motorrad ja ganz in der Nähe ist. Deine Eindrücke, er hat jetzt alle abgeschüttelt. Wie reagieren denn die Zuschauer da am Rand auf den Hendrik, der hier als Deutscher dieses Ding anführt? Ja, die Menschen holen gefühlt die Wäsche von der Leine, weil der Pfeifer ist in der Stadt und er lässt hier den Asphalt glühen, auch wenn man es sich nur schwer vorstellen kann bei diesen Temperaturen knapp über Null. Aber er wird gefühlt schneller und schneller und auch das natürlich jetzt ohne Pacemaker, vielleicht auch eine kleine Gefahr. Die letzten Kilometer 3:0, 3:0, jetzt gerade ganz aktuell 3:03, seine persönliche Bestzeit von 2020 in Sevilla, mit der er sich für die Olympischen Spiele 2020 im Jahr 2021 qualifiziert hat. Möglicherweise auch noch in greifbarer Nähe, aber es wirkt locker, es wirkt leicht, er lächelt hin und wieder auch mal zurück, schaut hoch auf die Balkone und natürlich gerade eben ein ganz besonderes Herz, das ihm zugeflogen ist. Seine Freundin war ebenfalls an der Strecke, die ihn auch mit nach Kenia begleitet hat und genau in dieser Phase des Marathons kann diese kenianische Höhe, dieser Höheneffekt jetzt zum Tragen kommen, dass das Herz, also dass der Pulsschlag nicht nach ganz oben ausbricht, dass man nicht ganz so an die Grenzen geht, das kann jetzt dieser Höheneffekt sein, aber möglicherweise braucht Hendrik Pfeiffer diesen Höheneffekt gar nicht, weil er locker leicht jetzt hier die 32, 33 Kilometer des Hannover Marathons durchläuft und bewältigt, locker leicht auf dem Weg zum deutschen Meistertitel. Ja, natürlich haben wir noch so gut 25 Minuten, aber wenn du an der Stelle bist und so fluffig noch bist in den Beinen und Druck hast, dann bist du, glaube ich, im Bereich des Fliegens, ja, und Negativ-Split heißt es dann immer so im Fachkauderwelt, ja.
der lässt es jetzt einfach rollen. Esther Jakobitz, seine Freundin vom ASV Köln, auch eine 15-Meter-Läuferin. Also die war jetzt nicht nur zum Spaß mit den Kenia, sondern hat da auch mit trainiert. Das sind dann so Kleinigkeiten. Ne? Die steht an einer bestimmten Stelle, das weiß er auch. Okay, irgendwo kommt die jetzt nochmal. Ja, und dann gibt es nochmal diesen emotionalen Push da von der Seite. Und man sieht ihm ja an, dass er sich gerade extrem wohl fühlt in seiner Position. Auf jeden Fall. Also dieses Locker und Leicht, was wir hier immer wieder sagen, das ist natürlich relativ. Ne? Natürlich ist das anstrengend, natürlich ist das hart. Natürlich weiß Hendrik auch, dass da noch richtig was kommt. Aber es könnte eben noch viel härter sein. Und jetzt so weit mit so einer Form schon gekommen zu sein, das ist grandios, das ist genial. Und gerade, dass die Esther in Kenia auch mit dabei war, das war so eine Riesenhilfe. Denn ich habe da selber viel trainiert. Ja, ich mache meine Laufcamps da. Und nach 3 Wochen spätestens kann das da auch wirklich anstrengend sein. Genau, 2:10, 48 voraussichtliche Zielzeit. Ne, das haben wir jetzt hier nochmal auf dem Schirm. Bombenschnell, wenn er das durchzieht, vielleicht sogar noch ein bisschen draufhaut hinten raus. Genial. Und wie gesagt, 3 Monate am Stück in Kenia, immer nur Staubpisten, Kilometerschrubben, ja, dann Ugali-Futter. Und Ugali, hat Hendrik mir erzählt, mag er gar nicht so gerne. Er hat sich da das Chapati, dieses Fladenbrot gehalten und sonst ganz viel Reis und Linsen jeden Tag immer wieder. Also das ist auch mental eine Herausforderung. Und dass dann die Esther mit dabei war, das war natürlich eine große, große Erleichterung für ihn und hat auch, glaube ich, zu seiner Form jetzt hier gut beigetragen. Jetzt stellst du das so dar, als wäre das so eine furchtbare Entbehrung. Und sonst sagt ihr immer Läufer Wunderland von Kenia. Ja, ja, also das ist irgendwas kurze, dazwischen. Für eine kurze Zeit ist es schön, also finde ich zumindest. Aber nach 3 Wochen will ich da auch gerne wieder nach Hause. So, auch die Frauen sind gleich bei 30 Kilometern. Wir sind hier mit dem Helikopter bei der 2. Gruppe mit Steffen Ulitschka links vorne und Rabea Schöneborn, weil das ist die Führungsgruppe um Dominika Meier. Und wenn wir ihr jetzt mal in die Augen schauen, das ist nicht so viel Unterschied zu dem, was wir bei Hendrik Pfeiffer gesehen haben. Die scheint sich ja auch, nochmal sei daran erinnert, extrem wohl zu fühlen. Hinter ihrem persönlichen Tempomacher, Vereinskollege Simon Boch, den wir hier sehen, ja auch ein herausragender Mann auf der Marathondistanz aus deutscher Sicht. Und natürlich auch auf dem Zettel, wenn es in Richtung Europameisterschaften geht im Sommer. Aber Dominika Meier ist nicht alleine, denn es ist immer noch die kleine Kenianerin dabei, Flomena Chepkiach-Nguaraish, die wir rechts im gelb und schwarzen Oberteil sehen. Also das ist hier noch lange nicht entschieden, wer dieses Rennen gewinnt aus Sicht der Frauen. Aber in Bezug auf die deutschen Meisterschaften hat Dominika Meier gerade ein Prä gegenüber Rabea Schöneborn, die wir hier nochmal in der kleinen Gruppe sehen. Auch das ist zwar ein Vorsprung, noch nicht der definitiv entscheidende Vorsprung. Aber ich muss sagen, Hut ab auch vor Dominika. Denn die scheint hier auf jeden Fall auch eine Idee zu haben, wie Marathon funktionieren kann. Die hochgerechnete Zielzeit wäre im Moment 2:27:0. Als Debüt wäre das natürlich ein Brett. Ja? Das ist schon der Hammer, ja. Das ist richtig, richtig krass. Also vorhin waren wir da irgendwann nochmal bei Halbmarathon, glaube ich, habe geguckt, Richtung 2:28 unterwegs, jetzt nochmal schneller geworden. Und hier sieht man jetzt nochmal sehr schön die Abstände, auch zwischen Rabea und Dominika, hier zwischen diesen beiden Führungsgruppen der Frauenfelder. Ja, super, genau. Und hier absolut präzise nochmal Zwischenstand 30 Kilometer. Ja, da 20 Sekunden dazwischen knapp, das ist schon auch eine Nummer. Ne? Also das wieder zulaufen zu können, wenn Dominika so durchzieht, schwierig. So, jetzt hat sich auch da der kenianische Tempomacher verabschiedet. Das heißt, Simon Boch, ja, übernimmt auch gleich das Kommando und die Hinweise in Richtung der persönlichen Verpflegungstische. Da sieht man schon im Hintergrund, das lief nicht so rund, ja. Das ist halt auch eine Situation, wenn du in so einer Gruppe dahin kommst, da musst du dich frühzeitig orientieren. Nicht so ganz ideal aufgebaut hier, dieser Verpflegungsstand. Nach der Kurve hast keine lange Orientierung. Ja, Simon hat das sehr gut gemacht, hat sofort klar gezeigt, hier, da müsst ihr hin. Aber dann bist du in der Gruppe halt 3., 4., 5. und dann stehst du plötzlich am Tisch. Ja? Genau. Oder was oft genug passiert, dass dann eben Stürze passieren, Leute übereinander stolpern oder. Ganz genau, also wirklich dieses direkt hinter dem Tempomacher ist dann die perfekte Position einfach und dann klar, wenn man eben den Tempomacher noch persönlich kennt und genau weiß, welches Handzeichen was zu sagen hat, das macht das Ganze auch nochmal deutlich leichter und deutlich übersichtlicher.
Ja, wir haben noch mal ein bisschen gerechnet. Ja, das hat Denis Krebs für uns gemacht, die ein bisschen aufpasst, dass wir hier keinen Blödsinn erzählen. Ja, und Jan, auch die hochgerechneten Orientierungen für Erik Hille und Frank Schauer auf den Plätzen 2 und 3 haben wir jetzt nicht immer im Bild gehabt, aber das sind natürlich schon sehr gute Resultate, die da lauern, ja, oder die da wirklich eine Belohnung sein können für das, was die Jungs da abliefern. Genau, also Erik Hille immer noch hier auf dem Silberrang derzeit, also wenn es um die deutschen Meisterschaften geht, ja, Kurs 2:13:45, das wäre auch die B-Norm für die Europameisterschaft in München. Das ist ja auch immer ein Riesen-Hack-Mack mit A-Norm und B-Norm und reichen die Normen überhaupt? Ist man schnell genug, um eben zu diesen schnellsten 6 zu gehören? Frank Schauer im Moment auf Kurs Rang 3 mit Richtung 2:14:27, das würde für München dann nicht ganz reichen, aber natürlich trotzdem eine sehr, sehr schnelle, gute Zeit. Also auch im Meisterschaftsrennen bleibt es spannend. Hier Dominika Meier wieder sehr gut die Kommunikation mit dem Simon hier, ihrem Teamkollegen. Es gibt so verschiedene, ich sag mal, Running Hotspots in der Laufszene und natürlich, ja, die Regensburger sind da ganz, ganz vorne mit dabei, wie natürlich auch, ich habe es vielleicht schon ein paar Mal erwähnt, die Wattenscheider um Toto Kirschbaum. So, das ist jetzt nochmal die vergleichbare Stelle am Moltkeplatz. Rabea Schöneborn dann hier wieder aus unserer eigenen Kamera. Ja, die hat sich wieder gefangen, sicher, aber hat eben diese 20 Sekunden Rückstand. Und das ist schon ein Brett. Das wieder zuzulaufen ist richtig schwierig. Nochmal als Orientierung, wir bewegen uns hier in Richtung 2 Stunden 27 ungefähr bei den Frauen. Und weil wir es angesprochen haben, wir haben ja schon ein Ranking bei den Frauen, was die Qualifikationszeiten angeht. Ja, dann, wo wir gerade bei den Frauen sind, dann gehen wir doch eben zu Alex Kobs. Der hat nämlich die Bundestrainerin bei sich. Dann können wir das da machen. Bitte, Alex. Ja, so sieht's aus. Die Bundestrainerin steht bei mir. Wie sieht's aus? 20 Sekunden Rückstand habe ich gerade gesehen. Wie schlägt sich Rabea? Also Rabea hat jetzt schon ein paar Probleme, aber sie ist immer noch von der Zeit her auf eine 2:28. Das ist ein sehr schnelles Tempo. Ich hoffe natürlich, dass sie sich noch mal fängt und hinten raus noch mal das Tempo halten kann, auf jeden Fall. Dominika macht ein super Rennen, also für Debüt. Sie ist momentan auf eine Zeit von unter 2:27. Also es bleibt wirklich spannend. Also sind beide sehr, sehr gut unterwegs. Auf was kommt es jetzt an? 11 Kilometer sind es ja jetzt noch bis ins Ziel. Dass man wirklich noch einen Schritt hat, dass man bis zum Ziel die Geschwindigkeit halten kann. Aber die sind gut aufgestellt, die haben gute Pacemaker, die müssen sich da keine Sorgen machen, eigentlich nur mitlaufen. Alles klar. Weiter, ab ins Auto. Danke. Tschüss. Zurück zu Ralf. Ja, bitte. Ja, danke dir. Schnell eingefangen muss man machen, denn die Bundestrainerin will ja weiter, logischerweise. Wir waren dabei, mal zu schauen, wohin das gehen kann in dem Qualifikationsranking für die Dominika Meier und natürlich auch für Rabea Schöneborn. Also wir haben eine Zeit von Katharina Steinruck, der Tochter der Bundestrainerin, von 2:25. Dann Miriam Dattke, die dieses Jahr schon ganz toll gelaufen ist, 2:26. Dann Deborah Schöneborn, Zwillingsschwester von Rabea, die in Berlin heute Halbmarathon läuft, auch 2:26:55. Dahin kann es schon gehen. Weil das sind ja dann die drei Ersten, die im Einzelwettbewerb dann auch nominiert werden können für zum Beispiel Weltmeisterschaften. Das ist ja auch noch ein Ziel. Ja, aber wählst du die Weltmeisterschaft, wenn du die Europameisterschaft zu Hause haben kannst? Beide Veranstaltungen laufen, geht nicht. Luxusprobleme, aber die haben wir gerne und die nehmen wir gerne. Die nehmen wir gerne, aber es gibt tatsächlich auch noch die zusätzliche Diskussion, macht das Sinn, überhaupt in München im eigenen Land zu starten? Denn die Startzeiten für die Männer, hier wieder Henrik Pfeiffer, und für die Frauen, die sind einfach aus meiner Sicht viel zu spät auf den Tag gelegt worden. Also wir reden über den August in München und ich glaube, die Startzeiten sind irgendwie 10 Uhr und 11 Uhr. Das heißt, die Topläuferinnen und Läufer werden mitten in die Mittagshitze dann reinlaufen. Das stößt natürlich bei vielen auf Unverständnis, zumindest bei mir jetzt. Ja, für die Zuschauer ist es schön, für die Sendezeiten natürlich auch sehr schön. Ich hätte da tatsächlich auch lieber einen Start um 8 Uhr oder gerne 7 Uhr morgens, einfach auch aus gesundheitlichen Gründen. Da bin ich jetzt mal hier weniger Kommentator, sondern mehr selber noch Läufer und sage, kann ich nicht ganz nachvollziehen, warum da im Moment der Zeitplan so seltsam aussieht. Ja, gibt eine Petition, die sich ja zusammengesetzt hat aus den prominenten deutschen Läuferinnen und Läufern. Melat Kejeta, die wahrscheinlich in diesem Jahr keinen Marathon laufen kann.
Die hat sich da an die Spitze der Bewegung gesetzt. Beste Platzierung bei den Olympischen Spielen als Sechste. War ja eine ganz tolle Vorstellung. Aber auch Hendrik, du hast es angesprochen, hat ja keine guten Erfahrungen jetzt gemacht mit den sehr heißen Temperaturen in Tokio. Das ist auf jeden Fall ganz seltsam. Der Europäische Verband und der Ausrichter in München haben das im Moment noch so stehen. Auch der Deutsche Leichtathletikverband hat sich der Petition angeschlossen. Und das ist schon ein besonderes Signal, weil dass Verbände sich solchen Petitionen anschließen, ist extrem selten. Und deswegen, also gerne von mir aus hier nochmal an alle, die uns hier zuhören, schaut nochmal nach dieser Petition gerne. Und wenn ihr da unterstützen wollt, unsere Topathletinnen, unsere Topathleten, unterzeichnet da gerne nochmal und sagt, ey Leute, ne, ich habe selber vielleicht ein bisschen jetzt Überblick übers Laufen gekriegt und in die Mittagssitze reinlaufen, ist nicht cool. Gerne nach vorne vorverlegen den Start. Müsste doch möglich sein. Nächste Verpflegungsstation, hier wieder das mit den Bechern. Ja, wie kriegt man das hin, ohne die Hälfte zu verkleckern? Aber auch das hat funktioniert, ohne große Unruhe hier im Team um Dominika, die tatsächlich immer noch bombenstark unterwegs ist. Wir reden immer noch von dem Debütmarathon, der natürlich ganz besonders viele Unwägbarkeiten mit sich bringt. Ein bisschen von diesen Unwägbarkeiten hat sie durch den Simon Woch als ihren persönlichen Pacemaker jetzt hier rausgenommen. Das gibt super Sicherheit und funktioniert einfach auch tadellos, was wir sehen. Großartig. Blick auf die Uhr wieder. Es gibt natürlich das Führungsfahrzeug jeweils, ja, wo dann auch eine Uhr draufsteht mit der Zeit, die mitläuft. Aber die eigene Uhr ist einfach, man ist es so gewohnt aus dem Training, der Taktgeber. Gerade natürlich als Tempomacher, wenn man da diesen Druck auch hat, diese Verpflichtung hat, das gleichmäßig und gut hinzukriegen. Ja, für die Teamkollegin hier auf dem Weg, ja, vielleicht zu den Europameisterschaften, auch nach München und natürlich jetzt auch unterwegs Richtung deutschem Meistertitel hier im Marathon. Ja, und da vielleicht auch nochmal als Ergänzung, Dominika Meier ist da in dieser Konkurrenz führend, genau wie in der Gesamtkonkurrenz der Frauen. Rabea Schöneborn ist, was die deutschen Meisterschaften angeht, im Moment Zweite. Und Dritte und Vierte sind Sabine Burgdorf und Katja Fischer. Die sind sehr nah beieinander. Also wer dann da noch mit auf dem Podest stehen wird, ist noch offen. Ja, nochmal kurz als Erinnerung, Sabine Burgdorf, die ist schon aus der AK40. Also ne, das ist eine sehr erfahrene Athletin. Aber die kann hier durchaus in Richtung Podium unterwegs sein. Das wäre ein toller Erfolg für sie. Und das hier ist natürlich eine besondere Edelung, schon mal so ne, hochgerechnet, voraussichtliche Zeit. Wir sehen das, wir müssen dann noch ein bisschen länger laufen, ne, gute halbe Stunde. Aber das ist natürlich schon eine edle Marke und das kann sie wirklich in eine ausgezeichnete Position bringen für die anstehenden Highlights im Sommer. Ist auch was, was sich aus meiner Sicht ein bisschen verändert hat in den letzten Jahren, dass auch die Debüts schon sehr, sehr offensiv, sehr schnell angelaufen werden. Da ist also keiner, der sagt, oh, ich probiere mal ein bisschen, ich weiß nicht genau, was passiert. Wir haben beim Simon Boch das auch angesprochen, ja, auch eben in einer Raketenzeit direkt unter 2:10 da eingestiegen. Also ja, ich glaube, es war knapp unter über 2:10, ich kriege es nicht mehr ganz auf die Reihe, aber auch wirklich desolate Bedingungen, fast im Alleingang, trotzdem mit breiter Brust da rein. Auch das, ja, ich glaube wirklich, die Ausrüstung, die Schuhe, die Ernährung machen auch die Athletinnen, die Athleten deutlich selbstbewusster nochmal. Und dann traut man sich halt ein bisschen mehr. Aber was wir zuvor ja von Steffen Utschka gesagt haben, gilt ja jetzt für Simon Boch genauso. Der hat das praktisch gleitend übernommen, ja, das Kommando übernommen, die Körpersprache hat sich vorher ein bisschen zurückgehalten, weil das macht ja auch gar keinen Sinn, wenn da zwei Mann Kommandos geben, das ist alles nur verwirrend, aber er hat die Aufgabe komplett übernommen, ja, natürlich weiß die Dominika auch, was sie an jemanden, mit dem sie halt häufiger zusammenläuft, also die können jetzt nicht zusammen trainieren in dem Sinne, weil die Tempo sind einfach zu unterschiedlich, die da gelaufen werden bei Männern und Frauen im Hochleistungsbereich, aber sie weiß genau, dass sie sich 100% auf den verlassen kann, weil auch der läuft das hier auf die Sekunde runter und der läuft das negativ im Split runter. Ja, aber nicht vergessen, da links in gelb und schwarzem Oberteil, das ist noch die Konkurrenzsituation bei den Frauen. Also um den Sieg wird das hier richtig spannend.
Ja, und auch wenn man nicht direkt die Dauerläufe oder die Tempoläufe miteinander macht. Ne? Es gibt ja immer wieder auch verschiedene andere Trainingsinhalte, wenn es um Stabilisations- und Krafttraining geht, wo man sich dann mal trifft, ne? Wo man einfach dann ja, ins Gespräch kommt. Oder auch schon allein die Situation, dass man im Athletenhotel dann jemanden um sich hat. Ne? Vielleicht ist es der Ehemann, ne? Wie jetzt auch in dem Fall, aber dann eben auch ein Freund, ein Trainingskollege wie der Simon. Das ist auch einfach eine schöne Geschichte. Und ja, auch das spricht natürlich für einen Start im eigenen Land in Hannover. Man wird hier ganz anders angefeuert als natürlich im Ausland, wo man vielleicht ein bisschen anonymer mitläuft. Ne? Und hier jetzt, na, erste deutsche Läuferin, na klar, ne? Sagt jetzt hier Hannover, yeah, 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 auf geht's. Ne? Gib Gas, super, wir sind bei dir, wir geben dir so viel Support, wie wir können vom Streckenrand. So, Hendrik Pfeiffer nochmal vorne. Ja, und weil wir eben bei dem Thema Laufen in der Hitze waren. Heute ist es ja zumindest ausreichend temperiert, dass man sehr, sehr gute Bedingungen hat. Hendrik hat jetzt dann die Mütze auch mal weggeworfen, weil die Sonne doch die ganze Zeit ihm da auch geholfen hat, Temperatur gut zu halten. Aber im Sommer ist das natürlich eine ganz andere Geschichte. Und es kursiert zumindest im Moment eine Antwort auf diese ersten Petitionen des Europäischen Verbandes, in dem es heißt, ja, wenn es zu heiß wird, dann wird der Marathon halt ausfallen. Also das ist natürlich eine zynische Herangehensweise. Ja, also da wird eine Menge diskutiert und natürlich auch polemisiert in alle möglichen Richtungen. Aber der Weg über die Petition ist erstmal der richtige Weg, weil das ist die einzig handhabbare Methode, ja, um da wirklich einzuwirken. Politischer Druck in Form von des DLV, der sich da eben auch auf die Seite der Athletinnen und Athleten stellt, mehr kann man eigentlich nicht machen als Verband. Das ist schon der richtige Weg eben auch. Ja, manchmal fragt man sich dann, man trainiert die ganze Zeit und tut und macht und investiert und richtet sein ganzes Leben nach dem Sport aus. Und für wen wird dann so eine Veranstaltung gemacht? Für wen macht man dann so eine Europameisterschaft, wenn nicht für die Athleten und Athletinnen? Ja, und das ist also wirklich... Das ist auch wirklich, ja, da wird der eigene Weg, der eigene Einsatz nicht anerkannt, in keinster Weise anerkannt, wenn solche Entscheidungen dann fallen. So, bis jetzt war es ganz ruhig hier bei uns in der Sprecherkabine. Jetzt hat Jan Fitsch einen Puls. Ja. Muss man ein bisschen aufpassen, dass jetzt ich wieder kommen wir mal. Komme. Jetzt eigentlich wollte ich mich wieder über den Hendrik freuen. Genau, genau. Jetzt freuen wir uns wieder ein bisschen über den Hendrik. Wir werfen einen Blick auf die Karte. Ja, da mit dem kleinen orangenen Marker, das ist Hendrik Pfeiffer. Nicht mehr weit, nicht mehr weit. Da unten rechts ist die Zielflagge, ja. Ein paar kleine Richtungsänderungen hat er noch und dann wird es eine sehr, sehr gute Leistung werden. Er hat ja deutlich beschleunigt und ich bin mal gespannt. Also das muss jetzt gar nicht so weit wegbleiben von seiner bisherigen Bestzeit. Die ist 2:10:18, haben wir schon gesagt, in Sevilla aufgestellt, 2020. Aber die reicht nicht mehr für die Qualifikation, deshalb ist das jetzt hier nach diesem kleinen Dämpfer bei Olympia ein wirklich toller und faszinierender Auftritt von Hendrik Pfeiffer. Wahnsinnig klug gelaufen. Großartig, super angerollt, gleichmäßig dann nach den paar Wacklern, aber jetzt auch eben selbst im Alleingang. Ja, da macht er sich keinen Kopf, ne? Da wird er nicht nervös, wenn der Tempomacher raus ist. Da zieht er weiter sein Ding durch jetzt hier, ja. Kein Verfolger mehr zu sehen aus unserer Perspektive. Sensationell. Jetzt kommt gleich die 2-Stunden-Marke hier und es ist wirklich nicht mehr weit für ihn. Nochmal um die Kurve, dann kommt wieder eine lange Gerade. Da ist immer der Trick, nicht bis ans Ende der Gerade gucken, ne? Denn da, bis man da ist, das dauert lange. Sondern immer den Blick so, ne? Die Psychotricks, die man dann da so anwendet, immer den Blick so vielleicht 10, 15 Meter, vielleicht auch nur 7 Meter vor sich auf den Asphalt gerichtet lassen, damit man mehr die Geschwindigkeit spürt. So, bevor es jetzt in die endgültige Schlussphase geht für Hendrik Pfeiffer, noch mal ein ganz heißer Tipp für heute Abend. Sportclub, wenn Sie schon mal eine ultimative Herausforderung gesehen haben und den Marathon hier für etwas Großes halten, dann empfehle ich Ihnen Laufen am Limit heute Abend. Laufen quer durch die Wildnis Tennessees, nur mit Karte und Kompass. 160 Kilometer, 16.500 Höhenmeter in 60 Stunden, kaum zu schaffen. Der härteste Ultralauf der Welt. Die deutsche Marina Kolasser stellt sich der Herausforderung. Laufen am Limit, der Barclay-Marathon, die Sportclub-Story, heute 23.35 Uhr. Das ist jedenfalls eine Veranstaltung, wo Leiden noch mal ganz anders definiert wird. Ganz dringende
Empfehlung, als Fernsehtipp für Sie von uns und von mir persönlich, das ist sensationell. Ja, die Chinesen. Du hast dich beworben, ne, glaube ich, oder? Ja, zum Zugucken. Ja. Ne? Erste Reihe zugucken. Ja. Ne? NDR Fernsehen heute Abend. Also, Domenica hat auch ihre ärgste Konkurrentin ein bisschen abgeschüttelt. Fabian Wittke ist dabei. Was ist passiert? Schneller geworden? Kleine Probleme bei ihrer Konkurrentin? Simon Boch schaut sich immer mal um. Das sieht jetzt ja wirklich extrem gut aus. Ja, tatsächlich extrem und vor allen Dingen auch in dieser Phase des Marathons, Kilometer 33, 34, jetzt sind wir genau hier bei Kilometer 35. Das ist sehr, sehr schwierig. Es ist windig und es sind auch nicht mehr so viele Menschen an der Strecke. Jetzt kommen mal wieder ein paar und Domenica Meyer bei ihrem Marathon-Debüt wirklich eindrucksvoll, wie sie da dem Pacemaker, wie sie Simon Boch folgt, immer noch mit großen Schritten, ganz kontrolliert und wirkt auch noch wirklich sehr, sehr ruhig. Und die Frage ist natürlich, wo ist Rabea Schöneborn? Sie hatte eigentlich ja den deutschen Meistertitel für sich reklamiert, in Kenia trainiert, erstmals zuletzt in Portugal haben wir drüber gesprochen und jetzt eben die Zweifach-Mama, die hier vorweg marschiert auf dem Weg zu ihrem nicht nur Debütmarathon, sondern eben auch zum deutschen Meistertitel hier in Hannover. Erinnert mich so ein bisschen an Anja Scherl, die ja auch als Softwareentwicklerin in Anführungsstrichen mal so eben nebenbei 2019 hier groß aufgetrumpft hat. Also Domenica Meyer imponiert mir wirklich sehr. So, da haben wir nochmal die Abstände bei 35 Kilometer. Ja, das ist natürlich jetzt doch deutlich mehr geworden für Rabea Schöneborn. Aber nochmal als Erinnerung vorne, das ist auch eine richtig starke Leistung von Domenica Meyer. Wir haben es gesagt, wahrscheinlich irgendwas um die 2:26:30. Ja, und du hast recht gehabt, Jan, ne? Das Handschuh an, Handschuh aus ist wegen der Griffsicherheit an der Flasche. Ja? Auch das natürlich smart, sehr smart umgesetzt. Diese kleinen Stolpersteine, die dir dann eben die Verpflegung kosten können, wenn du mit dem Handschuh die Flasche nicht richtig greifst, ja, muss man nicht riskieren. Das ist der smarte Weg. Und was auch zeigt, wie gut sie noch drauf ist, dass sie dafür eben noch den Fokus hat, dass sie rechtzeitig reagiert, dass sie auch an solche kleinen Details noch denken kann. Es ist auch so eine Sache, dass einem das helfen kann. Denn die berühmte Salamitaktik, dass man eben nicht daran denkt, ja, es ist jetzt immer noch relativ weit, sondern dass man sagt, okay, ich konzentriere mich auf das, was direkt vor mir liegt. Zum Beispiel auf die nächste Getränkeflasche. Ich bereite das vor, indem ich meinen Handschuh erst ausziehe. Dann nehme ich die Flasche, dann nehme ich ein paar Schlucke zu mir. So, bis ich den Handschuh wieder angezogen habe, sind ruckzuck wieder 500 Meter, ein halber Kilometer vorbei, ohne dass ich das wirklich gemerkt habe. Ich bin einfach weitergeflogen. Im Bereich Neuland. Ne? Nochmal, das ist hier ihr erster Marathon. Ja? Wahnsinn. Und jetzt wieder Hendrik Pfeiffer hier. Von oben, allein auf weiter Flur, nur verfolgt von seiner eigenen Schatten, jetzt, wenn ich es mal so sagen darf. Ist nicht zum Tisch gelaufen. Ne? Also da kannst du dann ja irgendwann sagen, okay, ein paar Kilometer noch. Eigentlich sagt man ja, nee, verpflegt euch bis zum Ende. Ja? Aber er fühlt sich, glaube ich, zu gut jetzt, ne? Ja, ne, das ist irgendwann, trifft man dann die Entscheidung, okay, brauche ich jetzt nicht mehr und tatsächlich jetzt 6 Minuten noch knapp da zu laufen, also das müsste jetzt wirklich mit dem Teufel zugehen, wenn da noch was passiert, also das kriegt er hin, das sieht einfach so, so gut aus, soweit man das jetzt aus der Entfernung hier von oben gerade sehen kann, aber ja, grandios, grandios, sensationell, also der Tono, glaube ich, auf dem Motorrad dahinter, der ist jetzt auch sehr, sehr glücklich, Wahnsinn, 40 Kilometer hier, 2:03, yes! Da links mit dem schwarz-weißen Helm der sportliche Leiter Christoph Kopp. Ja, so haben sich das natürlich die Veranstalter hier vorgestellt, dass die deutschen Meisterschaften in den Fokus sind, in den Fokus gerückt werden, ja auch von uns im Fokus sein können. Und das nehmen wir sehr gerne auf, ja, weil so müssen eigentlich deutsche Meisterschaften im Marathon sein, dass da wirklich auch ein Fokus drauf sein kann. War lange Zeit schwierig mit den deutschen Meisterschaften im Marathon. Immer wieder hier und dahin geschoben, war relativ lange in Mainz.
Da ist aber die Laufszene nie so richtig mit warm geworden. Warum auch immer, habe ich nicht verstanden, weil die Mainzer da auch wirklich viel Energie reingesetzt haben. Dann einen Zwischenstopp in Frankfurt. Sehr viele Läuferinnen und Läufer, die dazugekommen sind. Da waren teilweise Starterfelder um die 1000, die für die Wettbewerbe um die deutschen Meisterschaften war. Aber es ist natürlich auch Befassung. Ja, es ist, kommen halt ein paar protokollarische Sachen dazu, eigene Ranglisten und. Es ist nicht so ganz ohne für die Veranstalter. Deshalb toll jetzt, dass Hannover gesagt hat, wir wollen das. Wir wollen halt auch unseren Lauf gerne so ausrichten. Und wenn das dann in Richtung eines solchen Auftrittes hier geht und eines Auftrittes von Dominika Meier, den wir ja gleich noch weiter verfolgen, dann würde ich erstmal sagen, ja, das ist ein perfekter Sonntag. Ja, auf jeden Fall. Für uns hier sowieso und für den Henrik noch ganz besonders. Ja, sieht aus, als könnte er noch 10 Kilometer so weiterlaufen, ne? Wahnsinn. Ja, und bisher hat er auf seiner Visitenkarte ja die Erfolge in Düsseldorf stehen, haben wir schon gesagt. Einmal bei ganz furchtbarem Wetter, einmal bei ähnlichen Bedingungen wie jetzt auch. Da war es halt auch sonnig und ein bisschen windig und kühl. Aber das sind natürlich auch wichtige Punkte, dass man mal sagen kann, ja, ich habe den und den mal. Guck mal, Tono Kirschbaum macht schon mal ein paar Social-Media-Fotos. Ich wollte es gerade sagen. Der Mann ist eigentlich schon, der war ja schon pensioniert, ja, der Tono Kirschbaum, ist dann aber zurückgekommen als Marathon-Bundestrainer, aber Social-Media im Griff wie nix. Ja, also er hat perfekt. Leider seinen eigenen Instagram-Kanal hat er leider wieder eingestellt irgendwann. Das heißt, ich nehme an, die Bilder kriegt dann direkt der Henrik geschickt nachher und darf die dann auf seinem Kanal nutzen. Ich werde da auf jeden Fall nachher wieder stalken und schauen, wie Henrik das Ganze dann auch im Nachgang nochmal aufbereitet und für uns da seine persönlichen Gefühle dann auch schildert. Ist ja generell eine tolle Sache, ne? Dass man mittlerweile, also fast alle Top-Athleten haben ihre eigenen Instagram-Kanäle. Man kriegt so coole Insights, man kriegt so persönliche Eindrücke aus den Trainingslagern, aus dem Alltag auch. Klar, alles immer gefiltert, ja, meistens nur die schönen Sachen. Aber das ist toll, wie nah man da einfach ja, an denen dabei sein kann und an dem Alltag. So, im Prinzip nur noch geradeaus und dann ist er da. Übrigens, hier versammeln sich schon sehr viele Menschen am Streckenrand und das wird, glaube ich, gleich eine schöne Jubelparade. Natürlich auch zahllose Fotografen, die bisher ja auch auf unsere Bilder hier geschaut haben, von den Kollegen auf den Motorrädern im Helikopter oder an den festen Stationen. Und nochmal so zur Einordnung. Ja, im Moment haben wir bei den Männern ja die Situation Amanal Petros und Richard Ringer mit ihren Zeiten 2.6 und 2.8. Und dahinter ist dann schon Simon Boch, den wir hier als Tempomacher ja bei Dominika Meier sehen, mit der 2.10, 48. Und dann könnte da Henrik Pfeiffer hinkommen. Fabian, ganz kurz nochmal, bevor wir hier in den ultimativen Zielsport kommen. Bitte. Das ist jetzt der absolute Triumphzug und er beißt sich zwar immer wieder auf die Lippen, aber das wird er sich natürlich jetzt nicht mehr nehmen lassen. Er sagt, das ist geil, hat er gerade zu mir rübergerufen. Sein erster großer Titel, der deutsche Meistertitel hier in Hannover, winkt Henrik Pfeiffer auf dem letzten Kilometer. Heute Morgen um 5.45 Uhr ist er aufgestanden und jetzt stampft er hier die letzten Schritten, angetrieben vom Carbon unter den Sohlen und von den vielen Trainingskilometern in Kenia. In den Asphalt von Hannover. Auf geht's zum ersten Meistertitel. Ja, genau so ist es. Heute Morgen kam er kurz hier zu uns an die Kabine, hat freundlich gelacht, weil er natürlich auch glücklich war, dass die Sonne scheint und dass das Wetter mitspielt. Aber da weißt du natürlich trotzdem nicht, was ist das jetzt hier, was da auf mich wartet, diese Herausforderung der 42 Kilometer, ja, diese, ja, auch immer wieder schwierig einzuschätzende Situation. Halte ich das Tempo? Kann ich das durchziehen? War mein Training in Ordnung? Bin ich rechtzeitig aus der Höhe runtergekommen? Ja, ultimativ kurze Anreise, aber entweder kurz oder länger. Das ist es. Auf jeden Fall alles aufgegangen für Henrik Pfeiffer. Sehr klug gelaufen, hat sich nicht verrückt machen lassen, als es mal etwas unruhig wurde zu Beginn des Rennens. Und das Ding dann einfach konsequent durchgezogen. Nochmal die Kurve, ja, Blick auf die Uhr, das gehört zum bedingten Reflex dazu, nimmt er vielleicht gar nicht mehr so wahr. Aber natürlich die Anfeuerung der vielen 100 Zuschauer, die jetzt hier an der Seite stehen. Schauspieler und Sportler, die leben von diesen Momenten, von dem Applaus,
Und Hendrik Pfeiffer steht vor dem nächsten großen Triumph seiner Karriere. Eine grandiose Leistung mit dem deutschen Meistertitel gekürt. Ziele gesetzt, optimistisch angegangen, selbstbewusst die Favoritenrolle übernommen und abgeliefert in großem Stil. Unter 2 Stunden und 10 Minuten, 2:10, 56 oder 57. Chapeau, herzlichen Glückwunsch, Hendrik Pfeiffer. Und dann legt er sich direkt neben unserer Kabine auf den Boden. Das ist doch toll. Wahnsinn, Hendrik, herzlichen Glückwunsch. Was für ein cooles Ding. Sensationell, sensationell. Also was für ein cooles Rennen für uns natürlich hier als Kommentatoren. Ja, also wow, mega, so wünscht man sich das. Ja, da kommt natürlich gleich ein sehr hilfsbereiter Mensch von den Betreuern, aber das muss gar nicht, hat er gleich gesagt, nee, alles gut, einmal durchatmen nach dem Zielspurt, tolles Rennen abgeliefert und er darf zu Recht jubeln. Ja, das ist natürlich eine ganz starke Vorstellung gewesen und wir haben jetzt keinen verpasst. So weit hat er die Konkurrenz deklassiert auf den letzten Kilometern, als für ihn dann halt auch das Fliegen angefangen hat. Ja, Rückenwind auf der Zielgeraden ist dann auch schön. Ne? Ja, ist doch richtig gut. Einfach wirklich mit gleichmäßig hohem Tempo die Konkurrenz kaputt gebolzt, wie man so schön sagt. Einfach der stärkste Mann heute. Ja, keine großen taktischen Spielchen, sein Ding gemacht und kein anderer konnte folgen. Deutscher Meister, Bombenzeit, großartig. Was für eine Freude, was für eine Erleichterung, was für eine Begeisterung hier. Hendrik Pfeiffer, deutscher Meister Marathon hier in Hannover. Offizielle Siegerzeit 2:10:59, also gerade unter der magischen Marke. Damit ist er übrigens der viertschnellste Marathonläufer in der Geschichte des Hannover Marathons. Nochmal daran erinnert, heute Jubiläum, 30. Auflage. Das unterstreicht hier nochmal diese Leistung und veredelt den Auftritt von Hendrik Pfeiffer. So, dann sind wir gespannt, wer hier als Zweiter auf die Zielgerade kommt. Ich glaube, es ist unser Debütant aus Kenia. Ja, da haben wir ihn. Ja, Josphat Kiprop Kiptis. Noch nicht den Himmel eingerissen. Ein bisschen Lehrgeld bezahlt hinten raus. Ja, so kann das aber mal gehen. Auf der anderen Seite, er hat sich gezeigt, war mutig am Anfang. Versucht mitzuschwimmen bei dem wirklich wie entfesselt losstürmenden Hendrik Pfeiffer dann am Ende. Aber am Ende als Zweitplatzierter ja auch noch sehr gut unterwegs. Und da warten für ihn ja dann auch noch 2.000 Euro Preisgeld. Das ist viel Geld für so einen jungen Mann aus Kenia. Und ja, bei Sandra Mahn steht der immer noch strahlende Sieger. Ich weiß nicht, ob er uns jetzt freien Oberkörper wie normalerweise in Kenia zeigt, aber das war schon eine coole Vorstellung. Bitte, Sandra. Das war eine extrem coole Vorstellung. Er selber hat ja gesagt, geil, und das noch auf den letzten Metern, dass sie überhaupt noch in der Lage waren, so entspannt sich mit unserem Kamerakollegen zu unterhalten. Ich glaube, das gibt es nur im Marathon. Also es ist ja so, man kann immer reden, man kann sich nur unterhalten beim Marathon, aber es ist einfach wahnsinnig anstrengend für die Muskulatur. Muss euch vorstellen, als hätte man so eine Bleiweste auf und wird immer schwerer, alle 5 Kilometer. Das hat man nicht gesehen, die Bleiweste. Sie waren extrem locker unterwegs und das ja wirklich bis zum Ende. Erstmal herzlichen Glückwunsch, das habe ich nämlich sehr versäumt. Dankeschön. Ganz, ganz großartige Leistung. Wie haben Sie den Lauf empfunden? Weil, wie gesagt, die Bleiweste hat man nicht gesehen. Es war doch schon verdammt anstrengend. Es war wirklich cool auf den ersten 30 Kilometern. Ich hatte einen wahnsinnig guten Tempomacher. Es war ja ein Riese, ne? Ein kenianischer Riese. Ein richtiger Turm in der Brandung und der hat mir echt geholfen. Bis Kilometer 30 gegangen und als ich dann bei 30 alleine war, da wird es dann hart, ne? Weil jetzt der Wind hier, sieht man den Fahnen da hinten, der Wind wieder auflebt und dementsprechend wurde es dann hinten raus auch ziemlich hart, weil man immer alleine im Wind stand und das hat mir ein bisschen zugesetzt, aber ich war mir relativ sicher, dass ich das schaffe. Mein Ziel war unter 2:11 und eben den Titel zu holen. Dementsprechend bin ich wahnsinnig erleichtert, ne? Dass sich auch die 3 Monate in Kenia ausgezahlt haben, weil das war schon eine ziemliche Investition, auch in die Nerven da oben. Wir haben es gerade schon gehört, es ist nicht so ganz einfach, sagte Jan Fitschen schon. Wenn man da 3 Monate am Stück ist, dann wird es auch mal irgendwann eigentlich genug. Ja. Das hat sich ganz eindeutig gelohnt.
Sie haben gesagt, das Alleinelaufen war am Ende anstrengend. Kann man das denn trotzdem irgendwie genießen, wenn man feststellt, man ist da allein auf weiter Flur unterwegs und die ganze Konkurrenz ist ganz weit weg? Ab Kilometer 38 wusste ich, dass es auf jeden Fall reicht. Ich habe zu meinem Trainer gesagt, ich schaffe es auf jeden Fall, damit ich keine Sorgen mehr machen muss. Und hier hinten raus, klar, ich habe vielleicht noch ein paar Sekunden verloren, dass dann auch am Ende war ich ja bei 2:11 hoch, bei 2:10 hoch. Wollte eigentlich so bei 2:10:30 ankommen, bei 38. Aber ich konnte hier mit meinem Kameramotorrad, den kenne ich ja gut, wir waren zusammen in Kenia oben, den Journalisten, und den habe ich gesagt, das ist geil. So, deswegen habe ich es genossen, aber es tut schon noch weh, das muss man auch sagen. Ja, ne? Ja. Jetzt erstmal erholen. Alle warten noch darauf, dass Sie noch oberkörperfrei unterwegs sind. Ja. Ich als mehrfache Mutter würde sagen, bloß was Warmes anziehen. Das habt ihr hier von Schollen, das genau, ich da genau. Er war's. Ja. Da oben in Kenia, nichts genötigt. Da oben in Kenia kann man es gut machen. Und ich mache das gern so. Also wenn mir warm ist, dann ziehe ich das aus und dann ist es irgendwie cooler zum Laufen. Aber heute wäre das, glaube ich, nicht angesagt gewesen. Ja. Thema Temperatur ist eins. Ah, Gott sei Dank. Der Bundestrainer gratuliert auch gerade nochmal. Thema Temperatur haben wir heute Morgen wild diskutiert, was das Thema Kälte angeht. Wir frieren alle wie Schneiderlein. Für Sie war es gar nicht so schlimm, ne? Nee, ich habe bei der PK ja schon gesagt, die Vorhersage, die ist eigentlich ganz gut. Also minus 5 Grad wäre fies gewesen. Alles, was im Plusbereich ist, damit kann ich gut leben. Ich bin 2016 in Düsseldorf ja mein Debüt, da bin ich ja direkt im Olympianorm gerannt. Bei 3 Grad, hat zwischendurch noch gehagelt gelaufen und das kann ich so. Deswegen Kälte liegt mir. Auch wenn ich jetzt aus Kenia komme, da ist natürlich der Kontrast jetzt extrem krass. Aber nee, das ist kein Problem für mich. Da ist Hannover bei strahlendem Sonnenschein mit Sicherheit ein Ort, der Ihnen gut in Erinnerung bleiben wird. Absolut. Vielen, vielen Dank. Erholen Sie sich gut und nochmal herzlichen Glückwunsch. Danke, danke. Dankeschön. Ja, Chapeau nochmal, Hendrik Pfeiffer. Und wir haben inzwischen auch die weiteren Deutschen im Ziel. Frank Schauer hat sich im Schlussspurt noch auf Platz 2 geschoben in 2:14:43. Vor Erik Hille, der ist Dritter geworden in 2:15:05. Also auch wirklich gute Resultate. Dahinter Markus Schöfisch noch in 2:15:05. Dann Nick Ilo, auch der hat sich noch nach vorne gelaufen in 2:15:07. Also das war da sehr, sehr dicht hinter dem überragenden Hendrik Pfeiffer. Hier nochmal der Überblick. Zweiter aber Kiptis, der Kenianer, den haben wir noch gesehen. Und Martin Olesen, der Däne, der in 2:14:35 Rang 3 in der Gesamtwertung des Hannover Marathons belegt hat. So, dann zurück. Nächster grandioser Auftritt, den wir hier genauso natürlich feiern wollen. Denn das ist ein ganz, ganz starkes Ding, das Dominika Meier hier bei ihrem ersten Marathon abliefert. Wahnsinn, also was für ein toller Tag hier, ne? Dass wir wirklich unsere deutschen Topathleten hier ganz weit vorne sehen bei diesem Hannover-Marathon, eben kombiniert mit der deutschen Meisterschaft. Großartig, dass wir das hier übertragen dürfen, dass wir da so dabei sein dürfen, dass Sie als Zuschauerinnen und Zuschauer natürlich hier dabei sein dürfen an diesem sonnigen Tag hier in Hannover mit so tollen Leistungen. Hier nochmal als Orientierung, auch da ist die schwarz-weiße Fahne unten rechts nicht mehr so weit entfernt. Dominika Meier, Rabia Schöneborn, sieht natürlich jetzt hier nicht nach einem riesigen Vorsprung aus, aber das ist schon ein gutes Stück, dass sich die Dominika hier abgesetzt hat. Hier nochmal der Blick zurück auf Rabia Schöneborn. Ja, das ist natürlich vom Laufeindruck her ein bisschen anders, kämpft jetzt. Ja, auch da muss man mal durch. Und das war Fluchen, ne? Kann nicht sein. Ich glaube, sie hat Probleme mit Krämpfen, ja, weil das wirkt jetzt hier wie unglaublich genervt und angefressen. Wie schafft man es, da wieder rauszukommen? Negative Gedanken wieder wegzuschieben, so kurz vor dem Ziel. Aber sie will sich unbedingt durchbeißen. Also ganz starke Situation hier für Rabea, auch wenn sie wirklich im leidenden Modus unterwegs ist. Das ist jetzt wieder was, wo dann auch Steffens Routine sich dann auszahlt, ne? Dass der nochmal den einen oder anderen Tritt in den Hintern geben darf, im übertragenen Sinne, dass der nochmal motiviert, dass er nochmal sagt, hey, pass mal auf, jetzt lass uns doch erstmal den nächsten Kilometer machen. Über den Rest denken wir gar nicht nach. Das kleine Stück bis da vorne zur Hausecke, das schaffst du noch, ja? Vergiss es, ne? Es wird vielleicht nicht der Titel, aber es geht immer noch um eine gute Zeit. Kämpf dich jetzt durch, beiß dich da durch. Es lohnt sich einfach weiter durchzuziehen. Das Ding ist noch nicht gelaufen hier, ja? Mach weiter. Genau, jetzt hier, so sieht's aus. Lass die Athletin auch mal machen. Komm, genau, gib Support, so wie es geht. Steffen Rabea hier als Team weiter unterwegs. Wichtig natürlich jetzt hier die Flasche zu bekommen. Wir sehen das, der Abstand ist aber jetzt, glaube ich, gar nicht der entscheidende Punkt, sondern sie muss ankommen.
Ja, weil wenn du jetzt wirklich Probleme mit Krämpfen etc. hast, dann kann das ganz, ganz bitter werden hinten raus. Fabian hat sich schnell zurückfallen lassen, Fabian Wittke mit dem Motorrad. Wie ist deine Beobachtung da so unmittelbar dran? Ja, sie kämpft jetzt wirklich wahrscheinlich so, wie sie in diesem Jahr noch nicht gekämpft hat. Und ich habe es ja schon das ein oder andere Mal angesprochen. Sie kann unfassbar hart zu sich sein mit diesem Laufstil, spitzt die Ellbogen weg. Sie schaut auf den Boden und sie wirkt wirklich sehr kämpferisch, sehr angespannt. Und sie beißt sich hier durch den letzten Kilometer, auch immer wieder angefeuert durch den Pacemaker, der jetzt hinter ihr läuft. Steffen Ulitschka, der ja auch am 24. in Hamburg ihre Zwillingsschwester, die übrigens im Stream auch jetzt dabei sein wird, pacen wird. Sie schaut aus Berlin zu, ist heute den Halbmarathon gelaufen und sieht, wie Dominika Meier möglicherweise heute zur Feier Meier wird und Rabea Schöneborn, die eben nicht nur deutsche Meisterin werden wollte, sondern auch den Zwillingsrekord ihrer Schwester abnehmen wollte, hier richtig kämpfen muss auf den letzten Metern. Und ich glaube, diesen Vorsprung, auch wenn ich gerade eben in die Augen von Dominika Meier schauen konnte, die auch angespannt wirkt, die auch natürlich jetzt ein bisschen weniger das Tempo noch mitgehen kann. Ich glaube, für Rabea Schöneborn wird es hier nicht mehr reichen zur deutschen Meisterin 2022. Ja, vielen Dank. Vorne sieht das immer noch nach einem unglaublich kontrollierten und sehr, sehr starken Rennen aus. Von Dominika Meier, Simon Boch. Rechts guckend, links guckend, nach hinten schauend. Ja, das ist wirklich toll, was der da vorne macht. Aber wir müssen das nochmal sagen, es ist ein wirklich beeindruckender erster Auftritt über die Marathondistanz. Und wenn du jetzt so kurz vor dem Ende bist, dann weißt du ja, dass da ein exzellentes Ergebnis rauskommen wird. Es wird irgendwas im Bereich von 2:26 werden. Als ersten herangehenden Versuch an diese Distanz. Toll. Wenn du die 40-Kilometer-Marke, wenn du die erstmal geknackt hast, ja, und dann weißt, du bist auch noch in Führung hier bei der Deutschen Meisterschaft, hast deinen Pacemaker sogar immer noch dabei. Ja, das ist bei den Frauen natürlich oft ein Riesenvorteil, dass die Tempomacher eben nicht, wie bei Hendrik zum Beispiel, bei Kilometer 30 rausgehen, sondern bis an die Ziellinie dann eben mitlaufen können. Wow, das, also bei allen Schmerzen, die man natürlich jetzt verspürt, und ja, das ist immer noch kein Zuckerschlecken, aber es ist trotzdem ein ganz, ganz tolles Gefühl. Es ist ganz großartig, wenn man merkt, jawohl, das ist der lang ersehnte Tag mit dem lang ersehnten Ergebnis. Anfeuern nochmal durch den Simon, da wird jetzt auch nochmal geschrien, gebrüllt, komm, das geht, komm, jetzt leg doch mal einen Zahn zu. Jede Sekunde, die du dir jetzt noch irgendwie rausquetschen kannst, die steht nachher erstmal auf dem Papier, ja, mit der kannst du zeigen, was du heute geleistet hast. Da kann man natürlich jetzt immer nochmal was rausholen und ja, vielleicht auch durch den Support des Pacemakers weiter. Ja, und da haben wir eben auch gehört, gab es auch nochmal die Anfeuerung von Simon Boch. Ja. Rechts daneben übrigens bei 999, das ist Christoph Loschen, haben wir schnell mal nachgeschaut. Ein Läufer aus der M40 halt auch. Ja, ich finde das großartig. Der läuft ja nie ihr in den Weg, ja, oder vor ihr, sondern er ist immer diesen halben Meter hinter ihr. Ja. Das ist der Support, der immer mitläuft. Aber der lässt ihr die Bühne hier. Das ist genauso, kann man das machen. Und so macht das Spaß zuzuschauen. Ja, tolle Ergebnisse bei den Männern. Die Ergebnisse, die wir hier bei den Frauen sehen, sind noch einen Tag höher einzuschätzen. Das muss man klar sagen. Ja? Denn eine 2:26, das ist schon richtig wertvoll im europäischen Kontext. Und dann, selbst wenn Melihat Kijeta in diesem Jahr im Marathon nicht eingreifen wird, können wird, kann das in Richtung der Europameisterschaften wirklich ein super Ergebnis geben. Ja, in der Mannschaft mit ganz genau. Sicherheit eine Option für die Medaillen. Ja, klar, da sind natürlich noch andere Nationen, die da Ambitionen haben. Die Britinnen natürlich nicht zu vergessen. Die Norwegerinnen muss man auf dem Zettel haben. Muss man gucken, wie tief die dann besetzt sind. Aber das kann eben auch für die deutschen Läuferinnen und Läufer ein absoluter Höhepunkt werden. Deshalb wollen alle dahin, ganz klar. Von Hannover zu den Europameisterschaften. Diesen Weg hat Dominika Meier fest im Visier.
Ja, 24.04. nächste Adresse Hamburg-Marathon. Da folgen dann die Konkurrentinnen und Konkurrenten, was die deutschen Läuferinnen und Läufer angeht, im Hinblick auf diese Qualifikationsnormen. Aber der Hamburg-Marathon, auch wenn er ein bisschen größer ist als der Hannover-Marathon, deutsche Meisterin kann man nur hier werden, hier und heute. Und das wird ein großes Ding für Dominika Meier. So, letzten Meter sind angebrochen. Jetzt wird es natürlich auch zu Hause schon Riesenjubel geben. Ich hoffe, dass die beiden Töchter das auch schon genießen und mitbekommen können. Die Mama hat hier ein großes Ding abgerissen. Erster deutscher Meistertitel im Marathon. Erster Marathon überhaupt. Und dann schauen Sie mal auf die Zeit da oben. 2:26. Und ein paar Sekunden. Und da ist Rabea schon, auch auf den letzten Metern, hat sich hier zusammengerissen und reingefaltet. Aber Glückwunsch und der große Jubel. Hopsa! Vorsicht mit dem Zielband. Nicht, dass der Sturz danach kommt. Super Leistung von Dominika Meier. Und das habe ich mir schon gedacht, dass dann natürlich da die Gratulation kommt von dem Mann, der die ganze Zeit mit dir mitgelaufen ist. Das ist auch super so. Auch hier jubeln die Hobbyathleten über tolle Leistungen unter 2 Stunden 30 Minuten. Und ich muss sagen, auch wenn es sicher nicht die Erfüllung aller Träume für die Zweitplatzierte wird, das ist natürlich nochmal ein Riesenchapeau für diesen Zielsprung von Dominika Meier. Aber das Ding hier durchzuziehen, nicht rauszugehen, und hier Zweite zu werden, auch noch in einer guten Zeit von 2:27:37, ist für Rabea Schöneborn mental ein ganz, ganz hartes Stück gewesen. Aber genauso viel Respekt verdient dieses Ergebnis. Wenn du nicht die allerbesten Beine hast, dann trotzdem so ein Ergebnis abzuliefern, das ist großartig. Was für ein tolles Meisterschaftsrennen, was für geniale Zeiten hier. Ja, und da kommt sie schon gleich rüber. Siehst du, das ist einfach großartig. Wenn du diese Energie noch hast, wie die beiden hier, fantastisch. Simon Boch kommt zum Gratulieren. Tolles Debüt als Tempomacher bei den Frauen. Aber den wollen wir natürlich bei den Männern sehen im Wettkampftempo. Ja, da ist der Ehemann rechts und Trainer von Dominika Meier. Gab es natürlich das verdiente Küsschen zum Titel, auch der Bundestrainer gratuliert. Ja, der sagt dir da wahrscheinlich schon, hören wir mal ihm zu. Ja, jetzt weiß Tuno Kirschbaum, ist eine mehr auf der Rechnung für die Europameisterschaft. Ja, aber ja, ein Trumpfass mehr im Ärmel, ja, ja, so muss man es ja sehen. Ja, ja. Spitzenmäßig, also wirklich diese Leistungsdichte. Wir haben es schon angesprochen, ne? Und jetzt haben wir wieder eine Athletin mehr dabei, die da ganz vorne mitmischt, hier als deutsche Meisterin. So, schauen wir nochmal eben auf die offizielle Zeit. 2:26:50 und 2:27:35 für Rabea Schöneborn. Ja, es geht nicht immer nur alles nach oben, wenn du im Marathonlauf unterwegs bist. Übrigens, Drittplatzierte ist noch die Kroatin geworden, Pavlov Kostro. Probleme gehabt, aber in ihrem Bereich dann weitergelaufen und dann in 2:28:39. Das ist auch ein sehr starkes Ergebnis. Ja, also in der Breite auch ein wirklich tolles Ergebnis bei den Frauen. Und jetzt wollten wir schon kurz das Interview machen mit Rabea Schöneborn, aber dann kam dann Steffen Ulitschka noch dazwischen, ja, und hat sie dir noch schnell weggenommen, Sandra. Ja, schön, dass sie wieder da ist. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Wir haben ja nur ahnen können, wie es Rabea ging. Ich bin gespannt, was sie sagen. Ja, nach diesen 42,195 anstrengenden Kilometern darf man auch erstmal einmal kräftig knuddeln. Rabea, herzlichen Glückwunsch, auch wenn es nicht der deutsche Meistertitel geworden ist. Lassen Sie uns ein bisschen teilhaben, wie es Ihnen gerade geht. Was überwiegt, der Stolz, hier angekommen zu sein, oder die Trauer, dass es nicht der Meistertitel geworden ist? Ich bin super froh, angekommen zu sein. Es war ein hartes Rennen für mich.
Besonders auf den letzten Kilometern ging es mit Krämpfen los. Ich dachte schon, oh Gott, die letzten zwei, bitte, lass mich ankommen. Insofern bin ich super happy, dass ich durchgekommen bin. Super stark natürlich von Domenica. Ich bin schwer überrascht. Ich muss sie gleich noch interviewen, wie es sich angefühlt hat. Freue mich natürlich für sie und ich freue mich auch über einen zweiten Platz. Das ist echter Sportsgeist. Wir freuen uns, dass Sie da sind und haben uns zu bedanken für ein ganz, ganz tolles Rennen, das wir gesehen haben. Vielen Danke, Dank. Rabea. Und jetzt holen wir Domenica gleich zu uns. Domenica, kommen Sie zu uns. Ja. Domenica Meyer, erstmal herzlichen Glückwunsch. Rabea hat gerade schon in höchsten Tönen über Sie gesprochen. Toll, ja. Und sie sei richtig überrascht. Wie überrascht sind Sie denn selber? Ja, sehr. Also ich habe mir nichts ausgerechnet. Ich wollte halt hauptsächlich ins Ziel kommen. Aber ich finde, Marathonlaufen ist wie so in der Familie. Das macht so viel Spaß, auch schon im Vorfeld, jetzt die Tage davor. Das ist so einfach, man ist nicht so in Konkurrenz, sondern mehr so, hey, wir machen das zusammen und wir kommen zusammen ins Ziel. Und ich wusste, ich muss einfach nur hinter meinem Pacemaker herlaufen. Ich hatte volles Vertrauen und bin einfach nur gerannt. Ich wusste überhaupt nicht, welche Zeit. Ich habe mich gut gefühlt. Der Trainer zu Hause hat auch gesagt, bis 30, 33 muss ich es gut anfühlen. Und es hat sich gut bis 38 angefühlt. Und dann muss man halt noch drücken bis zum Schluss, aber man ist nie alleine und es macht so viel Spaß. Man hat es Ihnen bis zum Ende nicht angemerkt. Das hat bis zum Ende alles gewirkt, als sei das ja ein netter Lauf mit der Familie. Dabei war es sportliche Höchstleistung. Das ist echte Werbung für den Sport, die Sie hier machen, wenn Sie sagen, das ist alles einfach nur nett und man läuft nie alleine. Ja, es ist wirklich so. Also wenn man sich einen Druck macht, und ich war ja so erst mal in der Startlinie vom Marathon gestanden und dann hat man auch keine Erwartungen und dann läuft man einfach befreit. Und so war es wirklich eigentlich die ganze Zeit. Und wir waren hier am Anfang eine Riesengruppe. Und wir sagen auch im Training immer, man muss den Rhythmus finden. Und weil wir so eine große Gruppe waren, hatten wir echt einen guten Rhythmus. Und da, wo keine Zuschauer standen, da sind wir alle so im Gleichschritt irgendwie gelaufen. Und es war echt so ein gemeinsames Ding. Es hat richtig Spaß gemacht. Ich habe ja gesagt, ich laufe keinen Marathon und das ist nicht mein Ziel und so. Ich bleibe erstmal noch auf der Bahn. Aber also nach diesem Wochenende weiß ich auch nicht so genau, was meine Leidenschaft ist. Ja. Wenn Sie sagen, da war überhaupt kein Druck dabei, auch nicht im Vorwege, die Anspannung eben vor diesem ersten Marathon? Ja, also ich meine, man hat ja trainiert und man weiß, was man kann so ein bisschen. Und ja, wie gesagt, also Marathon kann ja alles passieren. Und da haben wir halt gesagt, okay, wir gehen defensiv an. Und es soll einfach erstmal locker sein bis zur Hälfte auf jeden Fall. Und dann halt so lange, wie es geht. Ja. Also es war halt der Druck, dass ich ins Ziel komme. Und ich wusste, ich habe nur diese eine Chance, weil danach geht es für uns auf die Bahn. Und wenn ich das heute nicht schaffe, dann war es das. Und ja, deswegen, also Respekt vor der Strecke hat man immer. Aber ja, halt so nett. Ich muss jetzt meine Bestleistung aus mir rauskitzeln. Das kommt dann in München vielleicht. Die Leichtigkeit, mit der Sie hier stehen und mit der Sie Werbung für diesen Sport machen, macht richtig Spaß. Nochmal ganz, ganz herzliche Gratulation. Ja. Und dann vielleicht beim nächsten Marathon. Ja, wir werden danke. Sehen. Dankeschön. Alles, alles Gute. Damit zurück nochmal zu Ralf und Jan. Ja, also erstmal natürlich Gratulation und herzerfrischend. Beide, Rabea und Domenica, in ihrer Einschätzung danach. Ja, und so geht das dann. Ja, dann erlebst du plötzlich als bisher ja Bahnläuferin konnotiert, ja, den Übergang und das herzlich willkommen in der Marathonfamilie. Ja, und solche Bilder helfen da ja auch, ja, dass man sagt, genauso muss Marathon sein, ja, da reinlaufen und dann mit einem Jubel über die Ziellinie, ja, wenn du das schaffen kannst, dann ist es irgendwie cool geworden. Ja, wir haben weiter im Blick bei den Frauen, wie die weiteren Platzierungen sind, aber wir haben noch keine weitere Deutsche im Ziel. Deshalb aktualisiere ich noch mal ganz schnell hier den Das ist Ergebnismonitor. Gar nicht, ja. Gar nicht so einfach den Überblick zu behalten, ja, und hier selber so begeistert ist. Da muss ein bisschen aufpassen. Ja. Also wir haben ja eben da Runa Skrovje gesehen. Das ist eine der Norwegerinnen, die wir eben angesprochen haben, also die wir wahrscheinlich in München wiedersehen werden. Aber Jan, nochmal die Einschätzung zu dem, was Domenica auch gesagt hat. Wir haben einen Rhythmus gefunden. Ja. Wir haben plötzlich alle im selben Rhythmus die Laufgeräusche gemacht. Sie war plötzlich in einer neuen Familie, der Marathonfamilie unterwegs. Eine neue Infizierte? Also die eine Bahnläuferin nicht, weniger. Ich würde auch sagen, die ist nicht ihren letzten Marathon gelaufen. Das hat sie jetzt von München ja auch schon erzählt. Ne? Darf man gespannt sein. Manchmal ist es ja auch so, dass es dann nachher der Druck doch ein bisschen größer wird. Aber erstmal dieses Ding natürlich feiern, diese Zeit feiern, dieses Erlebnis feiern. Und absolut ein Gewinn für die deutsche Laufszene. Alleine dieses herzerfrischende, sympathische Interview gerade. Das ist einfach toll. Das kann man hier nur noch mal doppelt feiern alles.
Ja, und so werden ja die Optionen mehr. Sie gewinnen vielleicht schon hier mit dem Eindruck, den wir Ihnen vermittelt haben von den Topläuferinnen und Topläufern, so eine kleine Idee, was im Sommer passieren kann in der Leichtathletik. Es sind ja im Sommer keine anderen großen Sportevents, sondern die Weltmeisterschaft und die Europameisterschaften. Ja, die Fußballweltmeisterschaft ist ja freundlicherweise erst im Winter. Ja, und wenn wir dann jetzt hier auf die Freizeitathletinnen und Athleten schauen, die wissen natürlich alle schon, wie das ist, Marathonfamilie. Ja, oder, das sind ja die mit den etwas andersfarbigen Startnummern, das sind die Halbmarathon-Starterinnen und Starter, die tasten sich ja da auch so gerade rein. Ja? Was kannst du Schöneres haben als ein Hannover-Marathon unter den Bedingungen? Auch wenn hier viele sind, die ganz schön viel anhaben. Ja, da sind natürlich auch nochmal andere Geschwindigkeiten hier. Ne? Und da ist es dann auch ganz gut, wenn man vielleicht nicht wirklich sagt, ich muss das letzte Quäntchen an Speed rausholen, indem ich hier halbnackt durch die Gegend renne. Ein bisschen übertrieben gesagt. Ne? Deswegen, klar, sieht man hier auch die Geschwindigkeiten anders. Die Zielstellungen sind anders. Und deswegen haben die Sportlerinnen und Sportler hier vielleicht auch ein bisschen mehr Klamotten dann am Leibe. Ja, und dann wollen wir nach den Zeitenjagden Sie noch mal ein bisschen mitnehmen und die Atmosphäre in der Stadt aufsaugen. Alex Kups, ist ein bisschen mehr los an deiner Tischtennisplatte oder kommst du da jetzt gar nicht mehr hin? Nee, wir haben uns ein bisschen von der Tischtennisplatte entfernt, sind ein paar Meter weiter vom Molkeplatz gegangen, sind den Klängen gefolgt. Wir können einmal gucken. Rhythmische, brasilianische Klänge aus Celle. Könnt ihr einfach mal wirken lassen. Und die musikalische Leitung, die hat diese Frau hier. Wir können ja mal hingehen. Einmal ganz kurz. Ja, so ist besser, glaube ich, zum genau. Unterhalten. Komm, mach uns besser. Weiter, ja. weiter spielen. Nur die Basstrommel. Kann ruhig weitergehen. Super. Aber so ist gut. Sag mal, ihr seid jedes Jahr hier. Jedes Jahr und sehr gerne, weil wir kommen aus Celle, was nahe bei Hannover liegt. Und das ist mal so ein bisschen der Start in dieser Saison, der Hannover Marathon. Macht sehr viel Spaß. Gerade wenn so der Pulk nachher kommt von den Hobbyläufern, da merkt man auch das Feedback, da freuen sie sich, klatschen zurück, drehen sich und so weiter. Das macht uns natürlich sehr viel Freude auch. Die letzten zwei Jahre war ja Auszeit, Corona-bedingt. Wie habt ihr das gemeistert? Wir hatten die glückliche Situation, dass wir im Sommer draußen auf dem Fußballfeld spielen und proben durften und im Winter in einem größeren Disco auch proben durften, sodass wir Abstand halten und ein bisschen durchproben konnten, trotz des Lockdowns. Das war natürlich von Vorteil und deswegen sind wir jetzt auch wieder am Start. Alles klar, dann leg noch mal richtig los. Sehr gerne. Dankeschön. Ja, und wir haben schon Probleme, Jan Fitschen noch in der Kabine zu halten. Er will jetzt auch raus, ja, er hat jetzt Blut geleckt. Bei der Samba oder bei den Läufen? Ich möchte gerne Werner gratulieren natürlich, Trainer. Ja, wir haben im Social Stream ja etliche Fragen schon beantwortet. Eine war nach der Regeneration. Also wie geht's denn euch Profiläuferinnen und Läufer am nächsten Tag? Das ist für diejenigen, die jetzt noch die nächsten Minuten, Halbstunden und Stunden unterwegs sind, morgen ein bisschen Probleme haben mit den Treppenstufen, ist klar. Hendrik Pfeiffer und Dominika Meier auch. Die werden sicherlich auch was merken, aber witzigerweise ist es oft nicht so hart wie bei den Freizeitläuferinnen und Läufern, weil man doch natürlich im Training ganz anders vorbereitet ist, weil man sehr, sehr hohe Umfänge und Geschwindigkeiten regelmäßig läuft. Klar, das ist hier nochmal was anderes, aber ich sag mal schon, die werden morgen schon auch lustig aussehen, wenn sie die Treppen runtergehen. Ja, deshalb ist ja auch die Herangehensweise, die hier viele wählen, über den Halbmarathon, finde ich, eine sehr, sehr gute. Ja, aus meiner Sicht muss man nicht, um Läufer zu sein, Marathon laufen. Man kann auch ein Stückchen rückwärts laufen und Spaß beim Marathon haben, solange man sich nicht dabei verheddert mit den Beinen. Aber das hat er sehr elegant gemacht.
Und dann fragen wir doch mal bei Ben Wozny, der hat einen besonderen Teilnehmer an seiner Seite, nee, nicht Teilnehmer, sondern einen, der hier wichtig ist für die Organisation. Wir haben jemanden hier zu Gast, der uns vor allen Dingen medizinisch jetzt richtig weiterhelfen kann, denn er behandelt und berät Läuferinnen und Läufer in seiner Praxis. Hallo Dr. Matthias Marquardt. Ja, hallo, guten Morgen. Das Wetter, die Kälte war heute ein Thema. Wir stehen hier schon in der Sonne, also so schlimm ist es nicht. Aber worauf muss man sich einstellen, auch als Spitzenläuferin oder Spitzenläufer, wenn man hier startet und auf einmal hat man -1 oder gar 0 Grad beim Start? Ja, das sind natürlich keine idealen Bedingungen, bei 0 Grad zu laufen. Die idealen Bedingungen, wo man eine gute Kühlung hat, aber eben auch nicht friert, sind für Hochleistungsbereiche 12 Grad. Die haben wir auch heute Mittag nicht. Und dann haben wir noch die besondere Herausforderung, dass wir bei sehr niedrigen Temperaturen nahe des Gefrierpunkts gestartet sind. Jetzt wird es dann aber doch in der Sonne eher warm. Das heißt, es ist so ein Wechselspiel. Ich stehe hier auch gerade in dicker Winterjacke, weil ich auf den 10-Kilometer-Start noch warte. Und wenn man im Schatten steht, ist es verdammt kalt. Also sinnvollerweise ist man um 9 Uhr noch mit einem T-Shirt drüber oder mit Armlingen gestartet und wird sich dessen jetzt entledigen. Das hat die Spitze auch unlängst schon getan. Und die werden jetzt natürlich bei diesem Sonnenschein, den wir haben, fast ideale Temperaturen haben. Aber es ist eben doch noch so ein bisschen kühl, sodass einem die Muskulatur eher verkrampft als bei 12 oder 15 Grad. Also nicht ganz perfekte Bedingungen, aber besser als Hitze oder Regen. Das ist ja hier der Neustart, also die 30. Ausgabe des Hannover Marathons. Der Neustart nach Corona, wenn man denn das so sagen kann. Corona ist ein großes Thema für alle Sportlerinnen und Sportler, auch für Läuferinnen und Läufer. Was heißt das? Wann kann ich anfangen zu belasten, wenn ich eine Infektion hinter mir habe? Wie gehen Sie daran? Ist sicherlich ein großes Thema auch bei Ihnen in der Praxis. Ja, ist es jetzt geworden, in den letzten Wochen, seitdem die Inzidenzen so hoch sind. In den letzten 2 Jahren waren das eben wirkliche Raritäten noch. Jetzt ist es wirklich viel. Ich sehe es mehrfach pro Woche, dass Sportler sagen, ich war infiziert, wie soll ich weitermachen. Wenn es denen richtig gut geht, sage ich, mach noch eine Woche Pause, taste dich dann ans Training wieder ran. Wenn die sehr ambitioniert sind, macht man vorher noch einmal eine Untersuchung des Herzens, dass die keine Herzmuskelentzündung haben, EKG, Herzultraschall, und dann können die wieder auf die Bahn. Es sind aber auch einige dabei, die sagen, Mensch, das ist jetzt 3 Wochen her, ich habe noch richtig Reizhusten, es geht mir noch nicht gut, und die muss man dann langsamer ans Training wieder heranführen. Und jetzt habe ich einen Verrückten gerade gehabt, von dem, den kannte ich privat auch, ambitionierter Sportler, der ist in dem Infekt gerade. Und ich konnte ihm partout vom Training nicht abhalten. Der hat aber so wenig Symptome, dass er es trotzdem macht. Das ist sicherlich nicht klug. Ich hätte ihm 2 Wochen Pause verordnet. Aber die Bandbreite ist riesig. Von ich merke gar nichts bis ich bin wirklich beeinträchtigt. Ne? Herzlichen Dank. Es war sehr interessant. Dr. Matthias Marquardt. Danke. Sehr gerne. Ja, und Matthias Marquardt ist ja natürlich nicht irgendein Laufarzt, sondern der Laufarzt in Deutschland. Sehr, sehr viel Erfahrung, eigene Marathonerfahrungen, aber eben auch einfach mit sehr, sehr vielen Läufern, betreut auch Läufer, macht Trainingspläne etc. Also der weiß schon, wovon er redet. Und das ist ja schon keine ungefährliche Geschichte. Covid wird auch in der Hinsicht ja noch erforscht werden müssen. Wir wissen noch nicht so ganz genau, was das auf lange Sicht halt bedeutet, eben auch für viele Sportlerinnen und Sportler. Ja, die Empfehlung, die er gegeben hat, achtet auf euer Herz, weil eine Herzmuskelentzündung spürt man nicht. Die merkt man erst dann, wenn es schon fortgeschritten ist, und das ist nicht lustig. Vor allen Dingen kann man sicher über zu hohe Pulse beim Wiedereinstieg nach Infektionen, egal welcher Art, schon feststellen, dass der Körper vielleicht noch nicht da ist, wo er hin sollte, und dann lieber noch warten, weil wofür? Genau, ja. Das ist ganz genau die Sache. Lieber ein bisschen noch mal eine Woche warten, dann auf jeden Fall ganz, ganz ruhig und mit kleinen Distanzen anfangen. Ja, wenn die Achillessehne mal ein bisschen zwickt, wenn das Knie ein bisschen zwickt, normal, ja, das gehört irgendwie auch ab und zu dazu. Aber gerade nach so einer Infektion, egal ob jetzt Covid oder sonst was, ganz vorsichtig sein. Ja, und wir haben eine Frage schon länger auf unserer kleinen Fragehalde liegen, ja, weil jemand wissen wollte, kann man auch mit einem künstlichen Hüftgelenk Marathon laufen? Ich sag mal, zunächst aus Laiensicht, warum nicht? Weil wenn man damit normale Belastungen machen kann und laufen kann, dann kann man sich da auch rantasten. Das sollte man aber mit seinem behandelnden Arzt besprechen und im Zweifel jemanden fragen, der sich damit auskennt. Ja, und das sind dann eben fachkundige Orthopäden. Da sollte man unbedingt fachkundige Orthopäden haben. Das ist sehr wichtig. Aber ich gebe Ihnen mal ein anderes Beispiel. Es ist derzeit eine Amerikanerin unterwegs, die macht 100 Marathons an 100 aufeinanderfolgenden Tagen. Und die Frau ist einseitig Unterschenkel amputiert und läuft mit einer Prothese. Jeden Tag ein Marathon. Ist jetzt 3/4 durch, hat, glaube ich, heute den 77.
Und manchmal setzen wir uns auch Grenzen, wo sie vielleicht noch gar nicht sind. Ja, das sind für mich immer so Beispiele, wo ich sage, hey Leute, cool, dass ihr das hier macht, ja, weil hier sind die Anfänger. Ja, da macht man eine Marathonstaffel, wie hier rechts die Dame, ja, oder einen Halbmarathon. Nachher kommt noch der 10-Kilometer-Lauf. Ja, wie gesagt, wer sich noch anmelden will, geht noch. Dieter Baumann ist der Gegner dann. Oder man läuft wie hier, ja, eine tolle Zeit. Halbmarathon-Teilnehmer 1:07. Junge, Junge, das ist schnell. Das ist schon richtig schnell, ja. Ja. Also von daher, es gibt eine Menge Optionen, um da reinzukommen in die Familie des Laufsports, sage ich mal. Ja, es muss ja nicht gleich ein Marathon sein, aber in die Familie des Laufsports. Wir haben tolle Vorstellungen der Top-Läuferinnen und Läufer gesehen, die diesen Marathon zu einer wirklich edlen Veranstaltung gemacht haben. Und jetzt kommen die viele, die das Ganze zu dem sympathischen Ereignis machen, das eben die großen Marathons in den Städten auszeichnet. Ja, und dann gehen wir nochmal zum Emichplatz, zu Ben Wozny. Jetzt wird es bunt. Ich weiß nicht, hast du schon Läuferinnen und Läufer mit Skijacken gesehen oder wie geht's bei euch da? Tatsächlich ist gerade eine Läuferin im Tigerkostüm hier vorbeigelaufen. Die haben wir aber knapp verpasst. Wir können einfach mal auf die Strecke gucken, weil das ist ja auch das, was Jan gerade gesagt hat oder was wir auch im Interview eben schon mitbekommen haben. Das ist ja auch so eine Art Neustart. 2 Jahre hat es diesen Marathon hier nicht gegeben. 2 Jahre haben die Leute darauf gewartet, dass es ihn endlich wieder gibt. Und heute ist es soweit. Und ich finde, wenn wir auf die Leute schauen, wenn wir in die Gesichter schauen, da sieht man denen auch an. Also hier wird gejohlt, hier wird sich teilweise verkleidet, hier herrscht viel gute Laune und gleichzeitig wird noch Sport gemacht. Also einfach eine gute Atmosphäre und ich habe das Gefühl, die Leute, die nehmen das hier so richtig mit, weil es so lange nicht gegeben hat. Ja, es läuft. Ja, sehr schön. Anfeuerung für Lieblingsmannschaften und ja, es läuft. War gar nicht gefragt, aber danke für die Mitteilung. Ja. So, wir haben viel Glück gehabt mit dem Wetter. Jetzt trübt es so ein bisschen ein, aber wir hatten einen tollen sonnigen Morgen. Wir hatten fantastische Blicke auf die Stadt. Und Jan, wir hatten vor allen Dingen einen ganz tollen Marathon. Schauen wir uns doch die Zusammenfassung nochmal an. Ja? In Kurzform nochmal die wesentlichen Punkte des Hannover Marathons 2022. Kurz nach 9 der Start der Topläuferinnen und Topläufer auf die Reise bei Temperaturen knapp über 0 Grad, aber bei Sonne und wenig Wind gute Voraussetzungen für die Titelkämpfe um die deutschen Meisterschaften. Hendrik Pfeiffer mit der blau-schwarzen Mütze in der Führungsgruppe von Anfang an dabei. Unruhig die Tempogestaltung, mal schneller, mal langsamer auf den ersten 5-6 Kilometern. Dann hatten sie sich eingegroovt, besser organisiert, die Spitze der Frauen mit Dominika Meier und Rabea Schöneborn in vorderster Front. Kleine Ausreißversuche, das ließ Hendrik Pfeiffer vom TV Wattenscheid ganz ruhig. Denn als er sich von seinem persönlichen Pacemaker verabschiedet und mit einem großen Dank verabschiedet, sind wir schon bei Kilometer 30 und er stürmt davon. Freilaufen, loslaufen, Tempo jagen, die Verpflegung einhalten, kluges, sehr gut eingeteiltes Rennen von Hendrik Pfeiffer. Im Zielkanal dann, ohne Mütze, aber mit großer Geste und Jubel über den Sieg beim Marathon in Hannover. Deutscher Meister 2022 im Marathon, 2 Stunden, 10 Minuten, 59 Sekunden. Zweiter in der deutschen Meisterschaftswertung, Frank Schauer vor Erik Hille. Auch die mit Zeiten von 2:14:43 und 2:15:04 gut unterwegs. Simon Boch dann mit Dominika Meier aus Regensburg in der Führungsgruppe nur noch von einer Kenianerin verfolgt. Rabea Schöneborn muss abreißen lassen, hat Probleme mit Krämpfen, kämpft. Im Ziel dann genauso die Jubelgesten, Debüt geglückt, tolle Siegerzeit, 2:26:15, Glückwunsch an Dominika Meier. Durchgekämpft. Und doch gejubelt, Rabea Schöneborn mit noch guter Zeit von 2:27:35 wird Zweite
Die Gratulationen und Glückwünsche nehmen kein Ende nach diesem fantastischen Debüt von Domenica Meier. Eine weitere gute Perspektive aus deutscher Sicht für die Europameisterschaften. Das Ganze hat hier seinen Anfang genommen, mitten in Hannover. Ja, kurzes Fazit, Jan. Genial, genial. Ich bin begeistert, ich bin glücklich. Tolle Zeiten, tolle Siegerinnen, Sieger. Einfach ein rundum schönes Ding. Ich wünsche, wir könnten noch 10 Stunden weiter übertragen und auch den Freizeitsport hier noch ein bisschen in den Fokus rücken. Aber so ist es nun mal manchmal. Und ich glaube, wir hatten hier auf jeden Fall einen sehr, sehr schönen Vormittag einfach. Also ja, ich bin dankbar, dass ich hier sein durfte mit dir und mit der Denise. Absolut. Und das heißt natürlich auch, dass jetzt rausgehen, ne? Für alle, die in der Nähe leben und wohnen, ja, kommen Sie vorbei. Die Läuferinnen und Läufer freuen sich. Geht ja noch eine ganze Weile hier mitten in der City. Und wir sagen vielen Dank. Und dann geht's mit der Sandra weiter. Bitte, Sandra. Ja, vielen Dank, Ralf Scholz. Vielen Dank, Jan Fitschen, für die letzten Stunden mit euch. Ja, das war ein spannender Morgen und wir freuen uns natürlich sehr über den grandiosen Erfolg von Hendrik Pfeiffer. In der tollen Zeit von 2:10:56 ist er hier ins Ziel gekommen. Und natürlich freuen wir uns genauso mit der deutschen Meisterin bei den Frauen. Domenica Meier mit der Zeit von 2:26:50. Auch das eine ganz, ganz tolle Leistung bei ihrem Debüt. Ja, das ist echte Werbung für den Sport und für den Hannover Marathon. Wir freuen uns, dass wir das hier mit Ihnen zusammen erleben durften. Und der lange Sportsonntag im NDR Fernsehen, der ist noch lange nicht zu Ende. Sie können jetzt mal gerade eben kurz Mittagpause machen, bisschen durchschnaufen. Um 14 Uhr geht es dann mit dem nächsten Kracher weiter. Der nächste Sportclub live mit meiner Kollegin Ina Kast und mit dem Spitzenspiel der Bundesliga der Frauen. VfL Wolfsburg gegen Bayern München. Wolfsburg gegen die Bayern, das ist das absolute Topspiel der Frauen-Bundesliga. Der VfL zu Hause mit einer klasse Bilanz, 9 Spiele, 9 Siege. Und die Bayern, das sind die Titelverteidiger mit dem besten Sturm der Liga, sie wollen an die Tabellenspitze. Wolfsburg gegen die Bayern, heute live ab 14 Uhr. Ja, sollten Sie unbedingt dabei sein und den nächsten Sport heute Abend dann um 22.50 Uhr im Sportclub. Da schauen wir auch nochmal auf das Spitzenspiel der Bundesliga der Frauen. Zu Gast wird dann Kathi Hendrich sein vom VfL Wolfsburg, Nationalspielerin. Und wir freuen uns auf den HSV-Sportdirektor Jonas Bolt. Da gibt es ja rund ums Thema Aufstieg mit Sicherheit auch vieles zu besprechen. Das also alles heute Abend, 22.50 Uhr und 23.35 Uhr können Sie dann, ob Sie gelaufen sind oder nicht, die Füße hochlegen und zuschauen beim Barclay-Marathon. Das ist unsere Sportclub-Story. Ich darf mich verabschieden, wünsche Ihnen einen schönen Sonntag mit viel Sport und ein bisschen Sonne ja hoffentlich noch. Tschüss und der Hamburg-Marathon, 24.04. schon mal vormerken. Tschüss und bis dann.